So, schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen auch, meine Damen und Herren, zu unserem 10. Münchner Bildungskongress 2021. Das Schöne ist bei solchen Online-Veranstaltungen, da gibt es dann immer so ein paar eingefahrene Muster kurz vor Beginn der Sendung. Da wird dann immer gesagt, sind alle Handys ausgeschaltet, sind alle Handys auf Flugmodus? Nicht, dass dann irgendwo bei irgendjemandem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Handy bimmelt in den nächsten Minuten. Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Der 10. Münchner Bildungskongress und natürlich in Pandemiezeiten ein ganz anderer als sonst. Eigentlich wollten wir uns persönlich treffen, letztes Jahr schon und natürlich auch dieses Jahr 2021, aber wegen der Pandemie ist das eben nicht möglich. Also machen wir es jetzt so digital. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit dabei. Ich glaube, das kriegen wir genauso gut hin. Es ist ein wirklich interessantes und spannendes Programm heute den ganzen Tag über und ich freue mich, dass genau Sie mit dabei sind. Bedanken. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei Julia Utter und Daniela Unruth. Die beiden Damen sind nämlich für die Gebärdendolmetscherarbeiten zuständig. Die sehen Sie immer mit eingeblendet. Herzlichen Dank an die zwei, weil die auch wirklich hier hervorragende Arbeit leisten und das natürlich heute den ganzen Tag über machen und uns so begleiten. Und wenn Sie Schriftdolmetschung brauchen, da gibt es einen Link. Da schauen Sie bitte auf Ihre Programmübersicht und da können Sie dann auch sich die Schrift dolmetschen lassen. Also auch das kein großes Problem. Ja, herzlich willkommen bei Ihnen zu Hause oder in den Büros, ganz egal, wo Sie heute auch sind. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und natürlich interessante Eindrücke, gute Erfahrungen und alles, was dazugehört in den nächsten Stunden hier beim Münchner Bildungskongress 2021. Mein Name ist Tilman Schöberl vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Hörfunk- und Fernsehmoderator und habe Sie schon ein paar Mal durch den Bildungskongress begleitet und mache das auch dieses Jahr. Ich bin Moderator bei Bayern 1, das ist unser größtes Hörfunkprogramm und mache auch die Bürgersendung im BR Fernsehen. Jetzt red I und da ging es natürlich in den letzten Monaten sehr oft um das Thema Corona, aber sehr oft auch um das Thema Corona und Bildung, um die wirklich ganz, ganz dringende, wichtige Frage in diesen herausfordernden Zeiten: Wie können wir dafür sorgen, dass niemand abgehängt wird, dass nicht die Bildungsungerechtigkeiten, die Bildungsunterschiede, die groß sind, noch größer werden nach der Pandemie oder während der Pandemie. Aber trotz aller Klage, eins ist, glaube ich, auch klar, und das kann ich auch ganz persönlich aus eigener Erfahrung sagen, was Sie, also die Lehrerinnen und Lehrer und die Betreuerinnen und Betreuer überall in München in den letzten Monaten geleistet haben, das war wirklich großartig, trotz aller Schwierigkeiten, die die Pandemie uns wirklich gestellt hat. Interessant ist natürlich auch, dass der Bildungsbereich weiter stark unter Druck gerät, weil unsere Stadt einfach wächst. Das heißt, wir haben mehr Menschen bei uns mit ihren Kindern und deswegen wird auch die Herausforderung im Bildungsbereich weiter eine große Rolle spielen. Und hier müssen wir wirklich gewahr bleiben, dass wir die Menschen alle auf einen guten Weg schicken können. Die Anforderungen werden höher. Und dass Sprache hier ein ganz wichtiger Punkt ist, das sollte, glaube ich, klar sein. Und Sprache, Bildung braucht Sprache, das ist heute unser Thema. Und vielleicht haben Sie ja auch die Bilder am Anfang gesehen, meine Freunde. Und da hat man schon gesehen, 10 Jahre Bildungskongress. Also wir sind wirklich heute das Geburtstagskind. Seit 10 Jahren machen wir diese Veranstaltung. Mehr Haare habe ich auch nicht bekommen über diese 10 Jahre, aber die Bilder, die wir gesehen haben, haben, glaube ich, auch einen guten Eindruck gegeben, was in den letzten Jahren hier beim Bildungskongress auch wirklich geboten wurde. Ich glaube, da kann man zu Recht auch ein bisschen stolz sein. Ja, jetzt würde ich sagen, wird aber erst einmal ein bisschen gesprochen beim Bildungskongress 2021. Unser erster Gast, der musste wirklich einen Turbostart hinlegen, denn er ist seit Januar 2021 der neue Stadtschulrat. Und der Start war mittendrin in der Pandemie, also vergnügungssteuerpflichtig ist es auch nicht. Da wünscht man sich normalerweise einen anderen Einstieg, aber so sind einmal die Zeiten. Wir freuen uns, dass Florian Kraus bei uns ist, der Stadtschulrat. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Schöberl, für die Einführung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und guten Morgen in die Wohnzimmer, Küchen, Homeoffice und Büros zu Ihnen nach Hause sozusagen. Ja, ich begrüße Sie alle und eine ganz besondere Freude ist es mir, eine nicht geringe Zahl von Ehrengästen zu begrüßen. Ich habe jetzt die kleine Schwierigkeit, dass ich Sie alle nicht sehen kann und deshalb nur hier schauen kann, wo wir hoffen, dass Sie tatsächlich dann schon an den Bildschirmen sitzen. Es freut mich ganz besonders, dass aus dem Münchner Stadtrat 3 Vertreterinnen anwesend sind: Frau Anja Berger, Frau Marie Burneleit und Frau Gabriele Neff.
aus dem Bayerischen Landtag ist der Vizepräsident, Herr Thomas Gehring, dabei und die Frau Abgeordnete Anna Schwamberger. Aus der Münchner Stadtverwaltung begrüße ich ganz besonders den Behindertenbeauftragten Herrn Oswald Utz, die Frau Gabriele Nuss aus der Gleichstellungsstelle und die Frau Dimitria Lang aus dem Migrationsbeirat. Aus dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist Frau Ministerialrätin Maria Wilhelm am Bildschirm mit dabei. Frau Annette Fahrenkopf, die Geschäftsführerin des Jobcenters München, heiße ich auch ganz herzlich willkommen. Und der Ministerialbeauftragte für die Realschulen Oberbayern West, Herr leitender Realschuldirektor Ernst Fischer, ist auch mit dabei. Und ganz besonders freut mich auch, dass aus den Bezirksausschüssen einige Mitglieder den Weg an den Bildschirm gefunden haben. Hier nenne ich Frau Ilga Fink, Herrn Radoslav Ganev, Herrn Michael Schelle, Frau Gabriele Tomsche, Frau Hatice Eminaga, Frau Carolina Nowinczak-Kölker, Frau Gabriele Radek, Frau Graciela de Camera und Frau Dr. Konstanze Söllner-Schaar. Herzlich willkommen auch an Sie. Und natürlich sind ganz viele VertreterInnen zahlreicher Münchner und anderer Institutionen noch mit dabei beim Bildungskongress. Wir haben VertreterInnen der Agentur für Arbeit München, VertreterInnen der Landratsämter der Landkreise München, Dachau, Ebersberg, Rosenheim und Günzburg, VertreterInnen der Städte Nürnberg und Stuttgart, VertreterInnen diverser Kammern, VertreterInnen der Münchner Volkshochschule, VertreterInnen der Münchner Hochschulen, der Universität Leipzig und der Hochschule Landshut, dann VertreterInnen des staatlichen Schulamts in der Landeshauptstadt München, sowie zahlreiche VertreterInnen von Stiftungen, Elternverbänden und der freien Träger und natürlich VertreterInnen der Lehrerverbände. Herr Schöberl hat schon gesagt, insgesamt sind es über 400 Anmeldungen. Sie alle begrüße ich ganz herzlich und heiße Sie herzlich willkommen. Es ist auch schon angesprochen worden, wir feiern ein kleines Jubiläum. Es ist der 10. Münchner Bildungskongress. Der Name hat sich ja auch geändert. Wir haben begonnen mit einer Bildungskonferenz. Es ist dann 2019 zu einem Bildungskongress umbenannt worden. Und das ist ein Veranstaltungsformat seit vielen Jahren, bei dem sich BildungsexpertInnen austauschen und vernetzen können. Der Austausch und die Vernetzung ist natürlich in der digitalen Zeit etwas schwieriger, aber ich bin guter Dinge, dass wir den nächsten Bildungskongress wieder in Präsenz durchführen können, damit neben dem fachlichen Input der Austausch und die Vernetzung nicht zu kurz kommt. In den letzten 10 Jahren sind von dieser Veranstaltung zahlreiche Impulse ausgegangen. 2017 war das Thema Perspektivwechsel, Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Thema. Und in der Folge hat der Stadtrat ein Konzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung für München beauftragt. Da sieht man, welche Impulse von dieser Veranstaltung für die Stadtgesellschaft ausgehen, nicht nur für die Bildungseinrichtungen. 2019 war das Thema Demokratie braucht DemokratInnen. Was muss politische Bildung heute leisten? Genau diese Demokratiebildung ist es, die mir auch ganz persönlich sehr wichtig ist, wie ich es in meiner Vorstellung beim Stadtrat ausgeführt habe. Das Schaffen von mehr Bildungsgerechtigkeit ist das Leitthema der städtischen Bildungspolitik. Die Sprache spielt mit Blick auf Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit eine entscheidende Rolle. Und der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt erwiesenermaßen von ihren sprachlichen Fähigkeiten ab. Und die Sprache ist als Teil der Kommunikation Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Mit der heutigen Veranstaltung soll das Thema Sprache ganzheitlich in den Blick genommen werden. Wie entwickelt sich Sprache? Was verstehen wir unter Sprache? Wie wird Sprache im Bildungssystem vermittelt? Was ist gut und wo können wir uns verbessern? Bei Sprache und Bildung denken wir zunächst an Alltags-, Bildungs- und Fachsprache. Aber das sind nur einige Aspekte von Sprache. Sprache umfasst weitaus mehr. Ein Aspekt ist die Mehrsprachigkeit. Man darf nicht vergessen, dass mehr als die Hälfte der Münchner Kinder und Jugendlichen eine Migrationsgeschichte hat.
meine Migrationsgeschichte ist nicht ganz so weit. Ich bin in Niederbayern geboren und aufgewachsen. Aber in Niederbayern spricht man einen besonderen Dialekt und der Dialekt ist auch ein Teilaspekt von Sprache. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum ich in Berlin nicht verstanden worden bin, als ich Semmeln kaufen wollte. Entschuldigung, natürlich habe ich Brötchen gekauft in Berlin. Ich wollte, das war ein Bäcker, der sehr nah an meiner Wohnung lag, ein 10-Cent-Brötchen kaufen. Und tatsächlich hat die Verkäuferin aber immer Sesambrötchen verstanden. Und es lag anscheinend an meinem Dialekt, dass es hier Kommunikationsschwierigkeiten gab, die sich nicht auf den ersten Schritt ausräumen ließen, sondern einfach eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Gesprächspartner bedurft haben. Weitere Aspekte von Sprache ist natürlich die einfache oder leichte Sprache. Die Gebärdensprache, die wir auch hier im Bild sehen, das sind die Aspekte der sprachlichen Barrierefreiheit. Geschlechtergerechte Sprache ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt von Sprache unter dem Gesichtspunkt sozialer Inklusion, die uns auch im Bildungswesen stark beschäftigt. Und ein weiterer Aspekt von Sprache ist natürlich die nonverbale Kommunikation, die Körpersprache, die in der Pädagogik essentiell ist und die jetzt natürlich sehr schwierig ist, wenn man an das Maskengebot in der Schule denkt, was ja nur einen kleinen, ein kleines Gesichtsfeld offen lässt und viel weniger Raum für nonverbale Kommunikation lässt oder vielleicht die nonverbale Kommunikation auch einfach auf andere Körperteile verlagert. Ein gerechtes und inklusives Bildungssystem berücksichtigt die Vielfalt der Lernenden und Lehrenden und deren Bedürfnisse in Bezug auf Sprache. Mit Blick auf sprachliche Bildung bringen Kinder und Jugendliche unterschiedliche Ressourcen mit. Die entsprechenden Kompetenzen der SchülerInnen müssen erkannt und angemessen gefördert und genutzt werden. Wir sehen, Sprache ist wichtig und für viele von uns selbstverständlich. Sie kann aber auch ausgrenzen und Machtverhältnisse manifestieren. Das ist für mich ein besonderer Aspekt der geschlechtergerechten Sprache, dass man hier, wenn man sie nicht benutzt, unter Umständen frühere althergebrachte Machtverhältnisse zementiert, was man so nicht mehr haben möchte. Mit dem heutigen Kongress möchten wir die verschiedenen Aspekte von Sprache, wie ich sie gerade dargestellt habe, in den Fokus rücken und für mehr Vielfalt und Inklusion sensibilisieren. Ich wünsche allen TeilnehmerInnen ein gutes Gelingen für diese Veranstaltung und möchte mich schon jetzt bei allen, die an der Organisation und Durchführung des Bildungskongresses beteiligt sind, ganz herzlich bedanken. Herr Kraus, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Und jeder von uns kann sich vorstellen, dass es für einen Niederbayern in Berlin auch nicht immer ganz leicht ist. Ich kann das sogar noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil ich eigentlich aus der Oberpfalz komme und als Oberpfälzer dann irgendwo in Preußen oder in Berlin, wenn man dann noch ein bisschen einen starken Dialekt spricht, gerade am Anfang, das ist auch nicht einfach. Aber er hat das Gott sei Dank toll gemeistert. Wir werden uns gleich auch noch ein bisschen unterhalten. Bevor wir dazu kommen, aber erst zu unserer nächsten Rednerin. Und auch bei ihr kann man nichts anderes sagen. Was waren das für 12 Monate? Denn sie ist im März 2020 Bürgermeisterin geworden, Verena Dietl. Und der Einstieg war eben auch zu Beginn der Pandemie. Und dann ist eben keine Zeit für sich erstmal einarbeiten, sondern da heißt es einfach Krisenmanagement für die nächsten Monate, weil sie als dritte Bürgermeisterin auch für einen sehr, sehr großen Bereich zuständig ist. Soziales, Bildung, Gesundheit, Integration, Familien, der Sport, das Kommunalreferat. Das sind alles Bereiche, die sehr wichtig sind. Und es sind alles Bereiche, die natürlich in den letzten über 12 Monaten von der Pandemie, die auch betroffen wurden. Und weil wir eben in der Pandemie sind, gibt es jetzt auch keine persönliche Begrüßung in Anführungszeichen, aber nicht weniger persönlich Ihre Videobotschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum 10. Münchner Bildungskongress. Zu Beginn möchte ich Bezug nehmen auf die heutige Einladung. Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Sprache bildet die Grundlage von Bildung. Ohne die Fähigkeit der Kommunikation ist Bildung nicht denkbar. Zentrale Punkte der heutigen Veranstaltung sind das Bewusstsein, dass eine Stadt in der Größenordnung von München in Ergänzung zu den staatlichen Linien der Bildungspolitik eigene, großstadtgerechte Bildungsakzente setzen muss. Diese Idee entstand im Jahr 2010 mit der Münchner Leitlinie für Bildung.
Die Bildungskongresse haben sich stets mit wichtigen und aktuellen bildungspolitischen Themen befasst, wie zum Beispiel die Wege zu einer Pädagogik der Bildungsgerechtigkeit oder inklusive Bildung. Bereits der Bildungskongress 2019 hat die Rolle und Macht von Sprache in unserer gesellschaftlichen Miteinander verdeutlicht. Auf der einen Seite Stereotype und Vorurteile manifestieren sich durch Sprache, Diskriminierung und Ausgrenzung geschieht in erster Instanz durch Sprache. Auf der anderen Seite, es braucht Sprache, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Partizipation und gesellschaftliches Engagement sind zwingend mit Sprache angewiesen. Worauf müssen wir bei Sprache in der Gesellschaft achten? Digitalisierung in Kita und Schule und in der Zusammenhang zur Sprache. Die Digitalisierung wirft im Kontext Bildung vielfältige Fragen auf, die uns in Zukunft noch stärker beschäftigen. Welche Herausforderungen treten wir mit Digitalisierung und sprachliche Bildung an? Wie unterstützen wir mit digitalen Tools, Apps und Programmen? Wie können Erzieherinnen und Lehrkräfte digitale Medien sinnvoll in Kita und Schule integrieren? Und wie sehen gute Fortbildungsangebote für die Menschen, die dort arbeiten, aus? Die Covid-19-Pandemie wirkt wie ein Brennglas, das die bestehenden Herausforderungen in den Fokus rückt. Grundsätzlich war das letzte Jahr eine besondere Herausforderung für Kinder und Jugendliche mit Blick auf psychosoziale Entwicklung und Bildung. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die zusätzlichen Sprachförderungen benötigen, haben es in der Pandemie besonders schwer. Aktives Sprechen mit Mitschülerinnen, Unterstützung in Form von Hausaufgaben und Nachhilfe waren in den letzten Monaten kaum oder sehr eingeschränkt möglich. Distanzunterricht stellt auch eine besondere Herausforderung für Lernende mit besonderen Bedarfen dar. Die Bedeutung von Sprache. Sprache ist für alle unsere Interaktionen existenziell und in unserem Alltag allgegenwärtig. Sprache verleiht unseren Bedürfnissen und Wünschen Ausdruck. Mit ihr stellen wir die vorgefundene Wirklichkeit in Frage und erklären sie uns. Sprache ist dabei vielfältig. Botschaften können auch durch Mimik und Gestik übermittelt werden. Wir kommunizieren im digitalen Rahmen vermehrt über Bilder, sogenannte Emojis. Kommunikation über Kunst, zentrales Thema auch die Mehrsprachigkeit. Die reale Mehrsprachigkeit von Münchner Kinder und Jugendlichen findet nach wie vor eher wenig Beachtung. Monolingualer Habitus prägt in der Regel sowohl die Kindergarten- als auch die Schuldidaktik. Dabei hat mehr als die Hälfte der Münchner Kinder eine Zuwanderungsgeschichte. Dies bedeutet, dass sie potenziell zwei- oder mehrsprachig aufwachsen. Die diversitätsbewusste Sprache. Um uns in unserer komplexen Welt zu orientieren, vereinfachen und kategorisieren wir oft, Sprache steht insofern immer auch in Verbindung mit Macht. Es ist wichtig, dass wir uns der Auswirkungen von Sprache bewusst werden und uns für den Sprachgebrauch zu sensibilisieren. Es geht darum, ein Bewusstsein für den gewohnten Sprachgebrauch zu entwickeln. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Sprache bewusst gegen Diskriminierung und für Chancengerechtigkeit, Empowerment und Zugänge einzusetzen. Sprache verändert unsere Wahrnehmung und sie sollte die Vielfalt unserer Realität wiedergeben. Die barrierefreie Sprache. Menschen mit besonderen Bedarfen sind auf die ergänzende Formen der Sprache angewiesen, sei es Blindenschrift, Gebärdensprache, Bildsprache oder leichte und einfache Sprache. Unter dem Gesichtspunkt der Inklusion und dem demografischen Wandel sollte sich Kommunikation im Sinne der Barrierefreiheit bewegen. Eine Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit im Schul- und Bildungssystem ist dringend geboten. Die Wertschätzung und das Aufgreifen von nichtdeutschen Erstsprachen im Schul- und Bildungskontext ist aus fachlicher Sicht sehr sinnvoll. Durch die Erlaubnis, die Muttersprache nutzen zu können, muss ein Kind nicht verstummen durch sprachliche Exklusion im Unterricht und Schule. Zudem hat die Erst- und Familiensprache eine große Bedeutung. Wir sollten Kinder und Jugendliche wahrnehmen, mit ihrer Vielfalt an sprachlichen Kompetenzen wertschätzen und anerkennen. Mehrsprachigkeit ist kein Risikofaktor. Diversitätsbewusste Sprache gewinnt im Kontext formaler Bildung an Bedeutung. Nicht nur Lernende, sondern auch Pädagoginnen und Einrichtungsleitungen müssen hier lernen, wie sie dafür sensibilisiert werden. Schließlich bildet Sprache eine gelebte Realität. Echte Inklusion ist im Bildungssystem nach wie vor die Ausnahme. Kinder und Jugendliche haben oftmals keine Zugänge zu Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedarfen. Und sie lernen auch nicht, wie Kommunikation auf anderen Ebenen aussehen kann. Eine inklusive Gesellschaft setzt aber voraus, dass alle Bürgerinnen sich in dieser Gesellschaft verstehen und verständigen können. Die Grundlage hierfür sollte im formalen Bildungswesen gelegt werden. Klar ist, Sprache befähigt und verbindet, sie kann im Gegenteil aber auch ausgrenzen. Mitteilungs- und Verständnisdefizite sind demotivierend und wirken sich negativ auf den Bildungserfolg der Lernenden aus. Wenn Sprache der Schlüssel zur Welt ist, sollte jeder Münchnerin, jeder Münchner einen Zugang zu diesem Schlüssel haben. Und diesem Schlüssel gilt es, bedarfsorientiert anzupassen. Gutes Gelingen für die heutige Veranstaltung und ich wünsche Ihnen einen guten Austausch und bleiben Sie kommunikativ.
Bleiben Sie kommunikativ. Herzlichen Dank, Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Und wenn Sie ein bisschen aufgepasst haben, und davon gehe ich mal aus, Sie sind ja alle schlaue Köpfe, haben Sie mitbekommen, dass es schon ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte sind, ganz, ganz viele Probleme, ganz, ganz viele Aufgaben, die wir gerade bei Sprache, Bildung braucht Sprache, die wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren angehen werden und angehen werden müssen. Also auf jeden Fall viel Arbeit. Jetzt ist nochmal Florian Kraus, der Stadtstuhlrat bei uns. Herr Kraus, für Sie vielleicht noch mal ganz kurz zum Beginn der ganzen Geschichte. Sie sind mitten in der Pandemie angetreten. Das hätten Sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ja, man kann sich den Zeitpunkt ja nicht aussuchen, wenn man ein solches Amt antritt. Ja. Und die Herausforderung habe ich nicht gescheut. Es war natürlich eine große, aber wir haben ja einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es sich bald wieder bessert. Ja. Sie wissen das ja, aber nochmal für alle Beteiligten. Ihr Referat ist mit eines der größten in der Stadtverwaltung. 1,6 Milliarden Euro Etat, 450 Kindertageseinrichtungen, 124 Schulen. Und das Beeindruckende ist, die Arbeit hört nicht auf, weil wir müssen immer noch davon ausgehen, dass München auch in den nächsten Jahren noch wächst. Das heißt, Ihr Bereich wird natürlich immer größer, immer wichtiger. Naja, das ist ja eine große Herausforderung, vor allem deshalb, weil das Wachstum ungebremst ist. Und wenn man sich vorstellt, dass München fast jedes Jahr um meine Heimatstadt Deggendorf wächst, sieht man, welche Herausforderungen das allein im baulichen Bereich sind, da die Schulen und Kindertageseinrichtungen dafür zur Verfügung zu stellen. Es ist sicher noch viel zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, das muss man, glaube ich, in den nächsten Monaten nach der Pandemie auch wirklich dann erstmal intensiver arbeiten. Aber wie haben Sie es erlebt als, natürlich klar, als Chef, aber auch als Vater von einem kleinen Sohn? Naja, ich bekomme ja sozusagen die Pandemie in zweifacher Hinsicht mit. Einmal als Vater bin also da unmittelbar betroffener des Distanzunterrichts. Ja. Mein Sohn geht in die Grundschule und da habe ich festgestellt, dass an unserer Schule der Distanzunterricht hervorragend funktioniert, was sicher dem großen Engagement der Schulleitung und der Lehrkräfte da geschuldet ist. Aber ich sehe auch, dass sich im RBS da sehr viele Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig dahinter klemmen, die Pandemiefolgen bestmöglich zu beseitigen und die negativen Auswirkungen da im Griff zu haben. Ja. Das, glaube ich, kann ich auch nochmal dick unterstreichen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Man hat wirklich gesehen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer und auch andere Kita-Personal wirklich so toll Mühe gegeben hat und versucht hat, einfach das Schlimmste in Anführungszeichen ein bisschen auszugleichen, damit du wirklich auch in der Pandemie einen guten Unterricht anbieten kannst. Aber nach der Pandemie ist in Anführungszeichen vor der Pandemie. Wir wollen natürlich nicht hoffen, dass jetzt jedes Jahr oder alle 5 Jahre die nächste SARS oder was auch immer Pandemie zu uns kommt. Aber man wird natürlich das Ganze evaluieren müssen und gucken müssen, was machen wir in Zukunft besser, um uns vielleicht ein bisschen krisenfester aufzustellen. Da haben Sie vollkommen recht. Einmal ist ja die Pandemie jedenfalls in einer positiven Auswirkung auf die ganze Digitalisierung versehen. Auch wenn das in der Anfangszeit zu erheblichen Schwierigkeiten geführt hat, glaube ich, dass es uns schon vorangebracht hat. Wenn man sich noch vorstellt, wie die Digitalisierung vor 2 Jahren an den Bildungseinrichtungen vorhanden war, glaube ich, dass wir nach der Pandemie hier eine deutlich bessere Situation haben. Ein Beispiel, wir bringen ja um die 15.000 Schülerleihgeräte jetzt an die Schülerinnen und Schüler, die solche benötigen. Und die stehen ja im Anschluss dann allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Und die Lehrerinnen und Lehrer können ihren digitalen Unterricht dann mit diesen Geräten gestalten. Sehen Sie da diesen dünnen Grat? Weil natürlich, es gibt auch Pädagogen, es gibt natürlich auch Experten im Bildungsbereich, die dann sagen, oder Expertinnen, die halt sagen, ja, alles können wir auch nicht digitalisieren. Wir müssen auch schon darauf achten, dass wir weiter den persönlichen Unterricht zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern herbekommen. Ja, der soziale Kontakt ist für mich schon das Wichtigste am Unterricht und ich kann nicht komplett digitalisieren. Da würden ja die ganzen sozialen Bedürfnisse verloren gehen. Also das heißt, immer ganz wichtig, wir sollten nicht vergessen, dass natürlich klar der persönliche Unterricht auch immer im Mittelpunkt der ganzen Geschichte stehen muss. Und vielleicht noch zu unserem Motto heute zum 10. Bildungskongress, Bildung braucht Sprache. Das haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, auch bei der Frau Dietl haben wir es natürlich mitbekommen in Ihrem Vortrag oder in Ihrem Grußwort. Das Interessante, das Spannende ist ja, Sprache verändert sich. Das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Und wenn man was verändert, muss man natürlich auch immer die Kritik aushalten. Das heißt, sobald man was verändert, kriegt man natürlich relativ schnell auch die Kritik. Wie gehen Sie damit um?
Naja, Kritik ist ja nichts Schlechtes, sondern Kritik zeigt ja manchmal auch Bedürfnisse auf, zeigt tatsächlich auch Fehler auf. Und ich glaube, wenn wir mit einer grundsätzlich positiven Einstellung herangehen, dass niemand etwas Böses will und Kritik ja zunächst mal eben positiv zur Verbesserung gemeint ist, muss man aufeinander zugehen und dann versuchen, da einen Kompromiss zu finden und daraus das bestmögliche Ergebnis zu schaffen. Und gleich, ich glaube, vielleicht manchmal auch mit einer Portion Gelassenheit. Wir sprechen auch nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Wenn heute irgendwie jemand sprechen würde, wie im Mittelalter oder wie vor 100 oder 150 Jahren, würden wir uns genauso amüsieren. Also Sprache darf sich schon auch verändern. Ja, herzlichen Dank. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und Licht ist ja am Ende des Tunnels. Bald ist die Pandemie vorbei und dann können Sie vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen entspannter arbeiten. Vielen Dank. Ja, und später sehen wir uns in der Diskussion am Ende der Veranstaltung natürlich noch einmal. So, meine Damen und Herren, der Münchner Bildungskongress 2021, Bildung braucht Sprache. Herzlichen Dank für bisher und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Dass Bildung und Sprache zusammenhängen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört heute im Laufe des Vormittags, das ist nichts Neues. Und Sprache und Bildungserfolg, das sagen auch alle Untersuchungen, das sagen auch alle Analysen, sind ebenfalls ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Der Fokus, das konnten Sie auch in Ihrer Einladung lesen, liegt auf der geschriebenen, auf der gesprochenen deutschen Sprache. Und da kann man auch gerne mal ein Fragezeichen setzen. Ist das noch ausreichend? Gerade in einer multiethnischen Stadtgesellschaft wie hier in der Landeshauptstadt München mit ganz unterschiedlichen Biografien, mit ganz unterschiedlichen Wurzeln. Und natürlich auch immer die Frage, ob wir in jeder Hinsicht barrierefrei arbeiten. Auch das sind Punkte, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Kleines Beispiel vielleicht auch für Ihre tägliche Arbeit, das haben Sie sicher mitbekommen. In dieser Woche gab es ja eine Sonderstudie der PISA-Organisation und da hat man gesehen, dass die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler beim Lesen deutlich abgenommen hat, leider auch hier bei uns in Deutschland. Und wenn wir alle davon ausgehen, dass Lesen für den Bildungserfolg wichtig ist, ist es sicher auch ein Punkt, mit dem man sich in den nächsten Jahren und Monaten beschäftigen werden wird. Und außerdem ist es auch wieder so, dass diese Analyse gezeigt hat, dass zum Beispiel die Lesekompetenz in privilegierten Haushalten sehr gut ist, was ja schön ist, aber dummerweise halt in Kindern aus oder bei Kindern aus benachteiligten Haushalten eher nur im oberen Mittelfeld. Also auch da sieht man natürlich eine soziale Spaltung, eine soziale Schere, die so nicht sein sollte. Aber wir kommen jetzt zu unserem, da freue ich mich ganz besonders drauf, ersten Impulsvortrag. Wir wollen einen Schritt vor Kita und Schulzeit gehen. Wir beginnen mit der Frage, wann beginnt eigentlich unsere Sprachfähigkeit und wie entwickelt sie sich bei Kindern? Und müssen wir nicht ganz früh auch ansetzen, um dann unter Umständen Schwierigkeiten zu verhindern und Schwierigkeiten zu begegnen? Denn eins ist ja auch klar, die Sprache, die macht uns alle zu menschlichen Wesen. Jeder kennt es, der Kinder hat oder Kinder hatte, wenn die mal dann anfangen zu reden, das ist für den Vater, für die Mama immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Und bei uns ist Dr. Gesa Schardt. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Hier gibt es übrigens ein ganz besonderes Kindersprachlabor. Und die Psychologin Dr. Schardt arbeitet auch als Gastprofessorin am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie in Berlin. Erstmal herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jo, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben eine perfekte Leitung zu Ihnen. Sie sind gut zu sehen, auch gut zu hören. Und dann, ja, dann darf ich Sie bitten, einfach loszulegen. Wir freuen uns über Ihren Vortrag. Neurokognitive Grundlagen der Sprachentwicklung. Dr. Gesa Schardt, Professorin Dr. Gesa Schardt, herzlich willkommen und bitteschön. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich natürlich sehr, heute bei Ihnen zu sein und meinen Vortrag zu den neurokognitiven Grundlagen der Sprachentwicklung halten zu können. Ich würde Ihnen gerne erst einmal einen Überblick geben über das, was ich heute mit Ihnen sozusagen vorhabe. Ich möchte gerne als erstes einführen in die Bedingungsfaktoren der Entwicklung von Sprachverarbeitung und Sprachproduktion. Als nächstes möchte ich Sie ein bisschen vertraut machen mit den Methoden, die wir verwenden können zur Untersuchung von Sprachverarbeitung und Sprachproduktion, um dann auf die Entwicklung der Sprachproduktion als erstes einzugehen, wobei ich hier auf das ganz, ganz frühe Sprachproduzieren eingehen möchte, also das Schreien und dann auf das Babbeln. Und dann möchte ich auch natürlich auf die Worte beziehungsweise auf die Produktion von Worten eingehen. Als nächstes würde ich gerne auf die Entwicklung der Sprachverarbeitung eingehen, wobei ich hier von ganz frühen phonologischen Verarbeitungsfähigkeiten ausgehen werde und dann überleiten werde zu späteren Verarbeitungsfähigkeiten bei Kindern, und zwar im Zusammenhang mit syntaktisch komplexen Sätzen.
Und dementsprechend, oder beziehungsweise nicht dementsprechend, aber ich werde mich hierbei häufig auf jeden Fall auf die neurokognitiven Grundlagen der Sprachverarbeitung in der Entwicklung beziehen, weil das eben halt ein Zugangsweg dazu ist, wie wir die Sprachverarbeitung auch ganz, ganz früh bei kleinen Kindern und Säuglingen untersuchen können. Und den Vortrag möchte ich beenden damit, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick oder beziehungsweise eine Einführung gebe dahingehend, wie Sprachverarbeitungsschwierigkeiten bereits in der frühen Kindheit auch Auswirkungen auf die spätere Entwicklung haben können und auch auf die Entwicklung von Fähigkeiten, die für die Schule sehr relevant sind. Und ich möchte jetzt ganz gerne erst einmal einen Überblick dazu geben, welche Faktoren einen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben. Und als erstes sind hier tatsächlich genetische Faktoren zu nennen, die in der Literatur auf jeden Fall gefunden wurden, dass sie einen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben. Das heißt, es hat nicht alles nur Umweltaspekte, die einen Einfluss spielen, sondern es sind auch genetische Faktoren, die hier eine große Rolle spielen. Die Umwelt habe ich schon angesprochen, auch die spielt natürlich eine große Rolle im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung. Und die Annahme ist, oder beziehungsweise Untersuchungen konnten auch zeigen, dass diese genetischen und Umweltfaktoren dann einen Einfluss darauf haben, wie sich die Hirnstruktur entwickelt. Das ist sozusagen der nächste Schritt in der Entwicklung. Und diese Hirnstruktur hat dementsprechend oder dann natürlich auch Einfluss darauf, wie das Gehirn funktioniert, also einen Einfluss auf die Hirnfunktion. Und dann im Anschluss oder beziehungsweise final ist dann natürlich auch oder sind Unterschiede auch im Verhalten sichtbar. Und das sind so diese Wirkfaktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie sich die Sprachproduktion und Sprachverarbeitung bei Kindern entwickelt. Ich würde jetzt ganz gerne als erstes auf die Gene und Sprachentwicklung ganz kurz eingehen, um Ihnen sozusagen auch so ein bisschen einen Überblick zu geben, dass es wirklich auch Befunde gibt, die zeigen, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen bei der Sprachentwicklung. Das heißt, der Verlauf der Sprachentwicklung wird teilweise durch genetische Prädispositionen, das heißt Veranlagungen, bestimmt. Wobei die genaue Wirkweise bisher noch nicht bekannt ist. Allerdings wurden in der Literatur verschiedene sogenannte Kandidatengene identifiziert. Das sind Gene, wo man Zusammenhänge mit verschiedenen Fähigkeiten in der Sprache gefunden hat. Und ich habe Ihnen hier ein paar mitgebracht. Ich werde jetzt nicht genau auf die einzelnen eingehen, aber Sie sehen, dass verschiedene Gene verschiedene Fähigkeiten in der Sprachentwicklung oder in der Sprache beeinflussen, wie zum Beispiel die Artikulationsfähigkeiten, die Intonationsfähigkeiten, aber auch grammatikalische Fähigkeiten und phonologische Verarbeitung werden durch genetische Faktoren beeinflusst. Und die Annahme, die hier besteht, ist, dass Gene die neuronale Entwicklung der Hirnareale beeinflusst. Also das ist sozusagen dieser Wirkfaktor, den Sie eben in der Abbildung gesehen haben, der dann oder beziehungsweise dadurch, dass die Gene einen Einfluss auf die Hirnareale und deren Entwicklung haben, das führt dann dazu, dass es die Funktionen des Gehirns beeinflusst werden und dann auch final das Verhalten. Es ist aber auch so, dass der Verlauf der Sprachentwicklung nicht nur durch die Gene beeinflusst wird, sondern durch die Umwelt. Und hier gibt es verschiedene Befunde, die zeigen, dass sowohl die Quantität des Sprachinputs als auch die Qualität des Sprachinputs beeinflusst, wie die Entwicklung von Sprache bei Kindern verläuft. Zur Qualität gibt es zum Beispiel Befunde, dass die Input-Directed Speech, ich erkläre gleich, was genau damit gemeint ist, die Größe des rezeptiven Wortschatzes von Kindern mit 30 Monaten beeinflusst. Infant-directed Speech beschreibt im Prinzip die Art und Weise, wie wir mit kleinen Kindern oder Säuglingen reden. Und das ist evolutionär bedingt. Das heißt, wir passen uns eigentlich an die Fähigkeiten von den Säuglingen und Kindern in Bezug auf unseren sprachlichen Input an. Das heißt, wir werden langsamer, wir haben eine höhere Modulation der Intonation, wenn wir mit kleinen Kindern reden, eine höhere Tonlage und wir verwenden auch mehr Pausen, wodurch durch diese Anpassung der Spracherwerb für Kinder vereinfacht wird. Und das, Sie sehen also, das ist sehr sinnvoll, dass wir das machen. Und diese Infant-Directed Speech, wenn die nicht so stark ausgeprägt ist, das hat dann einen negativen Einfluss darauf, wie sich die Sprache später bei den Kindern entwickelt. Das ist also diese Qualität. Es gibt auch Befunde, die zeigen, dass die Quantität einen großen Einfluss darauf hat, wie die Sprachentwicklung von Kindern ausgeprägt ist. Und zwar gibt es hier Befunde, die zeigen, dass Kinder mit einem geringen sozioökonomischen Status im Alter von 4 Jahren 30 Millionen weniger Wörter gehört haben als Kinder mit einem höheren sozioökonomischen Status. Und das finde ich tatsächlich, als ich diese Zahlen gelesen habe, war ich sehr beeindruckend, fand es sehr beachtlich, weil 30 Millionen Wörter, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und
Das passt dann auch zu Befunden, dass eben halt Kinder mit einem geringeren sozioökonomischen Status auch ein größeres Risiko haben, eine Sprachentwicklungsverzögerung zu entwickeln. Das heißt also, dadurch, dass sie weniger Wörter präsentiert bekommen in ihrer Entwicklung, kann es dann eben auch passieren, dass sie eine Sprachentwicklungsverzögerung ausbilden. Das heißt also, Unterschiede in der Sprachentwicklung werden schon in der frühen Kindheit durch die Umwelt hervorgerufen. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, wir haben jetzt einmal die genetischen Faktoren und einmal die Umwelt, wie das eben halt miteinander auch interagiert und zusammenhängt, weil es ist nicht nur der eine oder der andere Weg, sondern es gibt eben halt eine Interaktion zwischen diesen beiden Faktoren. Die Annahme ist also, dass die Gene die neurokognitiven Voraussetzungen beeinflussen, die notwendig sind, um die Informationen aus der Umwelt zu verarbeiten und Sprache zu erwerben und dann auch zu produzieren. Die Umwelt beeinflusst, wie Gene die Entwicklung beeinflussen können. Das heißt, die Umwelt beeinflusst nicht direkt die Gene, kann aber beeinflussen, ob genetische Prädispositionen zum Ausdruck kommen oder nicht. Das heißt also, es gibt einen interaktiven Einfluss von Gene und Umwelt auf die Sprachentwicklung. Und ich habe Ihnen hier mal so zwei Szenarien mitgebracht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar Kinder mit unterschiedlicher genetischer Veranlagung, die eine ist vielleicht positiv und die andere ist negativ. Wenn die beide in einer sogenannten wohlwollenden Umwelt aufwachsen, zeigen sie tatsächlich eine ähnliche Sprachentwicklung. Das heißt, die Umwelt hat einen ganz großen Anteil daran, wie sich die Sprache entwickelt. Wenn jetzt Kinder mit unterschiedlicher genetischer Veranlagung in einer nicht wohlwollenden Umwelt aufwachsen, dann zeigen sie eine unterschiedliche Sprachentwicklung, und zwar dahingehend, dass die Kinder, die eine quasi negativere genetische Veranlagung haben, dann auch Sprachentwicklungsschwierigkeiten ausprägen. Bevor ich mich jetzt auf die Entwicklung von Sprache beziehe, möchte ich kurz auf die zwei übergeordneten Bereiche von Sprache zu sprechen kommen, und die habe ich schon mal kurz angedeutet. Das ist einmal die Sprachverarbeitung und die Sprachproduktion, die wir uns anschauen können. Die Sprachverarbeitung meint, dass wir in der Lage sind zu hören, also Sprachlaute und sprachliche Informationen zu hören, aber auch zu interpretieren und dass wir ein Verständnis für verschiedene Laute haben. Die Sprachproduktion meint, dass wir Sprache nutzen können, um Informationen an andere weiterzugeben. Und das sind so diese beiden Bereiche, auf die ich mich jetzt im Folgenden im Zusammenhang mit der Entwicklung auch beziehen möchte. Das heißt, an diesem Zeitpunkt kann ich zusammenfassend sagen, dass sowohl genetische Prädispositionen als auch die Umwelt beeinflussen, wie sich Sprache entwickelt. Und man kann hier nicht von einem maßgeblichen Einfluss sprechen, denn die Interaktion zwischen genetischen Prädispositionen und Umwelteinflüssen, die bestimmt am Ende, wie sich die Sprache von Kindern entwickelt. Und bei der Sprachentwicklung, das habe ich jetzt gerade ganz am Ende gesagt, spielen eben halt die Sprachproduktion und die Sprachverarbeitung eine große Rolle. Im Folgenden möchte ich jetzt erst einmal kurz darauf eingehen, wie wir in der Lage sind, überhaupt auch ganz früh bei ganz, ganz kleinen Kindern und Säuglingen die Sprachproduktion und die Sprachverarbeitung zu untersuchen. Bei der Sprachproduktion haben wir die Möglichkeit, dass wir den Ausdruck von Kindern und Säuglingen analysieren. Das heißt, wir können hier Schreianalysen durchführen. Wir können Analysen des Babbelns durchführen, also diese Vorläuferfähigkeiten im Zusammenhang mit der Sprachproduktion. Und wir können natürlich auch die Wörter und Sätze, die Kinder sprechen, wenn sie älter sind, analysieren. Darüber hinaus können wir Fragebogenerhebungen auch schon bei Säuglingen machen, und zwar indem wir die Eltern fragen, wie sich zum Beispiel der produktive Wortschatz bei ihrem Kind ausgeprägt hat oder nicht. Und wenn die Kinder älter sind, also in der Lage, wirklich Verhalten zu zeigen sind, dann können wir auch Verhaltenstests mit älteren Kindern durchführen. Bei der Sprachverarbeitung haben wir tatsächlich andere Möglichkeiten, um diese zu untersuchen. Das ist ein bisschen differenzierbarer. Hier können wir uns zum einen die Hirnstruktur anschauen, wo wir gesehen haben, dass die Gene und die Umwelt einen Einfluss auf die Hirnstruktur haben. Die können wir uns mit der sogenannten Magnetresonanztomographie anschauen, dem MRT, wo ich später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen möchte. Das können wir allerdings sehr selten mit kleinen Kindern durchführen, weil das eine sehr laute Methode ist. Das heißt, es gibt immer so ein paar ethische Bedenken und es gibt wenig Studien im Zusammenhang mit der Hirnstruktur bei ganz, ganz kleinen Kindern. Was wir aber dann stattdessen machen können, ist, dass wir uns die Hirnfunktion, also den nächsten Schritt in dieser Wirkungskette anschauen können mit dem sogenannten EEG, was Sie vielleicht auch aus medizinischen Hintergründen kennen. Das ist die Elektroenzephalographie. Die können wir mit kleinen Kindern auch sehr gut durchführen, und das erkläre ich auch im folgenden Verlauf noch mal ein bisschen genauer. Und auch hier können wir natürlich dann Verhaltenstests mit älteren Kindern durchführen.
Ich würde jetzt gerne auf die Sprachproduktion eingehen und möchte mit der ganz, ganz frühen Sprachproduktion, und zwar dem Schreien von Babys, anfangen. Und ich hoffe, dass Sie im Folgenden gleich die Audiodateien, die ich einspielen werde, hören können. Denn ich finde die sehr beeindruckend, wenn man sich einmal französische Babys anschaut, die schreien, und einmal deutsche Babys anschaut, die schreien. Und ich würde jetzt gerne Ihnen einmal das französische Baby, was schreit, präsentieren und dann das deutsche Baby. Ich hoffe, dass Sie das gehört haben. Und das deutsche Baby. Sie haben hoffentlich gehört, dass es hier Unterschiede gibt. Und zwar, dass das französische Baby eher nach hinten hin das Schreien betont und das deutsche Baby eher vorne beim Schreien anfängt, diese Betonung zu machen und dann abfällt in der Betonung beim Schreien. Und wenn Sie jetzt einmal darüber nachdenken, vielleicht können Sie Französisch, ich kann es nicht so gut, aber Französisch und Deutsch, die unterscheiden sich in der Intonation ebenfalls. Und wir können dementsprechend aus dieser Studie schlussfolgern, dass das Schreien von Babys schon sprachspezifisch ist. Im Deutschen ist es so, dass wir meistens die erste Silbe betonen, wir sagen also Papa. Und im Französischen ist es so, dass da meistens die zweite Silbe betont wird, wir sagen also Papa. Und wenn Sie jetzt nochmal an das Schreien von den Babys zurückdenken, dann ist sehr deutlich, dass schon ganz, ganz früh in der Entwicklung die Babys die Intonation der Muttersprache übernommen haben bei ihrem Schreien. Und das sind tatsächlich neugeborene Babys. Das heißt, diese Entwicklung hat schon im Mutterleib begonnen und sie haben schon im Mutterleib diese sprachlichen Informationen angefangen zu verarbeiten und zu verinnerlichen. Und das kann man eben halt durch diese Schreianalysen sehr gut herausfinden. Das nächste, was Babys machen, außer schreien, das ist ja so diese erste Produktion von Sprache, darüber vermitteln sie uns Informationen, dass sie zum Beispiel nicht so glücklich sind gerade in diesem Moment oder Hunger haben. Das nächste, was dann passiert, ist, dass Kinder anfangen zu vokalisieren und zu babbeln. Babbeln beschreibt die Fähigkeit, erwachsenenähnliche Silben in Folge zu produzieren. Also zum Beispiel, dass die Kinder anfangen, so im Alter zwischen 6 und 8 Monaten, ba, 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 ba zu sagen oder da, 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 da. Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie selber kleine Kinder haben oder hatten. Es gibt Studien, die zeigen, dass diese Vorläuferfähigkeiten der Sprachproduktion tatsächlich mit der späteren eigentlichen Produktion von Wörtern zusammenhängt. Und zwar haben McGillen und Kollegen 2016 herausgefunden, dass je früher Babys anfangen zu babbeln, desto größer ist der produktive Wortschatz mit 18 Monaten. Das heißt, es hat schon einen Einfluss auf die späteren produktiven Sprachfähigkeiten. Und in einer aktuellen Studie von uns, die jetzt kurz vor der Veröffentlichung steht, konnten wir zeigen, dass die Vokalisierungsfähigkeit bei Babys im Alter von 6 Monaten, was hier auf der X-Achse abgetragen ist, einen Einfluss darauf hat, wie viele Wörter Kinder im Alter von 12 Monaten, also noch früher als diese 18 Monate, produzieren können. Und Sie sehen, je mehr die Kinder im Alter von 6 Monaten vokalisieren, desto größer ist auch ihr produktiver Wortschatz bereits im Alter von 1 Jahr. Das heißt also, diese frühen Fähigkeiten der Produktion, die beeinflussen, wie sich dann die Wörter später entwickeln. Mit dem ersten Lebensjahr, das hat ja eben die Studie auch so ansatzweise schon gezeigt, werden die ersten Wörter gesprochen, wobei ich hier betonen möchte, dass es große individuelle Unterschiede gibt, die nicht zwangsläufig auf eine Sprachentwicklungsverzögerung hindeuten, sondern Kinder entwickeln sich einfach ganz generell unterschiedlich und das muss man auch immer also bedenken, wenn man darüber nachdenkt, ob das Kind sich jetzt im normalen Entwicklungsverlauf befindet oder nicht. Die sogenannte magische 50-Wort-Grenze, die wird mit circa 18 bis 24 Monaten erreicht. Also Sie sehen, auch hier ist eine relativ große Zeitspanne. Und mit diesem Vokabelspurt fangen Kinder dann wirklich in einem rasanten Tempo an, mehrere Wörter in einer Woche, wenn nicht sogar an einem Tag, zu lernen. Ich sehe das gerade bei meinem 20 Monate alten Sohn, der jetzt irgendwie jeden Tag irgendein neues Wort kennt. Und wir sind total überrascht, dass er das jetzt produzieren kann und wussten gar nicht, dass das schon in seinem Wortschatz enthalten ist. Und das kann ich Ihnen gerne auch noch mal hier an dieser Abbildung von Kauschke und Hofmeister zeigen, dass eben halt diese magische 50-Wort-Grenze, die hier mit diesem Kreis eingekreist ist, so circa mit 20, 21 Monaten bei diesen Kindern, die hier untersucht wurden, und dass danach wirklich diese Wortproduktion
und der Wortschatz, der produktive Wortschatz sehr stark anfängt zu steigen. Also das ist dann diese Wortexplosion der Vokabelspurt. Das heißt also, um Sprachproduktion zu untersuchen, kann unter anderem der sprachliche Ausdruck analysiert werden und Fragebogenstudien durchgeführt werden. Und was man darüber herausgefunden hat, ist, dass die erste produktive Fähigkeit von Babys das Schreien ist. Das habe ich Ihnen gezeigt, welches schon Eigenschaften der Muttersprache aufweist. Daraufhin folgt dann das Babbeln. Das heißt, das ist der Beginn und dieser ersten richtigen produktiven Fähigkeiten. Und der Beginn des Babbelns und die Häufigkeit, die sagen dann den Wortschatz zwischen 12 und 18 Monaten vorher. Und mit circa 18 Monaten beginnt dann der Vokabelspurt. Das heißt, der Wortschatz wächst immer rasanter und Kinder sind immer mehr in der Lage, Wörter zu produzieren. Gerne würde ich jetzt von der Produktion weg zur Sprachverarbeitung gehen und Ihnen hier erst einmal die Methoden präsentieren, die wir nutzen zur Sprachverarbeitungsmessung bei kleinen Kindern. Das habe ich schon mal angedeutet, das ist einmal die Magnetresonanztomographie, wodurch wir Hirnstrukturen, die Aktivierung einzelner Regionen im Gehirn und die Verbindung zwischen Regionen im Gehirn untersuchen können. Das ist ein röhrenförmiges Gerät, was Sie vielleicht auch aus der Medizin kennen, wo Personen auf einer Liege hineingeschoben werden und elektrische Spulen in diesem Gerät erzeugen ein Magnetfeld. Und auf dieses Magnetfeld reagieren dann die Atomkerne in unserem Körper, die sogenannte Resonanz. Und die Signale, die sich daraus ergeben, werden von einem Computer in Bilder umgerechnet, wodurch wir dann eben halt die Hirnstrukturen und die Aktivierung einzelner Hirnstrukturen und die Verbindung zwischen Hirnstrukturen auch überprüfen können. Die andere Methode, die wir nutzen und die wir auch lieber bei kleinen Kindern nutzen, weil sie nicht so laut ist und dementsprechend ethisch weniger bedenklich ist, ist die Elektroenzephalographie, das EEG, womit wir die Aktivierung des Gehirns messen können. Das ist, wie gesagt, schon besonders gut für Säuglinge und Kinder geeignet. Ich würde da ganz kurz einmal drauf eingehen, damit Sie dann später auch erkennen können, welche oder wie die Befunde zu interpretieren sind. Keine Sorge, es ist nicht so kompliziert. Und wenn Sie jetzt nicht alles verstehen, ich werde dann bei den Ergebnissen nochmal genauer drauf eingehen. Was wir machen, ist, dass wir den Kindern auditive Reize präsentieren und die elektrische Aktivierung des Gehirns in Reaktion auf diese Reize messen. Und was wir dann sehen können, ist erstmal ein spontanes EEG, woraus wir erstmal nicht viel wirklich interpretieren können. Was wir dann aber machen, ist, wir schneiden dieses EEG, dieses spontane EEG in Abhängigkeit von den präsentierten auditiven Reizen, können das dann mitteln und erhalten eine viel sauberere Kurve, die Sie hier in der Abbildung sehen, wo verschiedene sogenannte EEG-Komponenten oder ereigniskorrelierte Potenziale sind, die uns einen Hinweis auf die Verarbeitungsfähigkeiten der Kinder und auch Erwachsenen natürlich geben können. Ich möchte als erstes ganz kurz einmal generell auf das Sprachnetzwerk im Gehirn eingehen, weil darauf beziehen wir uns jetzt im Folgenden auch immer wieder. In der Regel ist es so, dass die linke Hemisphäre des Gehirns, was Sie hier oder die Sie hier dargestellt sehen, bei der Sprachverarbeitung involviert ist und hier auch verschiedene Areale, die zum Teil frontal lokalisiert sind, also in diesem Bereich hier, und zum Teil temporal bzw. parietal, also weiter hinten im Gehirn lokalisiert sind. Und die sind, diese hier eingezeichneten Regionen sind bei der Verarbeitung von Sprache involviert. Und wenn wir uns jetzt mal ein richtiges MRT bei Erwachsenen anschauen, dann sehen wir, und ich hoffe, das sehen Sie auch in der Abbildung, dass diese Regionen, die hier oben schematisch eingezeichnet sind, dann auch tatsächlich bei der Verarbeitung von Sprache bei Erwachsenen involviert sind. Wir sehen einmal hier die frontale Aktivierung und hier die temporale Aktivierung etwas kleiner. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was ist denn mit dem Sprachnetzwerk bei Kindern und bei ganz kleinen Kindern, wenn sie gerade auf die Welt gekommen sind? Und hier gibt es tatsächlich eine Studie von Pirani und Kollegen, die das Sprachnetzwerk von Erwachsenen mit dem von ganz, ganz frisch neugeborenen Kindern verglichen haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier im Folgenden einmal kontrastieren, um vor allem darauf hinzudeuten, dass zwar Neugeborene eine Aktivierung im Gehirn auf Sprachinformationen zeigen, aber dass sich diese Aktivierung doch sehr stark von denen von Erwachsenen unterscheiden. Und zwar dahingehend, dass sie natürlich auch frontale Aktivierung zeigen. Das ist jetzt hier von oben gesehen
das ist das Äquivalent bei den Erwachsenen und dass sie auch temporale Aktivierung zeigen. Aber was ganz interessant ist, ist, dass Kinder hier auf der rechten Seite des Gehirns in der rechten Hemisphäre ebenfalls Aktivierung zeigen. Das heißt also, das Sprachnetzwerk gleicht noch nicht denen von Erwachsenen, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und das ist auch irgendwie nicht verwunderlich, wenn wir darüber nachdenken, dass Säuglinge ja noch viel lernen müssen und sich in Abhängigkeit von den Erfahrungen das Gehirn auch verändert von den Neugeborenen. Was wir uns ebenfalls anschauen können, sind die Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen, also frontal und temporal. Und hier habe ich einmal die Verbindungen aufgezeichnet von den Erwachsenen, wobei wir hier zwei sogenannte dorsale Verbindungen bei Erwachsenen finden. Das sind die blau und lila eingezeichneten Pfade, die eben halt hier bei Erwachsenen zu finden sind. Und wenn wir uns die Neugeborenen anschauen, dann sehen wir, dass die Neugeborenen einen Pfad weniger haben. Sie haben nur diesen einen blauen dorsalen Pfad und nicht den zusätzlichen lila Pfad. Das heißt, auch bei der Verbindung von Hirnregionen unterscheiden sich Neugeborene von Erwachsenen. Der blaue Pfad, der verbindet die temporal sprachverarbeitenden Areale vor allem mit motorischen Arealen frontal, was darauf hindeutet oder nicht verwunderlich ist, dass Neugeborene relativ früh auch produktive Fähigkeiten entwickeln, wie das Schreien und das Babbeln. Und neben der Produktion sind diese Verbindungen hier auch wichtig für die phonologische Verarbeitung bei kleinen Kindern. Der lila Pfad, der bei den Erwachsenen da ist, aber bei den Neugeborenen noch nicht, der verbindet temporale sprachverarbeitende Areale mit frontalen sprachverarbeitenden Arealen, die tatsächlich wichtig für komplexe Sprachverarbeitung, für Syntax und Grammatik sind. Und das können Neugeborene noch nicht. Und die Frage ist, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass dieser Pfad noch nicht entwickelt ist. Es gibt, wie ich schon angedeutet habe, sehr wenig Studien mit dem MRT zur Sprachentwicklung von jungen Kindern, da die Methode sehr aufwendig ist und auch laut ist. Und dementsprechend gibt es häufig ethische Bedenken. Und aus diesem Grund nutzen wir immer die EEG-Methode, um die neurokognitiven Grundlagen der Sprachverarbeitung oder uns denen anzunähern bei den kleinen Kindern. Und was ich eben schon angedeutet habe, ist, dass dieser blaue Pfad bei den Säuglingen die phonologische Verarbeitung unterstützt. Und wir können uns die phonologische Verarbeitung bei Säuglingen spezifisch eben mit diesem EEG anschauen und haben hier uns die Frage gestellt, ob Säuglinge im Alter von 2 Monaten verschiedene Spracheigenschaften der Muttersprache schon verarbeiten können. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir verschiedene sogenannte Phoneme oder Silben dargeboten haben, was ich Ihnen im Folgenden jetzt einmal kurz zeigen möchte, wie das klingt. Genau, also was Sie hier gesehen haben, ist, dass wir hier manipuliert haben, wie diese Abweichungen vorhanden sind. Also wir haben einmal eine Vokalabweichung, ba, bu. Wir haben eine Konsonantenabweichung, ba, ga. Wir haben eine Vokallängenabweichung, ba, ba. Und wir haben eine Tonhöhenabweichung, ba, ba. Und hier wollten wir eben halt schauen, ob die Säuglinge im Alter von 2 Monaten schon diese verschiedenen Sprachinformationen, die alle relevant sind, um später dann Sprache zu erwerben, ob die die schon verarbeiten können. Und was wir hier zeigen können, ist, das ist jetzt eine etwas unübersichtliche Abbildung, aber ich hoffe, ich kann sie kurz da durchführen. Dieser ganz normale Standardreiz, den wir präsentiert haben, das Bar, das ist in schwarz dargestellt und wir sehen, dass sich die Hirnfunktion in Reaktion auf diese verschiedenen Sprachinformationen von dieser anderen, einem einfachen Standardsprachinformation unterscheiden. Das heißt, dies ist ein Hinweis dadurch, dass wir hier Unterschiede im EEG finden, dass die Kinder im Alter von 2 Monaten schon in der Lage sind, Vokale, Konsonanten, Vokallängen und Tonhöhen zu verarbeiten. Das heißt also, Säuglinge sind schon sehr früh in der Lage, phonologische Informationen der Sprache zu verarbeiten. Und die Frage ist jetzt, wozu diese Fähigkeiten denn dann später auch nützlich sind, was also der nächste Schritt ist. Und hier kann man sich jetzt die Frage stellen, ob Säuglinge im Alter von 4 Monaten schon in der Lage sind, syntaktische Relationen zu erkennen. Und das haben Friederizzi und Kollegen in einer sehr interessanten Studie, wie ich finde, untersucht. Und zwar haben sie den Kindern 2 verschiedene Arten von Sätzen dargeboten auf Italienisch, damit sie keine Erfahrung damit haben und wir wirklich Lernen untersuchen können.
Und zwar einmal korrekte Sätze, la sorella sta cantando oder il fratello può cantare. Das sind die korrekten Sätze. Und dann gab es noch inkorrekte Sätze, wo eine Verletzung dieser Regel vorhanden war. Und zwar il fratello sta cantare. Das ist nicht korrekt und ist dementsprechend eine Verletzung von dem Satz. Das können deutsche Säuglinge natürlich nicht einfach so erkennen. Deswegen haben wir das Experiment so aufgebaut, dass es eine Lernphase gab, wo nur die korrekten Sätze dargeboten wurden. Und dann folgt eine Testphase, wo korrekte Sätze und inkorrekte Sätze dargeboten wurden. Und das haben wir 4-mal wiederholt, sodass wir am Ende 20 Minuten Untersuchung durchgeführt haben. Und wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, dann können Sie erkennen, dass die inkorrekten Sätze in der Testphase anders verarbeitet werden, hier in Rot dargestellt, als die korrekten Sätze in der Testphase. Das heißt, die Kinder haben gelernt, dass diese korrekten Sätze korrekt sind und dass die inkorrekten Sätze eben halt nicht korrekt sind. Und wenn wir uns jetzt den Verlauf des Experimentes nochmal anschauen, dann sehen wir, dass in der ersten Testphase noch keine Unterschiede vorhanden waren. Das heißt, hier haben die Kinder noch nicht gelernt. Aber in der vierten Testphase ein ganz, ganz großer Unterschied vorhanden war. Das heißt, Säuglinge können bereits im Alter von 4 Monaten syntaktische Abhängigkeiten aus auditivem, also phonologischem Input extrahieren. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass sie dann später auch syntaktische Regeln einer Sprache erwerben können. Das hilft zwar nicht direkt, dass Säuglinge schon Syntax, also Grammatik, also das heißt zwar nicht direkt, dass Säuglinge schon Syntax und Grammatik erwerben können, aber sie haben die wichtigen Voraussetzungen dafür etabliert, um diese syntaktischen Regeln auch zu erwerben, dann später in ihrer Sprachentwicklung. Das heißt also, sowohl das MRT als auch EEG geben Hinweise zur Sprachverarbeitung und zu den grundlegenden Hirnstrukturen. Das Erwachsenensprachnetzwerk im Gehirn ist hauptsächlich linkslateral, also in der linken Hemisphäre. Und das Sprachnetzwerk von Säuglingen, das ist eher bilateral, das heißt, beide Hemisphären sind involviert. Und es gibt auch eine geringere Verbindung zwischen den linken sprachverarbeitenden Arealen. Wir konnten auch zeigen, dass phonologische Verarbeitungsfähigkeiten bereits bei Säuglingen ausgeprägt sind. Und diese Fähigkeiten unterstützen das Erkennen von syntaktischen Relationen, was eine wichtige Voraussetzung ist, um syntaktische Regeln einer Sprache zu erwerben. Ich würde jetzt gerne auf das frühe Wortlernen zu sprechen kommen. Und hier haben Kollegen von mir, Friedrich und Friederizzi, Säuglinge im Alter von 3 Monaten untersucht und haben geschaut, ob die neue Wörter mit neuen Objekten schon verbinden können und lernen können. Was sie hier gemacht haben, ist, dass sie die Kinder in 2 verschiedenen Tagen eingeladen haben, wobei am ersten Tag eine Familiarisierung stattgefunden hat, wo Fantasieobjekte mit Fantasiewörtern gepaart wurden. Und es gab einmal konsistente Paarungen, das heißt, hier gab es immer wieder die gleichen Paarungen und es gab inkonsistente Paarungen, wo die Kinder keinen Zusammenhang zwischen dem Objekt und dem Wort lernen können. Und am nächsten Tag wurden die Kinder noch einmal eingeladen, es gab wieder diese korrekten Paarungen, die sie am ersten Tag gelernt haben, und inkorrekte Paarungen, wo eben halt das Objekt nicht mit dem gelernten Wort präsentiert wurde. Und hier haben wir auch uns wieder das EEG angeschaut oder Friedrich und Friederizzi haben das gemacht und haben unterteilt in die erste Hälfte des Experimentes und in die zweite Hälfte des Experimentes. Und wenn wir uns das anschauen, ist die erste Hälfte des Experimentes, da gibt es keine Unterschiede. Das heißt, sie machen noch keinen Unterschied zwischen den konsistenten oder korrekten Paarungen und den inkonsistenten und inkorrekten Paarungen. Das ist aber in der zweiten Hälfte des Experimentes anders. Das heißt, sie haben jetzt hier die konsistenten Paarungen erworben und erkennen, wenn es eine Verletzung gab, was hier in Rot dargestellt ist. Wenn die Säuglinge im Alter von 3 Monaten am nächsten Tag wieder eingeladen werden, dann sehen wir bei dem ersten Teil des Experimentes, dass wieder kein Unterschied vorhanden ist, aber nach der zweiten Hälfte ist wieder ein Unterschied vorhanden. Das heißt also, Säuglinge im Alter von 3 Monaten können schon neue Wörter mit neuen Objekten assoziieren über einen Zeitraum hinweg. Sie können sich allerdings am nächsten Tag erstmal nicht daran erinnern. Das heißt, die Erinnerungsfähigkeiten von 3 Monate alten Säuglingen sind noch nicht so ausgeprägt, dass sie dann wirklich auch Wörter erwerben können.
Das entwickelt sich dann aber im ersten Lebensjahr sehr rasant. Und die nächste Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, ab wann verarbeiten Kinder lexikalisch-semantische Informationen wie Erwachsene, was ein Indikator für Wortwissen im Kontext ist. Was hier gemacht wurde von Friedrich und Friederizzi, ist, dass sie Bilder dargeboten haben und ein Wort im Zusammenhang mit diesem Bild. Das konnte entweder korrekt sein, wie in dem Fall der Ente, oder es konnte inkorrekt sein, eine semantische Verletzung darstellen, wie in dem Fall vom Ball und Bleistift. Und wenn wir uns jetzt erstmal die Verarbeitung bei Erwachsenen anschauen, dann sehen wir, dass die Erwachsenen auf jeden Fall diese inkorrekte Darbietung verarbeiten. Das heißt, es gibt Unterschiede im EEG. Und das ist interessanterweise auch schon bei 14 Monate alten Babys und 19 Monate alten Kindern der Fall. Das heißt, in diesem Alter ist es so, dass sie schon ähnliche Reaktionen auf inkorrekte lexikalisch-semantische Informationen wie Erwachsene zeigen, was darauf hindeutet, dass der Worterwerb stattfindet und die Verbindung zwischen Wörtern und Objekten stattgefunden hat beziehungsweise aktuell stattfindet. Das heißt, Wörter werden im Kontext erkannt und verarbeitet. Im Alter von 12 Monaten ist das noch nicht der Fall. Dann ist die Frage, ab wann denn wirklich syntaktische Verarbeitung auf Satzebene stattfinden kann. Die Kinder können schon Relationen erkennen, aber wann können sie dann wirklich Syntax verarbeiten und dementsprechend auch produzieren? Und was wir hier gemacht haben oder Oberecker und Kollegen gemacht haben, ist, dass sie zwei verschiedene Arten von Sätzen dargeboten haben. Und zwar einmal der Löwe brüllt, das ist ein korrekter syntaktischer Satz, und einmal der Löwe im brüllt. Hier fehlt etwas, das ist syntaktisch nicht korrekt. Und bei Erwachsenen sehen wir, dass die inkorrekten Sätze anders verarbeitet werden. Und zwar haben wir hier die sogenannte Elan, das ist nicht so wichtig, was das bedeutet, aber auf jeden Fall ist dieser Unterschied zwischen diesen beiden Kurven aussagekräftig dahingehend, dass inkorrekte syntaktische Sätze erkannt werden. Wir finden bei 32 Monate alten Kindern, also circa im Alter von 2,5 Jahren, eine ähnliche Aktivierung im Gehirn. Das heißt, auch Kinder mit 2,5 Jahren können diese syntaktischen einfachen Sätze verarbeiten. Im Alter von 24 Monaten ist es noch nicht vollständig ausgeprägt. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, ist, was ist mit syntaktisch komplexen Sätzen? Da im Deutschen ja die Sprachstruktur sehr viel komplexer ist, als es in diesem Fall hier dargestellt ist bei den einfachen Sätzen, wie der Löwe brüllt. Und was hier Schipke und Kollegen gemacht haben, ist, dass sie wirklich syntaktisch sehr komplexe Sätze präsentiert haben im Zusammenhang mit diesen Bildern. Und zwar einmal, der Igel zieht den Tiger. Das ist ein relativ einfacher Satz. Das Subjekt ist am Anfang. Oder den Tiger zieht der Igel. Da ist das Objekt am Anfang des Satzes also sehr viel komplexer und schwieriger zu verarbeiten. Und hier haben sich die Kollegen jetzt tatsächlich Verhalten mal angeschaut und haben geschaut, ob die Kinder in der Lage sind, die richtigen Bilder zuzuordnen. Und wenn wir hier uns das Alter anschauen, dann sehen wir, dass zwar die einfachen Sätze bereits im Alter von 3 Jahren relativ gut zu den Bildern zugeordnet werden konnten. Und das steigt dann immer weiter an, im Vergleich auch zu Erwachsenen. Im Alter von 6 Jahren ist das fast ähnlich wie bei Erwachsenen. Bei den komplexen Sätzen ist es aber so, dass Kinder im Alter von 6 Jahren immer noch nicht in der Lage sind, die vernünftig zu verarbeiten, um dann eben halt die zu den Wörtern zu den Bildern zuzuordnen. Und die Frage ist jetzt, warum Kinder mit 6 Jahren noch Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von syntaktisch komplexen Sätzen haben. Die Hypothese ist, und jetzt kommen wir wieder auf die Struktur zurück, dass dieser dorsale Pfad, der in Lila hier dargestellt ist, der das temporale sprachverarbeitende Netzwerk mit dem frontalen sprachverarbeitenden Netzwerk verbindet, relevant ist. Und wenn wir uns jetzt im Vergleich den lila dorsalen Pfad bei 7-jährigen Kindern mit Erwachsenen anschauen, dann sehen wir, dass der noch weniger ausgeprägt ist, also dünner ist, als bei Erwachsenen. Das heißt, die Idee ist, dass dadurch, dass dieser Pfad noch nicht so richtig ausgeprägt ist, dann die syntaktischen Fähigkeiten bei komplexen Sätzen noch nicht so ausgeprägt sind. Und eine weitere Studie konnte hier tatsächlich zeigen, dass selbst im Alter von 9 bis 10 Jahren dieser dorsale Pfad noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen. Das heißt, wir sollten nicht verwundert sein, wenn Kinder auch im Alter von 9 bis 10 Jahren noch Schwierigkeiten haben, syntaktisch komplexe, also grammatikalisch komplexe Sätze zu verarbeiten.
Das heißt also, Säuglinge können bereits im Alter von 3 Monaten neue Wörter mit neuen Objekten verbinden. Allerdings ist die Erinnerung einen Tag später noch nicht mehr gegeben. Und im Alter von 14 Monaten erkennen Kinder, wenn Wörter nicht zu dem Kontext passen. Das ist die lexikalisch-semantische Integration. Die Fähigkeit der lexikalisch-semantischen Integration ist eine wichtige Voraussetzung für den dann folgenden Vokabelspurt, den wir uns am Anfang schon angeschaut haben. Einfache syntaktische Sätze können von Kindern im Alter von 2,5 Jahren verarbeitet werden. Das heißt, syntaktisch falsche Sätze werden erkannt, wobei komplexe syntaktische Sätze von Kindern im Alter von 6 Jahren immer noch sehr schwer zu verstehen sind. Und ein Grund hierfür ist, dass der dorsale Pfad, der temporale und frontale sprachverarbeitende Areale verbindet, noch nicht vollständig entwickelt ist. Ich weiß, dass wir jetzt gerade etwas über der Zeit sind. Ich möchte Ihnen aber im Folgenden, und es geht auch ganz schnell, eine Sache nicht vorenthalten. Und zwar eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wie bedeutsam denn schon frühe Sprachverarbeitungsfähigkeiten für die späteren Leistungen auch in der Schule sind. Und hier möchte ich Ihnen einmal ganz kurz erläutern, warum ich mir diese Frage gestellt habe. Und zwar ist die Wahrnehmung und Verarbeitung von Sprachinformationen relevant für den Schriftspracherwerb. Die Fähigkeit, kleinste bedeutungstragende Einheiten der Sprache, das heißt Phoneme, wahrzunehmen und zu verarbeiten, ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Schriftsprache. Und das wird deutlich, wenn Sie sich diese beiden Wörter hier anschauen. Die unterscheiden sich nur in einem Phonem voneinander. Und damit Kinder diese jetzt lesen und schreiben können, müssen sie auch in der Lage sein, diese beiden Phoneme voneinander zu differenzieren. Die Fähigkeiten zur Phonemverarbeitung, das haben wir am Anfang in der Mitte vom Vortrag gesehen, die fangen an, sich direkt nach der Geburt zu entwickeln, beziehungsweise sogar schon davor. Und wir haben uns jetzt als erstes die Frage gestellt, wie verarbeiten Kinder mit und ohne Leserechtschreibstörung Phoneme? Und haben 2 verschiedene Arten von Phonemen dargeboten und haben uns dann die Hirnaktivierung von den Kindern in der Schule angeschaut. Und wir haben verglichen Schulkinder ohne LRS und Schulkinder mit LRS hier in Rot dargestellt. Und wir sehen, dass sie sich voneinander unterscheiden. Und je größer diese Kurve hier ausgeprägt ist, desto besser können die Kinder Phoneme verarbeiten. Das heißt, Schulkinder mit LRS scheinen Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Phonemen zu haben. Ob das jetzt eine Ursache für den Schriftspracherwerb oder für Defizite im Schriftspracherwerb ist, ist mit dieser Studie noch nicht geklärt, weil die Kinder ja schon in der Schule sind. Und es kann auch sein, dass die Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb dazu führen, dass die Phonemverarbeitung defizitär ist. Und deswegen haben wir 2 weitere Studien durchgeführt, wo wir uns einmal Vorschulkinder angeschaut haben, die dann später in Bezug auf ihre LRS diagnostiziert wurden. Und wenn wir uns hier diese Kurve anschauen, dann sehen wir, dass schon Vorschulkinder mit späterer LRS anscheinend Defizite bei der Verarbeitung von Phonemen haben. Und jetzt kommt's. Das Interessante daran ist, dass diese Unterschiede sich bereits bei Säuglingen ohne und mit späterer LRS zeigen. Das heißt, Säuglinge, die später eine LRS entwickeln, die haben im Alter von 5 Monaten schon Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Phonemen. Das heißt also, die Wahrnehmung und Verarbeitung von Sprachinformationen ist für schulische Fertigkeiten, also dem Lesen und Schreiben, äußerst relevant. Und Schulkinder mit LRS scheinen Schwierigkeiten dabei zu haben, diese kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache, das heißt Phoneme, zu verarbeiten. Und da auch Vorschulkinder und sogar Säuglinge schon Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Phonemen haben, könnte hier eine Ursache für die später entwickelte LRS liegen. Dementsprechend sage ich, und es wird ja auch schon viel gemacht, dass das ein wirklich wichtiger Punkt ist oder wichtiger Hinweis dahingehend ist, dass phonologisch basierte Therapien für Kinder mit Defiziten im Schriftspracherwerb äußerst empfehlenswert sind. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass bereits von Geburt an Säuglinge wichtige Voraussetzungen für den Erwerb von Sprache mitbringen. Phonologische Verarbeitungsfähigkeiten sind im ersten Lebensjahr so weit entwickelt, dass Säuglinge schon syntaktische Relationen verarbeiten können. Und Säuglinge können bereits Assoziationen zwischen neuen Wörtern und Objekten lernen, auch wenn sie sich am nächsten Tag nicht daran erinnern. Lexikalisch-semantische Relationen können erst mit ca. 14 Monaten so verarbeitet werden, dass die Verletzung des semantischen Kontexts, das waren diese beiden Bild- mit Wortpaarungen, erkannt werden. Und dann kann der Vokabelspurt beginnen, der neben den Verarbeitungsfähigkeiten auch durch das frühe Babbeln und den Vokalisierungen beeinflusst wird.
Syntaktische Verarbeitung, die entwickelt sich dann erst später. Und komplexe syntaktische Sätze können noch immer mit 6 Jahren nicht fehlerfrei verarbeitet werden. Und die Annahme ist, dass die zugrunde liegenden Hirnstrukturen, die erst oder nach dem Alter von 9 bis 10 Jahren so entwickelt sind, dass eben halt komplexe syntaktische Sätze ohne Einschränkung verarbeitet werden können, dass die eine Ursache dafür sind, dass die Kinder im Alter von 6 Jahren das noch nicht so gut beherrschen. Und ich konnte Ihnen hoffentlich verdeutlichen, dass frühe Fähigkeiten zur Sprachverarbeitung nicht nur für die Entwicklung von Sprache selbst relevant sind, sondern auch für schulische Fertigkeiten. Und zwar Kinder mit späterer Lese-Rechtschreibstörung scheinen schon im Säuglingsalter Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Phonemen zu haben. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen länger war als die geplante halbe Stunde und danke Ihnen jetzt auf jeden Fall erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Das, Frau Professorin Schad, kein Problem. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Hat wirklich Spaß gemacht und sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch ein paar kurze Fragen noch vor der Kaffeepause, die ich Ihnen gerne noch weitergeben würde. Vielleicht erstmal eine Frage von mir, weil Sie das gerade gesagt haben, mit den späteren Lese- und Rechtschreibeschwierigkeiten bei Kindern, die unter Umständen dann auch schon als Baby Schwierigkeiten hatten. Heißt es dann, man bräuchte so etwas wie Sprachtraining und Sprachförderung, also zu sprechen bei diesen wirklich kleinen Kindern? Meine Meinung ist, dass solche Unterstützungsleistungen ganz viel auch von der Familie realisiert werden können. Also dass eben halt ganz viel Informationsmaterial an die Familien halt weitergegeben werden könnte, um dann eben halt die phonologische Verarbeitung zu Hause auch zu unterstützen. Das sind ganz einfache Sachen teilweise. Man kann über Reimspiele oder Silbenklatschen kann man die phonologischen Verarbeitungsfähigkeiten sehr gut auch unterstützen bei den Kindern. Und das kann man ja in die Familien reintragen. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir wirklich eine Interventionsmaßnahme im klassischen Sinne benötigen, sondern dass man eben halt Aufklärungsarbeit leisten müsste im Zusammenhang, also mit den Familien, um dann eben halt auch zu Hause diese Fähigkeiten zu unterstützen von den Eltern. Okay. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schicken uns die Fragen per Chat oder auch per E-Mail. Also wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit dabei sind heute den ganzen Tag über. Wenn Sie was haben, was Sie gerne noch erläutert haben möchten, dann werde ich das natürlich gerne weitergeben. Wir haben eine Frage ganz aktuell. Durch die Corona-Pandemie gibt es ja Einschränkungen auch bei der Betreuung von Kindern. Viele Kinder können eben nicht in die Betreuung gehen, sind dann eben auch mehr zu Hause. Haben Sie Angst, dass durch dieses weniger an Betreuung, durch weniger soziale Kontakte, Schwierigkeiten beim sprachlichen Input und bei der Sprachentwicklung entstehen? Ja, also das ist jetzt meine Ad-hoc-Antwort, auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen das schon im emotional-sozialen Bereich in der Entwicklung. Es gibt immer mehr Kinder, die im Vergleich zuvor Corona Unterstützungsbedarf im psychischen Bereich haben und das wird sich auch mit ziemlicher Sicherheit, vor allem bei den ganz Kleinen jetzt, die vielleicht nicht in die Kita gehen können, den sprachlichen Input nicht so bekommen, wird sich das auch dann später in der Sprachentwicklung auswirken. Also da bin ich relativ leider von überzeugt, dass das der Fall sein wird. Ja. Da haben wir auch gleich die nächste Frage, die wirklich auch in die Richtung reingeht, auch ganz interessant, ganz spannend, weil natürlich viele Kinder in einer Großstadt, wo beide Elternteile arbeiten, natürlich auch frühzeitig in die Kita gehen. Haben Sie konkrete Tipps für Kita-Fachkräfte mit Blick auf Sprachförderung? Also ich habe selber häufig Fortbildung für Elementarpädagogen und Pädagoginnen gegeben und da eben halt auch im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung und Sprachförderung. Und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt davon bin, wie viel Wissen eigentlich schon auch im Elementarbereich vorhanden ist bei den Kolleginnen und Kollegen, die eben halt wirklich schon sehr, auch wenn auch unbewusst, sehr intensiv die Sprache von den Kindern auch fördern. Und es gibt hier auch verschiedene Programme, die in die Kitas reingetragen werden können, die dann zusätzlich noch angewendet werden können. Genau, ich hoffe, ich beantworte damit so ein bisschen die Frage. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe jetzt gerade den konkreten Wortlaut vergessen. Nee, ob es einfach einen konkreten Tipp gibt, ob es eine konkrete Handlungsanweisung gibt, wie man eben Sprachförderung in der Kita noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken kann. Also eine konkrete Idee zu einer Art und Weise, wie eben Sprachförderung dort stärker in den Fokus gerückt werden kann. Ich glaube, also der Fokus, der ist schon da. Also ich
würde jetzt gar nicht mehr anmaßen zu sagen, dass dieser Fokus noch stärker irgendwie reingerückt werden, weil sie singen mit den Kindern, sie lesen vor, sie machen Reimspiele. Das sind alles Dinge, die eben halt dazu beitragen, dass sich die Sprache auch entwickelt. Und natürlich kann man das noch intensivieren, aber ich weiß, dass es in dem Bereich natürlich auch viel zu tun gibt und nicht immer Zeit dafür bleibt. Deswegen ist das schon sehr, sehr gut auch gegeben, absolut. Aber trotzdem singen, lesen, Reimspiele, ganz wichtige Punkte, die man auch nochmal dick unterstreichen sollte. Dann, was gerade noch war, da ist jetzt leider die Frage schon wieder weggeklickt. 6 Jahre haben Sie ja gesagt, auch Kinder mit 6 Jahren haben noch Probleme, komplexe Syntax zu erfassen. Heißt es, dass man vielleicht unter Umständen das Bildungssystem vielleicht auch ein bisschen ändern müsste, dass vielleicht zum Beispiel das später losgehen müsste, also nicht in der 6. Klasse, also nicht mit 6 Jahren in der 1. Klasse, sondern vielleicht ein Jahr später? Wenn das Sprachlevel dann schon höher ist? Ich bin sowieso der Meinung, dass es ganz, ganz stark individuell auch einen Einfluss hat, ob jetzt das eine Kind früher eingeschult wird oder später. Also ich bin gar kein Fan davon, jetzt ein ganz, ganz spezifisches Alter festzulegen, ab wann die Kinder in die Schule gehen. Ich würde nicht sagen, dass diese Verarbeitung syntaktischer Sätze oder syntaktisch komplexer Sätze so, dass die jetzt als Maßstab gelten sollten, dass Kinder erst später eingeschult werden. Ich glaube, vielmehr ist es wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, dass Kinder noch Schwierigkeiten haben mit wirklich komplexer grammatikalischem Aufbau im sprachlichen Input. Und dass man dann lieber eben halt den sprachlichen Input anpasst. Also dass dieses Bewusstsein einfach extrem wichtig ist, dass man sich nicht wundert, warum Kinder vielleicht bestimmte Sätze und bestimmte Aufforderungen, Instruktionen etc. pp. Nicht umsetzen können, weil es vielleicht zu komplex war, dass man sich dem bewusst ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kinder deswegen später unbedingt eingeschult werden müssen. Noch 2 Fragen ganz konkret. Sie haben ja über die phonologischen Schwierigkeiten von ganz, ganz kleinen Kindern gesprochen. Ab wann kann man das in Anführungszeichen diagnostizieren? Also gibt es so ein Mindestalter, wo ich dann wirklich auch, dass ich wirklich brauche, um festzustellen, ob eben das kleine Kind eine phonologische Schwäche hat? Das ist eine super interessante Frage tatsächlich, weil aktuell ist es so, dass vor allem im Zusammenhang mit den Leserechtschreibschwierigkeiten, es gibt so Diagnoseinstrumente, die das Risiko für die Entwicklung einer Leserechtschreibschwäche circa im Alter, also 10 Monate vor Schulbeginn bestimmen, und davor gibt es eigentlich relativ wenig Diagnostik. Und wir haben jetzt in einem Projekt vom Max-Planck-Institut und Fraunhofer-Institut versucht, eine Kombination aus dieser EEG-Methode mit genetischen Faktoren zu entwickeln, um eben halt diese frühe Diagnose zu verbessern und noch früher in der Entwicklung einsetzen zu können. Das ist aber Arbeit, die noch läuft. Deswegen, wir können jetzt noch keine frühe Diagnose durchführen. Aber es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir zumindest, vielleicht jetzt nicht im Säuglingsalter, aber zumindest so im Alter von 2, 3 Jahren eben halt schon eine Risikodiagnose durchführen können, um dann eben halt wirklich gezielt auch zu unterstützen, damit diese Kinder, die das Risiko haben, dann auch beim Eintritt in die Schule ähnliche Voraussetzungen haben wie die Kinder, die kein Risiko haben. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, wird aber leider von den Krankenkassen und Ähnliches nicht unterstützt, weil uns die Diagnostik fehlt. Wir haben Möglichkeiten zur Intervention, wir haben Möglichkeiten zur Therapie im phonologischen Bereich, aber weil die Diagnostik fehlt, ist momentan eben die Finanzierung auch nicht gegeben. Und dementsprechend ist es ein ganz, ganz großes Anliegen von uns, diese Diagnostik auch zu entwickeln, die früher eingesetzt werden kann. Frau Professorin Schad, erstmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. War wirklich toll, hat wirklich Spaß gemacht und war spannend. Und wir haben, glaube ich, alle gelernt, wie komplex der Vorgang dieser Sprachentwicklung, des Spracherwerbs überhaupt ist in diesen frühen Jahren. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss, die ganz interessant ist. Wir machen ja heute den Bildungskongress auch mit dem Thema Bildung braucht Sprache. Wir leben, das ist mittlerweile unstrittig, in einer Einwanderungsgesellschaft. Es kommen auch Menschen zu uns, die kleine Kinder haben, die gerade dabei sind, in den frühen Jahren, 1, 2, 3 Jahre alt, ihre Muttersprache zu lernen. Gleichzeitig wird von uns, von der Gesellschaft aber auch verlangt, dass sie die Zweitsprache, die neue Sprache, die deutsche Sprache lernen. Ist das eine Schwierigkeit? Soll man das parallel machen? Soll das nacheinander abgearbeitet werden? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Meine Erfahrungen sind möglichst früh, dann auch gerne parallel, und Schwierigkeiten, also dieses bilinguale Aufwachsen ist eigentlich erstmal grundsätzlich kein Problem, wenn es 2 Sprachen sind, manchmal auch 3 Sprachen, aber
bei mehr als 3 Sprachen, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, weil das dann auch das kognitive System von den Kindern vielleicht überfordert. Aber bei 2 Sprachen ist das absolut eigentlich kein Problem. Es gibt aber Kinder, die Schwierigkeiten in der Sprache ganz generell sowieso haben. Und für diese Kinder, die Sprachentwicklungsschwierigkeiten haben, auch in der Muttersprache, für die könnte es schwierig sein. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, je früher, desto besser, weil dann die andere oder Zweitsprache auch auf Muttersprachniveau besser erlernt werden kann. Das können wir auch von uns selber oder bei uns selber beobachten. Ich habe Englisch in der Schule angefangen zu lernen. Ich werde auch, wenn ich ein Jahr in England gelebt habe, werde ich nie in der Lage sein, das auf muttersprachlichem Niveau oder vielleicht ansatzweise, aber nicht wirklich 100%. Hätte ich damit früher angefangen, wäre das viel eher der Fall. Also je früher, desto besser und parallel auf jeden Fall. Dann herzlichen Dank, schöne Grüße nach Berlin, Grüße auch unbekannterweise an Ihren Sohn. Weiterhin viel Freude natürlich mit ihm bei der Sprachförderung und bei der Sprachentwicklung, weil da lernt man als Mutter, da lernt man ja auch immer ein bisschen was mit dazu. Und natürlich weiterhin viel Erfolg bei Ihrer tollen Arbeit. Wir werden das sicher beobachten, also wirklich großartig, toller Vortrag, ganz, ganz spannend und ganz, ganz tolle Erkenntnisse. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vor allem auch für die spannenden Fragen, die mir sehr gut gefallen haben. Vielen Dank. Dankeschön, schöne Grüße und vielen Dank und bis bald mal. Tschüss. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank auch für diese erste Fragerunde. Schön, dass Sie sich auch beteiligen, wie gesagt, immer im Chat oder auch online. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Kaffeepause. Wir haben uns ein bisschen nach hinten verschoben, machen wir eine Viertelstunde Kaffeepause. Das heißt, wir sehen uns wieder um kurz nach halb, also um 10.40 Uhr in einer Viertelstunde. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück nach der Kaffeepause. Die Kaffeepause natürlich auch anders als in den letzten Jahren. Normalerweise steht man da im Foyer zusammen, man tauscht sich aus, man ratscht ein bisschen, man hat den Kaffeeduft in der Nase, man hört das Porzellan klappern. Aber das ist natürlich in Corona-Zeiten alles etwas anders. Trotzdem hoffe ich, haben Sie sich gut erholt, in Anführungszeichen. Wir freuen uns jetzt auf einen spannenden zweiten Impulsvortrag und natürlich auf den weiteren Tag heute bei uns. Unserem 10. Münchner Bildungskongress. Am Nachmittag haben wir ja Workshops mit ganz unterschiedlichen Themen, digital Lernen und Lehren, sprachliche Bildung in Kitas, sprachsensibler Unterricht, leichte Sprache, wie geht das, oder auch migrantische Mehrsprachigkeit, eine ungenutzte Ressource. Es ist ja heute Vormittag schon mehrmals betont worden, wir leben hier in München in einer multiethnischen Stadtgesellschaft, schätzungsweise 50%. Unsere Menschen hier vor Ort haben eine Geschichte, die über die Grenzen der Landeshauptstadt hinausgeht. Aber die Frage ist natürlich, wie gehen wir im Jahr 2021 damit um? Wer oder was ist nicht deutsch, in Anführungszeichen? Wer ist das Wir? Wer ist das Ihr? Das ist auch immer so eine Frage, die ausdiskutiert werden muss. Stecken wir Menschen gerne in Schubladen, um einfacher mit ihnen umgehen zu können? Kann jemand nicht gut sprechen, wenn er nicht gut Deutsch kann? Das ist auch eine wichtige Frage. Spielt Rassismus in unserem Bildungssystem eine Rolle? Und vor allen Dingen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wir freuen uns jetzt auf Professor Dr. Karim Feridoni. Er ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität in Bochum. Er forscht in Richtung Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung, politische Bildung, diversitätssensible Lehrerinnen und Lehrerausbildung. Und erstmal herzlich willkommen, Herr Professor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schöne Grüße nach Bochum. Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, selbst auch 6 Jahre als Lehrer gearbeitet. Ja, hallo, guten Morgen. Genau, ja, ich war selber 6 Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaft. Gut, sehr gut. Ein Fachmann, den wir heute hier haben. Sein Thema, sein Vortrag, Sprachverbote und Sprachhierarchien im deutschen Schulwesen. Wir freuen uns darauf, Herr Professor. Und Sie wissen ja, danach haben wir hoffentlich noch Zeit und Gelegenheit, auch ein paar Fragen aus unserem Publikum an Sie zu stellen und die noch weiterzugeben, damit wir auch ein bisschen in die Diskussion eintreten können. Sehr gerne. Genau, dann starte ich einfach. Bitte. Wenn ich darf, ich starte meinen Timer. Ich halte 30 Minuten den Vortrag zum Thema Sprachverbote und Sprachhierarchien im deutschen Schulwesen und freue mich dann auf Fragen und eine Diskussion mit Ihnen. Ich werde Ihnen zunächst einmal sagen, was ich machen werde. Ich werde zunächst einmal etwas sagen, aus welcher Perspektive schaue ich auf das Thema Rassismus und Rassismuskritik, auch in Bezug auf sprachlichen Rassismus, und dann Kernpunkt des Vortrags
ist Punkt Nummer 3 und Punkt Nummer 4. Also was passiert sprachlich im Klassenraum und was passiert sprachrassistisch im LehrerInnenzimmer? Und als erstes möchte ich beginnen mit der Perspektivsetzung. Also wie schaue ich auf das Thema Rassismus und Rassismuskritik? Ich glaube, es geht bei der Beschäftigung mit Rassismuskritik nicht um die Sorge um andere Menschen. Also wenn Sie Rassismuskritik betreiben sollten oder wollen, dann geht es nicht darum, anderen Menschen zu helfen, sondern es geht erstmal um die Sorge um sich selber. Also fokussieren Sie sich einfach mal selber in den nächsten 28 Minuten, wenn ich über das Thema Rassismus und Sprachrassismus spreche. Ich gebe meinen Studierenden in Bochum immer drei Fragen mit. Erstens, was hat Rassismus mir beigebracht? Zweitens, was passiert in meiner Klasse und in meiner Schule Rassismusrelevantes? Und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände? Um Antworten finden zu können auf diese Fragen, müssen Sie sich mit dem Thema Rassismuskritik beschäftigen. Übrigens, sollte Rassismuskritik oder die Beschäftigung mit Rassismus, auch Sprachenrassismus, nicht zu einer Einengung Ihrer persönlichen Freiheit führen, sondern ganz im Gegenteil, es sollte nämlich zu einer Erweiterung Ihres Handlungspotenzials führen, in dem Sinne, dass Sie Dinge sehen, die Sie vorher vielleicht nicht wahrgenommen haben. Ich möchte Ihnen auch sagen, ich bin nicht neutral und ich glaube, Neutralität hilft uns nicht weiter, wenn rassistische, sexistische, heteronormative Dinge geäußert werden von SchülerInnen oder den Kolleginnen, dann dürfen sie gar nicht neutral sein, sondern sie müssen sich positionieren im Sinne des Grundgesetzes. Also sie dürfen ihren SchülerInnen natürlich nicht vorschreiben, welche Partei sie wählen dürfen oder müssen, aber sie dürfen nicht neutral bleiben, wenn menschenverachtende Dinge sprachlich geäußert werden. Rassismuskritik ist, das ist eine Einladung, meine Perspektive wahrzunehmen. Das ist kein Dogma. Ich bin auch keine Sprachpolizei. Ich sage Ihnen nur, hat das Maische Arme auch schon gesagt, Sprache ist ein Gebrauchsgegenstand. Ich versuche Sie darauf zu verweisen, dass Sprache sich stetig wandelt und wir auf unterschiedliche Bezugnahmen reagieren müssen. Also wenn Betroffene sagen, einige Dinge sind rassistisch, wie zum Beispiel das N-Wort, dann sollten wir es vermeiden, dieses Wort zu benutzen. Und vielleicht einige Punkte zum N-Wort noch. Manche Menschen, auch wenn ich LehrerInnenfortbildung mache, die nicht 30 Minuten dauern, sondern einen ganzen Tag, oder SchulleiterInnenfortbildung, die sagen mir dann, ja, Herr Reduni, also das N-Wort ist total neutral. Ich meine das gar nicht böse, wenn ich das Wort benutze, oder meine Eltern haben das total neutral wahrgenommen. Und viele Lehrkräfte glauben eben, das N-Wort sei neutral. Das ist falsch. Das N-Wort war noch nie in seiner Geschichte neutral, weil es dazu diente, schwarzen Menschen in erster Linie ihr Menschsein absprechen zu können, indem man gesagt hat, das sind gar keine richtigen Menschen, das sind, Zitat, Tiere, halbe Tiere oder Wilde, und deswegen ist es die Bürde des weißen Mannes und der weißen Frau, diese wilden Tiere erst zu richtigen Menschen zu machen. Das heißt, wenn Ihnen das nächste Mal jemand sagt, das N-Wort, das ist total neutral, dann können Sie sagen, seit der Erfindung dieses Wortes war dieses Wort nicht neutral. Warum ist die Beschäftigung mit Rassismus auch für Menschen wichtig, die sich wahrscheinlich der Mitte der Gesellschaft zugehörig fühlen? Also warum können wir nicht mehr gleichsetzen, Rassismus gleich extreme Rechte? Weil wir aus unterschiedlichen Studien, beispielsweise die letzte Mitte-Studie, wissen, dass Rassismus und auch rassistische Sprache mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer das sein mag, angekommen ist. Also Rassismus spielt in meinem Hörsaal eine Rolle, spielt im LehrerInnenzimmer eine Rolle, spielt in dieser Tagung eine Rolle, ob intendiert oder unintendiert. Und deswegen, weil eben Rassismus nicht nur eine Rolle spielt bei 2% oder 5% unserer MitbürgerInnen, sondern weil Rassismus und rassismusrelevante Sprache mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist,
spricht Mark Terkesidis von dem sogenannten rassistischen Wissen von Personen. Das heißt, wir RassismusforscherInnen gehen nicht davon aus, dass wir rassistisch auf die Welt kommen. Es gibt sozusagen kein Rassismus-Gen, was wir alle besitzen, sondern wir erlernen es, rassistisch zu sein. Und zwar nicht, weil unsere Eltern ganz besonders bösartige Wesen sind oder unsere Lehrkräfte uns ganz, ganz schlimme Dinge beibringen wollen, sondern weil das scheinbar normale Wissen nicht problematisiert wird, nicht thematisiert wird. Und in dem normalen Wissen steckt ein wenig Rassismus drin, wie Susan Arndt, eine Rassismusforscherin, sagen würde. Rassismus ist auch kein Problem von Menschen, die sozial, gesellschaftlich, finanziell abgehängt sind, sondern Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche Tatsache. Auch AkademikerInnen äußern sich rassistisch, nur sie machen das anders als andere Gruppen, als Nicht-AkademikerInnen. Sie äußern sich sehr, sehr elaboriert, also sie nutzen Wörter, die andere Menschen manchmal nicht verstehen, und sie wissen auch um die soziale Erwünschtheit ihrer Aussagen. Also sie wissen ganz genau, wann darf ich etwas sagen und wann sollte ich lieber den Mund halten. Aber generell können wir davon ausgehen, dass Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Tatsache ist. Zu der Frage, wann beginnen wir eigentlich rassistisch zu denken und zu sprechen, möchte ich Ihnen kursorisch die Studien von Maisha Eggers und Claudia Machold vorstellen. Beide haben im Kindergarten geforscht, beide mit einem 10-Jahres-Abstand, und beide konnten unabhängig voneinander zwei Dinge herausfinden. Erstens, Kinder ab dem Alter von 3 bis 4 Jahren wissen bereits und sprechen das auch so aus, dass Männer in unserer Gesellschaft mehr Macht besitzen als Frauen. Und das spielen die auch durch in ihren Rollenspielen, indem einige Mädchen beispielsweise bestimmte Schlüsselpositionen nicht besetzen können in diesen Rollenspielen. Und Kinder ab dem Alter von 3 oder 4 Jahren wissen bereits, wer so aussieht, als ob er oder sie mehr Macht hat in unserer Gesellschaft und wer so aussieht, als ob er oder sie weniger Macht hat in unserer Gesellschaft. Und auch das spielen Kinder durch in diesen Rollenspielen, und auch sprachlich spielen die das durch. Das heißt, Rassismus und rassismusrelevante Sprache tritt nicht erst in unser Leben ab dem Alter von 20, 40, 60 Jahren, sondern wir erlernen es, rassistisch zu sein im Kindergartenalter. Einige Kinder lernen, ich bin mehr wert als andere Personen. Andere Kinder lernen, ich bin weniger wert als andere Personen. Rassismus bringt uns allen etwas. Auch in Bezug auf die Benennungspraktiken, die in unserer Gesellschaft wirkmächtig sind, können wir eine rassismuskritische Diskussion durchführen. Also Sie wissen, dass der sogenannte Migrationshintergrund, die Begriffsbezeichnung, kritisiert wird. Es gibt andere Begriffsbezeichnungen, beispielsweise von Maisha Eggers, die Rassismuserfahrene von rassismusunerfahrenen Personen unterscheidet. Und dann unterscheidet Kini H. schwarze Deutsche, Deutsche of Color und weiße Deutsche. Das ist keine Reproduktion des biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen, sondern bei dieser Begriffsdefinition geht es darum, Privilegien sichtbar zu machen. Und Privileg heißt sprachlich nicht, dass alle weißen deutschen Menschen reich sind und alle schwarzen Deutschen oder Deutschen of Color arm sind, sondern Privileg heißt in der Rassismuskritik, das Privileg zu haben, von einer bestimmten Ungleichheitsstruktur nicht betroffen zu sein. Und ich rede eben nur von einer Ungleichheitsstruktur, die sich Rassismus nennt. Mein Fazit lautet, die Selbstbezeichnung geht vor der Fremdbezeichnung. Also sie sollten allen Menschen die Möglichkeit bieten, selber zu entscheiden, wie sie sich gesellschaftlich positionieren. Ich werde Ihnen Rassismus definieren und danach werde ich Ihnen einige Interviewausschnitte präsentieren aus unterschiedlichen Studien. Zunächst einmal zur Definition. Rassismus ist eine bestimmte Spielart, eine bestimmte Form von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Punkt. Mehr möchte Rassismus gar nicht darstellen. Zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Eine zweite Definition von Rassismus, und das ist die kürzeste Definition von Rassismus, die ich überhaupt kenne, möchte ich Ihnen auch darstellen. Das ist sozusagen eine mathematische Gleichung.
Rassismus gleich Vorurteile plus Machtstrukturen plus Rassekonstruktion. Sie wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden. Warum? Um die Kolonialisierung schwarzer Menschen, um den Genozid an schwarzen Menschen und die Ausbeutung schwarzer Menschen zu rechtfertigen. Deswegen wurden Rassen erfunden. Also nochmal, Rassismus gleich Vorurteile plus Macht, um diese Vorurteile zu übertragen auf wichtige gesellschaftliche Teilbereiche wie Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsmarkt plus Rassekonstruktion. Eine dritte Definition von Rassismus möchte ich Ihnen gleich nennen. Rassismus hat nichts mit schwarzen Menschen oder Menschen of Color zu tun. Die Auswirkung von Rassismus, die spüren selbstverständlich schwarze Menschen und Menschen of Color jeden Tag. Aber in erster Linie ist Rassismus eine Fantasie über schwarze Menschen, eine Fantasie über Menschen of Color in den Köpfen weißer Menschen. Und wir müssen uns nicht nur anschauen, welche Folgen hat Rassismus für die primär betroffenen Personen, also schwarze Menschen und Menschen of Color, sondern wir müssen uns auch anschauen, wie erlernen eigentlich weiße Menschen, also die sekundär von Rassismus betroffenen Menschen, diese Fantasien, also wie kommen diese Fantasien, Bilder, Witze, Stereotype in die Köpfe weißer Menschen. Und diesbezüglich spielt Sprache eine Rolle, also vergegenwärtigen Sie sich die erste Frage, die ich Ihnen am Anfang des Vortrags gestellt habe: Was hat Rassismus mir beigebracht? Und Sie werden fündig werden oder eine Antwort finden auf diese Frage, wenn Sie sich anschauen, welche Kinderlieder haben Sie gesungen, welche Kinderbücher haben Sie gelesen, wie wird bei Oma Ernas 80. Geburtstag von Opa Winfried über Geflüchtete gesprochen. Diese ganzen Dinge lagern sich auch in Ihnen ab und deswegen sprechen wir von rassismusrelevanten Wissensbeständen. Ich werde nicht auf alle Dinge eingehen, die ich in der PowerPoint dargestellt habe. Ich habe aber den VeranstalterInnen die Inhalte präsentiert oder zugeschickt, damit die VeranstalterInnen Ihnen das weiterleiten können. Also vielleicht unterscheide ich nochmal die Formen von Rassismus. Der klassische biologistische Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen. Nochmal, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, um die Kolonialisierung zu rechtfertigen, indem man gesagt hat, es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen, schwarze Menschen und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Es gibt aber auch den Rassismus ohne Rassen, den Neo- oder Kulturrassismus. Und dieser Rassismus operiert mit der Höherwertigkeit oder Minderwertigkeit von Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeiten. Und dann unterscheiden wir in der Forschung primäre Rassismuserfahrungen von sekundären Rassismuserfahrungen. Primäre Rassismuserfahrungen sind diejenigen, die ich sammle, wenn ich im Supermarkt unterwegs bin und eine andere Person greift mich verbal rassistisch an. Sekundäre Rassismuserfahrungen sind diejenigen, wenn ich beispielsweise mit meinen Rassismuserfahrungen zu meinem lieben Kollegen Jörg gehe, der als weißdeutsche Person gelesen wird, selber keine Rassismuserfahrung macht in seinem Leben. Und wenn ich ihm dann von meinen Rassismuserfahrungen berichte und Jörg mir dann sagt, stell dich nicht so an, das war nicht so gemeint, dann musst du dir eine dickere Haut zulegen, du kommst immer mit der Rassismuskeule. Also wenn Menschen, die selber keine Rassismuserfahrung machen in ihrem Leben, meine Rassismuserfahrungen dethematisieren, sprechen wir in der Forschung von sekundären Rassismus. Das war sozusagen der Theorieteil und jetzt werde ich Ihnen Interviewausschnitte präsentieren, einmal von der Studie von Wiebke Scharratow und einmal von Olga Artamonova. Wiebke Scharratow hat Interviews geführt und Harun hat ihr das Folgende gesagt. Ich sage mal so, in der Gesellschaft brauchst du dich selber nicht einzustufen. Das machen die anderen für dich. Und die lassen dir auch keinen Raum, die lassen dir auch keine Zeit, dich selbst einzustufen, selbst zu finden, wo du hingehörst. Du wirst als erstes in deine Schublade gesteckt. Und dieser Migrationshintergrund, den bewerte ich mittlerweile als Diagnose im schulischen Raum, weil der Migrationshintergrund ein Containerwort geworden ist für alle negativen Attribute, die man einer Person überhaupt nur zuschreiben kann. Also ich habe häufig gehört im Lehrereinzimmer, er macht seine Hausaufgaben nicht, ja klar, der hat Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen nicht zum Elternsprechtag, ja klar, der hat Migrationshintergrund. Was ich aber nie gehört habe, ist,
der ist hochbegabt, ja klar, der hat Migrationshintergrund, weil Hochbegabung und Migrationshintergrund nicht kompatibel zueinander scheinen. Das heißt, diese Begriffsbestimmung entscheidet schon viel darüber, wie Personen, wie Lehrkräfte ohne Migrationshintergrund Personen mit Migrationshintergrund begegnen. Frau Atamonova hat keine Interviews geführt mit ihren SchülerInnen, sondern sie hat Unterricht beobachtet, 6 Monate lang in einer 7. Klasse einer Hauptschule. Und eine Episode möchte ich Ihnen darstellen, die Frau Atamonova beobachtet hat. Und zwar, die Lehrerin bittet einen Schüler, Farid, seine Jacke auszuziehen. Lehrerin, mach deine Jacke aus. Kairat, ein anderer Schüler, sagt, wir sind hier nicht in Kanakistan, würde Herr Müller sagen. Herr Müller, ein anderer Lehrer, hat das Wort Kanakistan in den Unterricht eingeführt, um seinen mehrheitlich SchülerInnen of Color und schwarzen SchülerInnen sprachlich schon zu suggerieren, hört mal, ihr glaubt wohl, ihr seid hier zu Hause, seid ihr aber nicht, hier ist Deutschland, da wo ihr herkommt, ist Kanakistan, deswegen benehmt euch gefälligst anders. Also er führt damit vor, sprachlich verortet er seine SchülerInnen an einen anderen Ort. Und mittlerweile haben die SchülerInnen dieses Wort internalisiert, haben das gelernt und bezeichnen sich gegenseitig damit. Das heißt, Lehrkräfte müssen in ihrem Berufsleben auf ihre Wortwahl achten. Ich werde Ihnen einige Beispiele aus meiner eigenen Dissertation präsentieren. Die können Sie auch kostenlos downloaden, die Dissertation. Ich werde mich beziehen auf die Abwertung von Sprach aufgrund des Vorwurfs mangelnder Sprachkenntnisse, aufgrund Sprachverbote und Sprachhierarchien und aufgrund der Akzentsprachlichkeit. Ich werde mich beziehen zunächst einmal auf ein Konzept, das nennt sich Othering. Und Othering besagt, wäre die eigene Gruppe als ganz besonders fortschrittlich, frauenfreundlich, demokratisch, intelligent gedacht wird, sind die anderen das negative Gegenteil. Und dazu ein Beispiel, was ich Konstruktion von Fremd- und Andersartigkeit genannt habe. Mehdi Azar hat mir das Folgende geschildert. Einmal nur, da hatte ich einen Brief eingesammelt und das hat mich hier verletzt. 10. Klasse, dann schrieben 2 Schüler dann Briefe und dann habe ich einen eingesammelt. Ne? Die eine Schülerin hat der anderen geschrieben, ja, von wo kommt dein Lehrer so her? Die andere hat geantwortet, ich glaube Jamaika oder so. Dann meinte die, das sieht man dann seiner Hautfarbe, ne? Sein Aussehen und so wie er Deutsch redet. Also das Aussehen und die deutsche Sprachfähigkeit werden als Begründungsmuster herangezogen für eine Schülerin, um zu sagen, diese Lehrkraft kann gar nicht aus München kommen oder aus Deutschland kommen, die muss aus Jamaika kommen. Und Sprache ist total spannend in diesem Kontext, weil ich habe ein anderthalbstündiges Interview mit Mehdi Azar geführt und Mehdi Azar spricht genauso Deutsch wie ich. Also er hat keinen Akzent, wenn er Deutsch redet. Trotzdem nimmt die Schülerin einen Akzent wahr. Warum? Weil sie den Körper und auch die Sprachfähigkeit von Mehdi Azar wahrnimmt. Und wenn Sprache und Körper scheinbar nicht zueinander passen, dann nehmen wir auch andere Dinge wahr, wie zum Beispiel einen Akzent, obwohl Mehdi Azar gar keinen Akzent besitzt. Und aufgrund dieses wahrgenommenen, nicht faktisch existierenden Akzents glaubt diese Schülerin, Mehdi Azar kann gar nicht aus Deutschland kommen, der muss aus Jamaika. Neolinguizismus heißt ein anderes Konzept, das ich Ihnen darstellen will. Neolinguizismus besagt, nicht alle nicht-deutschen Sprachen werden abgewertet in der Institutionsschule, sondern bestimmte nicht-deutsche Sprachen werden abgewertet. Also denken Sie mal an Englisch, Französisch, Spanisch, Latein. Diese Sprachen werden nicht abgewertet in der Institutionsschule. Denken Sie aber dagegen mal an Kurdisch, Russisch, Türkisch, Polnisch. Diese Sprachen werden eher abgewertet in der Institutionsschule. Und dazu ein Beispiel, was ich Sprachverbote und Sprachhierarchien genannt habe. Es wurde eine nicht-deutsche Sprache gesprochen und jemand kam ins Lehrerinnenzimmer und das Erste, was er gesagt hat, hier wird Deutsch gesprochen. Also im Grunde war das eine Abwertung dieser Sprache, weil A, hört sich das schön an und B, weil ich das als Bereicherung empfinde, weil im Grunde diese Kollegen ja jetzt nochmal verdeutlichen oder jetzt nochmal trainieren, diese Sprache zu sprechen. Eine andere Lehrkraft hat mir die folgende Situation geschildert, sogar mit einer zweiten Lehrkraft im Lehrerinnenzimmer. Die beiden haben sich in einer nicht-deutschen Sprache unterhalten. Eine dritte Person ist dann reingekommen ins Lehrerinnenzimmer, hat das gehört und hat dann gesagt, hört sofort auf, diese Sprache zu sprechen.
ich möchte das nicht, ich verstehe das auch nicht, sprecht gefälligst Deutsch. Dann sagt die angesprochene Lehrkraft, Moment mal, die spanischen Lehrkräfte sprechen auch manchmal Spanisch miteinander. Hast du das denn nicht gehört? Dann sagt die angesprochene Lehrkraft, Spanisch ist auch was anderes. Also Spanisch ist in ihrem Bewusstsein etwas anderes, weil sich Spanisch einen bestimmten Bildungswert zuweist, den andere Sprachen eben nicht besitzen. Der Vorwurf mangelnder Sprachkenntnisse, darauf möchte ich auch noch eingehen. Melissa Faber hat mir das Folgende geschildert. Und das ist alleine, dass die Kollegen mich nicht verstehen wollten. Ja? Sprechen Sie ein gutes, vernünftiges Deutsch mit uns? Oder was hast du denn gesagt? Ich verstehe dich nicht. Allein das, ja. Weißt du, wenn du weißt ganz genau, du hast dich ordentlich ausgedrückt, das kann man als Diskriminierung wahrnehmen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass wenn man hier nicht aufgewachsen ist, dann darf man hier nicht unterrichten. Darf man hier nicht als Lehrerin arbeiten. Meine Schüler verstehen mich ganz gut. Mein Deutsch ist genug. Also ausreichend, mehr als ausreichend. Und was haben Sie denn für Probleme? Also es kommt nicht nur so sehr darauf an, dass ein Akzent vorhanden ist. Und das konnte ich in der Studie auch darlegen oder belegen, sondern es kommt auf den Akzent an. Wenn es ein englischer Akzent ist oder ein französischer Akzent, dann gilt das als schick. Wenn das aber ein türkischer Akzent ist oder ein russischer Akzent, dann wird das ganz anders wahrgenommen. Generell konnte ich unterschiedliche Formen von Rassismus herausarbeiten. Ich konnte auch unterschiedliche Formen von Dethematisierungsstrategien herausarbeiten. Also einige Lehrkräfte sind sich unsicher, war das jetzt rassistisch gemeint oder nicht. Einige verharmlosen das, einige verleugnen ihre Rassismuserfahrungen und einige schreiben sich gegenseitig die Schuld zu, indem sie sagen, ja, wir müssen endlich aufhören, unsere nicht deutschen Sprachen im LehrerInnenzimmer zu sprechen, dann akzeptieren uns die Deutschen als vollwertige Gesellschaftsmitglieder. Das korrespondiert auch mit sprachlichen Distanzierungsmustern in Bezug auf Rassismus. Astrid Messerschmidt hat sich nämlich damit beschäftigt, warum ist es denn so schwierig in Deutschland und auch in der Schule, über Rassismus zu sprechen. Warum flippen Leute regelmäßig aus, wenn Ferraidoni sagt, Rassismuskritik, also die Kritik an bestehenden rassistischen Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken, sollte als ganz normale Professionskompetenz angehender und fertig ausgebildeter Lehrkräfte betrachtet werden. Warum flippen Leute regelmäßig aus, auch sprachlich, um das zu unterbinden, die Beschäftigung mit Rassismus? Und sie konnte 4 Distanzierungsmuster herausarbeiten. Skandalisierung besagt, nicht die Tatsache an sich, dass Rassismus in unserer Gesellschaft vorkommt, wird als Skandal wahrgenommen, sondern es wird als Skandal wahrgenommen, dass der Ferraidoni ihnen sozusagen sagen will, sie müssen sich mit Rassismus beschäftigen, damit sie guten Unterricht haben. Verschiebung in den Rechtsextremismus. Das findet auch sprachlich statt, indem gesagt wird, ja, wir wählen doch die Grünen, wir sind GEW-Mitglieder, wir haben nichts mit Rassismus zu tun, das sind immer die AfD-Personen oder die Personen, die AfD wählen oder die NPD wählen, wir haben nichts damit zu tun. Kulturalisierung besagt, es ist schwierig geworden, auch sprachlich zu erkennen, was rassistisch ist und was nicht, weil Rassismus nicht mehr nur daherkommt unter dem Deckmantel des klassischen biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen, sondern auch unter dem Deckmantel des Rassismus ohne Rassen, der eben auch sprachliche Hierarchien macht. Verschiebung in die Vergangenheit, das heißt, indem Menschen glauben, Rassismus gab es, ja, aber nur in der Zeit von 33 bis 45 und seit 1945 ist Deutschland demokratisch, deswegen gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. Aber Rassismus und sprachlicher Rassismus hat nicht nur etwas mit Personen ohne Migrationshintergrund zu tun, sondern diese nicht-deutschen Sprachen, diese nicht-deutschen Erstsprachen werden auch von Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund häufig als Sanktionsmittel eingesetzt gegenüber Personen, Kindern, SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Incidirim und Magdalena Krapik haben darauf hingewiesen. Ich lese das einfach mal vor. In einer norddeutschen Großstadt kommt eine Lehrerin in eine Grundschulklasse, in der sie
die kranke Klassenlehrerin vertreten wird. Es handelt sich um eine Lehrerin mit türkischem Migrationshintergrund. Sie verschafft sich rasch einen Überblick über das Geschehen und steuert eines der Kinder an, die an ihren Tischen sitzen. Sie spricht den Jungen auf Türkisch an und sagt zu ihm, übersetzt: Wie sieht das denn hier aus? Was ist das bloß für ein Chaos? Räum sofort deinen Tisch auf. Was sollen denn die Deutschen von uns denken? In dieser Aussage steckt ganz, ganz viel drin. Also sprachlich benutzt die Lehrerin, die ja auch Deutsch kann, ihre Erstsprache, um diesem Kind, was auch Deutsch kann, das ist keine Person, die seit 2 Wochen in Deutschland ist, sprachlich zu sanktionieren, weil sie glaubt, das wäre sozusagen direkte Anrede, hätte eine stärkere Kraft, wenn sie das auf Türkisch macht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was sollen denn die Deutschen von uns denken? Sprachlich sagt eigentlich die Lehrerin, du bist kein Deutscher, auch wenn du dich so fühlst. Und wir wissen nicht, wie der Schüler reagiert, aber das sind so die Alltagserfahrungen, die dazu führen, dass einigen Menschen ihr Deutschsein abgesprochen wird, obwohl vielleicht dieser Junge sich als Deutscher betrachtet, verweist die Lehrkraft oder verortet die Lehrkraft ihn außerhalb des Deutschseins und damit instrumentalisiert auch die Lehrkraft ihre Erstsprachenkenntnisse. Das heißt, wenn wir über Rassismus im Lehrerinnenzimmer sprechen oder Rassismus in der Schule sprechen, dann geht es nicht darum, ein Bashing zu betreiben von weißdeutschen Menschen, sondern es geht darum, auch über diese Sanktionsmöglichkeiten zu sprechen, die eben auch Lehrkräfte mit sogenanntem Migrationshintergrund anwenden. Silencing, das ist eine weitere ein weiteres Konzept, was häufig auch in der Schulklasse und auch im Lehrerinnenzimmer vorkommt. Silencing heißt nämlich, Leute mundtot zu machen, die von einer anderen Erfahrung sprechen, die man eben nicht besitzt. Also wenn es total neu ist für Menschen, die selber keine Rassismuserfahrung machen in ihrem Leben, von ihren Kolleginnen zu erfahren, dass auch in ihrer Schule die Schule ohne Rassismus ist, Rassismus stattfindet, sowohl im Klassenraum als auch im Lehrerinnenzimmer. Und diese Personen, die selber keine Rassismuserfahrung machen in ihrem Leben, diese spezifischen Alltagsrealitäten dethematisieren, dann sprechen wir von Silencing, also dem Mundtotmachen von bestimmten Personen in unserer Gesellschaft. Ich komme zum Fazit. Also das Fazit lautet, um Ihren SchülerInnen etwas beizubringen zum Thema Rassismus, um in der Lage zu sein, mit Ihren SchülerInnen über das Thema Rassismus und Rassismuserfahrungen zu sprechen und noch Unterricht zu machen zum Thema Rassismus, sollten Sie Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz haben. Also genauso wie Sie in der Lage sein sollten, mit Ihren SchülerInnen bindifferenziert zu arbeiten, genauso wie Sie in der Lage sein sollten, Ihren SchülerInnen grammatikalische Strukturen beizubringen, sollten Sie eben Antworten finden auf die 3 folgenden Fragen. Erstens, was hat Rassismus mir selber beigebracht? Zweitens, was passiert in meiner Klasse und meiner Schule rassismusrelevantes? Drittens, inwiefern befördern auch sprachlich meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände? Sie brauchen dafür auch didaktische Konzeptionen und wenn Sie Lust haben, sich damit zu beschäftigen, dann können Sie sich auch diese folgenden Bücher mal vergegenwärtigen. Das vorletzte Buch, was ich zusammen mit Nina Simon herausgegeben habe, Rassismuskritische Fachdidaktiken heißt das, da finden Sie Unterrichtsmaterial für 14 unterschiedliche Fächer, also Physik, Deutsch, Mathe, Sport, Kunst, rassismuskritische Fachdidaktiken. Das könnte sozusagen auch sprachlich eine Blaupause sein für Ihre Bemühungen in der Schule. Und speziell zu Sprache und Rassismus habe ich Ihnen auch einige Literaturhinweise gegeben. Und ansonsten ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die 30 Minuten sind jetzt um und ich freue mich auf Fragen und eine Diskussion.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Ferridoni. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einführung. Und eine Frage habe ich auch schon bekommen. Eine zweite ist auch gerade unterwegs. Vielleicht können wir am Anfang des Gesprächs und der Diskussion nochmal zu Ihrem Vortrag und zum Beginn des Vortrages zurückspringen. Sie haben da gesagt, nach den Analysen, die Sie gezeigt haben, dass Rassismus ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Widerspricht es nicht so ein bisschen unserem Gefühl, dass wir uns relativ stark demokratisch als Gesellschaft entwickelt haben? Und woher kommt es, dass Rassismus vielleicht sogar stärker als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren in der Gesellschaft verankert ist? Also Rassismus war nie weg. Also Rassismus gab es auch nach 1945 in Deutschland. Ich würde gar nicht sagen, dass Rassismus zugenommen hat. Ich würde von Gleichzeitigkeiten sprechen. Ich würde davon sprechen, dass Deutschland oder die Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2021 so rassismuskritisch wie noch nie in seiner Geschichte. Straßenumbenennungen finden statt. Es werden Tagungen organisiert zum Thema Rassismus. RassismusforscherInnen beraten die Bundesregierung, wie sich Gesetze verändern können. Es wird beispielsweise auch über den Terminus Rasse im Grundgesetz kontrovers diskutiert. Ich bin auch dafür, dass das gestrichen wird, weil es gibt keine menschlichen Rassen. Also das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es eine kleine laute Minderheit, die Rassismus salonfähig gemacht hat, unter anderem auch durch den Einzug der AfD in den Bundestag und die verschiedenen Landtage. Also es gibt eine kleine laute Minderheit, die versucht, rassistische Dinge salonfähig zu machen. Und es gibt aber eine ganz große Bevölkerung, die sagt, wir wollen nicht rassistisch sein. Wie kommt es trotzdem zustande, dass 42% der Bundesbürgerinnen eine Tendenz aufweisen zu rechtspopulistischen Einstellungen? Die Antwort lautet, es geht nicht um Intention, sondern es geht um die Wirkung. Viele Menschen wollen nicht rassistisch sein, aber sie beschäftigen sich nicht mit ihren tatsächlichen rassismusrelevanten Wissensbestand. Der Wille allein, die Absicht allein, nicht rassistisch zu sein, reicht nicht aus, sondern es müssen auch Taten folgen. Ich muss auch im Unterricht rassismuskritisch agieren können, um Rassismus nicht reproduzieren zu, um Rassismus nicht zu reproduzieren. Das heißt, es geht bei der Rassismuskritik nicht nur um die Intention, sondern es geht um die Wirkung. Welche Wirkung hat mein Verhalten? Weil Sie die Wirkung angesprochen haben, wir haben eine Frage aus dem Chat. Kann man denn bestehende Sprachhierarchien auch ändern, wenn man zum Beispiel andere Fremdsprachen als Englisch oder Französisch, Sie haben auch Spanisch angesprochen, einführt, zum Beispiel Türkisch als offizielle Fremdsprache oder Arabisch an den Schulen? Das kann man machen, das ist auch ein bisschen tricky. Also ich kenne beispielsweise ein Gymnasium im Ruhrgebiet, das hat einen Türkisch-Leistungskurs. Also Türkisch ist da Abiturfach. Dasselbe Gymnasium, obwohl es eben Türkisch LK hat, hat in der Schulkonferenz beschlossen, Türkisch im gesamten Schulraum außer im Unterricht zu verbieten. Das ist sehr kurios. Denn das führt dazu, dass man nur im Unterricht Türkisch reden darf, auf dem Schulhof aber nicht. Und das führt auch zu einer kuriosen Konsequenz, dass die TürkischlehrerInnen nicht sich über türkische Literatur im LehrerInnenzimmer unterhalten dürfen, weil sie dürfen das nur im Klassenraum und sie machen das im Café. Das heißt, ja, es ist schon mal ein Fortschritt, solche Fächer einzuführen, solche Sprachen solchen Sprachen einen Bildungswert zuzuweisen, aber trotzdem schützt das nicht vor sprachlicher Diskriminierung oder sprachlichem Rassismus. Viel schwieriger ist es bei Schulen, die Türkisch eben nicht als LK eingeführt haben und trotzdem die Erstsprachen ihrer SchülerInnen verbieten, in dem Glauben, etwas Gutes zu tun für die SchülerInnen. Und da kann ich sagen, es geht nicht nur darum, mitgebrachte Sprachen zu nutzen für beispielsweise den Deutscherwerb, sondern es geht auch darum, ein Teil einer Identität von Personen abzuspalten, indem man diesen Personen abspricht, das Recht, Türkisch zu sprechen. Kurze Antwort, ja, es ist zielführend. Es kommt nur darauf an, wie dann die Kolleginnen auch damit umgehen und welchen Bildungswert diesen Sprachen
Vielleicht da, Herr Professor, gleich eine Anschlussfrage in Sachen Zielführung. Sind wir denn schon weitergekommen beim Lehrkörper, beim lehrenden Personal, was multiethnische Teams angeht? Oder haben Sie das Gefühl, das dauert alles viel zu lange, da bräuchte man vielleicht auch mal ein Nachdenken über eine Art Quotierung oder was auch immer? Ja, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch oder verstehen Sie bitte das nicht falsch, was ich Ihnen jetzt sage. Aber Sie haben auch in der Eingangssequenz von multiethnischen Gesellschaft und so weiter geredet. Rudi Leibrecht, ein Rassismusforscher, sagt, Ethnie ist ein Sprachversteck für Rasse. Also ich benutze das Wort Ethnie auch nicht. Ich sage auch nicht multiethnisch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich sozusagen in den LehrerInnen-Fortbildungen die Leute frage, gibt es denn unterschiedliche Rassen? Dann sagen nur wenige ja, die meisten sagen nein. Dann frage ich die, gibt es denn Ethnien ihrer Meinung nach? Dann sagen die meisten, ja, es gibt Ethnien. Und dann frage ich die, welche Ethnien gibt es denn? Und dann geraten die meisten ins Stocken. Dann sagen die, ja, deutsch, arabisch, orientalisch, europäisch, also Deutsch ist keine Ethnie, Deutsch ist eine Staatsbürgerschaft. Ich bin auch deutscher Staatsbürger, nur mir wird das Deutschsein abgesprochen. Deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie rassismuskritisch agieren wollen, auch sprachlich nicht von Ethnien zu sprechen, weil, wie gesagt, wir haben gelernt, nicht mehr Rassen zu verwenden, weil man es gibt keine Rassen, aber wir glauben, Ethnie ist okay. Aber Ethnie ist, wie gesagt, nur ein Sprachversteck für Rasse, deswegen würde ich nicht von multiethnisch sprechen. Aber zurück zu Ihrer Fragestellung. Wir können gar nicht so sehr, also ich würde sagen, ja, es hat sich viel verändert bei den Lehrkräften. Wir wissen nicht genau den Anteil, wie hoch ist der Prozentsatz von Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund, weil die Kultusministerien das nicht abprüfen, wenn man ins Referendariat geht. Schätzungen sprechen von 11% von Lehrkräften mit Migrationshintergrund. Diese Zahl hat sich gesteigert im Laufe der letzten 20 Jahre, auf jeden Fall. Aber nach wie vor ist das LehrerInnenzimmer kein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Quoten, glaube ich, vielleicht noch diese Frage. Also es gibt eine Frauenquote, das ist auch gut so. Es gibt auch andere Quotierungen. Ich würde sagen, jahrhundertelang gab es eine Quote für weiße, heterosexuelle Männer aus der Mittelschicht. Die Quote nennt sich Seilschaften. Die weißen, heterosexuellen Cis-Männer aus der Mittelschicht, aus dem Bildungsbürgertum, die sind nicht zufällig an den Schalthebeln unserer Gesellschaft angelangt, sondern es gab jahrhundertelang eine Quotierung, die sich eben nennt Whisky-Runden, Männerbündnisse. Und ich bin für Quoten tatsächlich, weil nach wie vor viele Institutionen kein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind. Und zwar nicht, weil die Menschen keine Leistung erbringen, um dahin zu gelangen, sondern weil ihnen die Zutrittsrechte verwehrt werden. Ich bin Ihnen nicht böse für den Hinweis, weil ich bin ja auf der Welt, um zu lernen, und deswegen ist es immer schön, wenn man einen Hinweis bekommt und sich selbst hinterfragen kann. Deswegen überhaupt kein Thema. Wenn ich da irgendeinen Unsinn erzähle, können Sie das gerne korrigieren. Das ist überhaupt kein Problem. Immer gerne. Wir haben eine Frage noch reinbekommen. Momentan ist es ja auch so, wir leben in einer Mediengesellschaft, und wenn man zwei große Blöcke in der Welt annimmt, einmal Russland und einmal die Türkei, wird ja auch bei uns in den Medien sehr stark über diese beiden Länder berichtet. Sehr oft natürlich auch, was die negativen politischen Gegebenheiten vor Ort angeht. Haben Sie Angst oder beobachten Sie, dass das dann von uns mehr oder weniger unkritisch gespiegelt wird auf Menschen, die aus diesen Kulturkreisen kommen oder stammen? Ja, ich möchte nicht zu sehr kritisch sein, aber sorry, nochmal, Kulturkreise, auch da würde ich sagen, es gibt keine monolithischen Kulturkreise. Ja, also unsere Kultur verändert sich auch im Laufe des Gesprächs. Okay. Es gibt sozusagen keine abgeschlossenen, in sich abgeschotteten Kulturkreise. Das hat man vor 200 Jahren angenommen. Aber deswegen, ich würde tatsächlich, wenn Sie über Rassismuskritik sprechen, dann eine rassismuskritische Sprache anwenden. Das sind deutsche Personen, nur sie haben eben nicht das Privileg, als Deutsche wahrgenommen zu werden. Zurück zu Ihrer Frage. Ja, ich glaube, dass viele Menschen, die eben nicht deutsch genug aussehen und die
dann deren Herkunft oder Einstellungsmuster verknüpft werden mit den Herkunftsländern oder den Herkunftsländern ihrer Eltern oder den Herkunftsländern ihrer Familie. Die werden sozusagen auch dann reduziert darauf, ja, was sagst du denn zu Erdogan, obwohl man schon seit der dritten Generation hier lebt und eigentlich, weiß ich nicht, Horst Seehofer als seinen Politiker akzeptiert. Also da würde ich sagen, findet auch sprachlich eine Konnotation statt, die nicht wünschenswert ist. Und wir kriegen sozusagen dann sprachlich auch gespiegelt, dass eben viele Menschen nicht als vollwertige Deutsche wahrgenommen werden, indem gesagt wird, positionier dich mal zu Erdogan, aber umgekehrt wird nicht gesagt, positionier du dich mal zum NSU. Was hältst du denn davon, dass Beate Zschäpe Menschen, die so aussehen wie ich, umgebracht hat? Das wird nicht verlangt, aber umgekehrt wird sozusagen eine sprachliche Gegenbewegung verlangt. Da wird mit unterschiedlichen zweierlei Maß gemessen. Ja. Frage, jeder von uns hat Vorurteile. Haben Sie einen Tipp, wie man damit umgeht, wenn man selbst an sich merkt, dass man Vorurteile hat oder mit in Vorurteilen denkt? Besuchen Sie Antirassismus-Workshops, thematisieren Sie das, selbstkritisch betreiben Sie Biografiearbeit. Also die erste Frage, was hat Rassismus mit mir selber zu tun? Was hat Rassismus mir beigebracht? Das ist der erste Schritt, um rassismuskritisch denken zu lernen. Und dann kann man eben als Lehrkraft sich Unterrichtsmaterialien anschauen und dann Unterricht entwickeln, sich mit Kolleginnen austauschen. Das Wichtige ist, als Lehrkraft nicht isoliert als Einzelkämpferin im Kollegium zu verweilen. Eine Frage, Herr Professor, die Sie sicher bejahen werden. Sollte Ihrer Meinung nach rassismuskritisches Training bereits in der Ausbildung von Erziehungs- und Lehrkräften ein fester Bestandteil sein? Auf jeden Fall. Deswegen spreche ich auch von Rassismuskritik als Professionskompetenz. Also es ist gut, eine Sprache zu lernen über Rassismus und Rassismus. Dann haben Sie ein Beispiel der rassismuskritischen Fachdidaktik. Das Beispiel finden Sie in dem Buch Rassismuskritische Fachdidaktiken, was ich rausgegeben habe mit Nina Simon. Ein Beispiel aus dem sozialwissenschaftlichen Unterricht ist, wir haben einen Beitrag geschrieben zum Thema Racial Profiling. Also was ist das? Wo kommt das vor? Und wie kann man Racial Profiling im sozialwissenschaftlichen Unterricht thematisieren? Ein anderes Beispiel ist der NSU. Es gibt aber auch Beispiele aus dem Physikunterricht, aus dem Deutschunterricht, aus dem Mathematikunterricht. Also 14 unterschiedliche Fächer sind da angeführt worden. Und wir haben auch Unterrichtsmaterialien entwickelt. Also gucken Sie sich, wenn Sie Lust haben, zu schauen, wie kann ich mein Fach rassismuskritisch aufbereiten, dann gucken Sie in das Buch Rassismuskritische Fach. Eine Frage noch aus dem Chat. Wie sehen Sie Rassismus und Selbstabwertung der eigenen Herkunftssprache unter Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, ein Beispiel, was vielleicht auch diesbezüglich eine Rolle spielt, habe ich Ihnen ja genannt, also dass die eigene Erstsprache als Sanktionsmittel wahrgenommen wird und gegenüber Personen, die auch diese Sprache sprechen, eingesetzt wird. Das war nämlich die Lehrkraft mit türkischem Background. Ich glaube auch, dass viele Lehrkräfte vermeiden, im Lehrerinnenzimmer oder auch im Klassenraum eine andere Sprache zu sprechen außer Deutsch. Und das würde ich auch eben als Erfahrung fassen, dass diesen Erstsprachen kein Bildungswert zugeordnet wird. Und ganz, ganz entscheidend und ganz spannend fand ich auch in der Studie zu belegen, dass es nicht nur auf den Akzent generell ankommt, sondern es kommt auf den Akzent im Spezifischen an. Also englischer Akzent gilt als total wertvoll, Native Speaker und so weiter. Also man traut den Menschen sehr, sehr viele Kompetenzen zu. Französischer Akzent ist schick, aber wenn eine Lehrkraft mit einem türkischen Akzent Deutsch spricht, dann sind wir weit weg von diesem Native Speakerism entfernt. Da wird nämlich dieser Lehrkraft nicht zugetraut, Deutsch zu sprechen. Und darüber sollten wir auch miteinander sprechen. Also wem wird zugetraut, Lehrkraft zu sein und wem wird eben nicht zugetraut, Lehrkraft zu sein. Und eine andere Sache, die ich nicht vorgestellt habe, weil ich nur 30 Minuten Zeit hatte, doppelte Standards. Der Umgang mit Fehlern an der Tafel.
Also ich konnte ermitteln, dass einige Lehrpersonen mit Migrationshintergrund, wenn die Fehler an der Tafel machen, dann wird das von anderen Lehrkräften ganz, ganz negativ beurteilt, indem gesagt wird, ja Karim, du hast einen Fehler an der Tafel gemacht, du sprichst nicht so gut Deutsch, das wirkt sich aus auf deine SchülerInnen. Ne? Und andere, wenn andere Personen, weißdeutsche Personen, Fehler an der Tafel machen, dann heißt es, ja, Jörg, der kann gut Deutsch sprechen, wir müssen jetzt nicht alles hoch zu hoch hängen und so weiter. Das waren Flüchtigkeiten. Auch darüber sollten Lehrkräfte miteinander ins Gespräch kommen. Ja, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Es gibt bei uns in Bayern zum Beispiel einen Sprachwissenschaftler, einen Professor, der hat einen hörbaren englischen Akzent und der macht nichts anderes, als seit vielen Jahrzehnten über bayerische Dialekte zu forschen und die auch zu erklären. Und das wird dann immer so als, in Anführungszeichen, als ganz putzig wahrgenommen. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, was wäre, wenn er einen anderen Dialekt hat oder wenn er einen anderen Akzent hat. Jo, dann schaue ich gerade noch. Wir haben keine Frage mehr. Dann herzlichen Dank, schöne Grüße nach Bochum und Dankeschön für die Erläuterung. War sehr spannend und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank, alles Gute. Jo, bis bald, Dankeschön. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Das war unser zweiter Impulsvortrag, aber logischerweise ist unser 10. Bildungskongress noch nicht zu Ende. Wir haben noch viel mit Ihnen zusammen vor. Es wird ja auch um 16 Uhr eine spannende Podiumsdiskussion geben. Wir haben mit großartigen Gästen, wir wollen noch mal über Bildung braucht Sprache sprechen, über generell über unseren Stand im Moment, natürlich auch im Rahmen der Pandemie. Die Bildungsforschung ist vertreten, die Weltgesundheitsorganisation, Vertreterinnen aus der Praxis, Schule und Kita, ein Schülervertreter und auch Stadtschulrat Florian Kraus wird wieder mit dabei sein. Und da es ja ein ganz besonderer Bildungskongress ist mit 400 Teilnehmern, mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wollen wir natürlich auch, dass das Ganze nicht nur One-Way stattfindet, sondern dass Sie sich auch untereinander vernetzen und austauschen können. Deswegen haben Sie jetzt die Möglichkeit, bis über die Mittagspause hinaus sich zu vernetzen und zu diskutieren. Den Link gibt es jetzt für unser virtuelles Get-Together in WebEx, den finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal. Unten müsste irgendwo der Link eingeblendet sein. Und da gehen Sie bitte drauf und dann kommen Sie in unsere virtuellen Räume und werden dort auch weiter betreut. Sie haben sich da die Möglichkeit, sich in diesen Räumen kennenzulernen, zu sprechen, auszutauschen. Und Sie können dort natürlich auch einfach mal schauen, wer alles mit dabei ist und mit den Kollegen und Kolleginnen sprechen. Natürlich gibt es aber auch wieder die Möglichkeit, sonst hatten wir den immer physisch aufgebaut, unseren Markt der Möglichkeiten mit ganz unterschiedlichen Anbietern im Bildungssegment, die für Sie da sind. Wir haben zum Beispiel die Geschichtsstunde mit dabei, die Landesstelle für politische Bildung, Binogi Lernportal ist mit dabei, die Lesefüchse kennen Sie auch oder den Musenkuss. Also lauter wirklich ganz, ganz spannende und interessante Ausstellerinnen und Aussteller in unserem Markt der Möglichkeiten. Insgesamt sind es 20 und wie gesagt, in diesen virtuellen Get-Together-Räumen über WebEx können Sie sich jetzt dann miteinander austauschen. Jo, danach dann ist Mittagspause und um 13 Uhr beginnen dann die Workshops mit der ersten Workshop-Runde um 13 Uhr und die zweite um 14.30 Uhr. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, es würde mich natürlich freuen, sehen wir uns dann auch wieder um 16 Uhr und wollen nochmal über den Tag sprechen und natürlich auch Ihre Fragen wieder beantworten und damit wir dann den ganzen Bildungskongress hinten abschließen können. Jo, dann geht's jetzt in die nächsten Räume und ich wünsche Ihnen weiterhin spannende Gespräche und ja, einen informativen Tag. Bis später. So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten einen spannenden, einen interessanten Tag heute bei unserem Bildung braucht Sprache, Münchner Bildungskongress 2021. Ich war bei einigen Workshops auch so ein bisschen als Zaungast mit dabei und konnte viel Interessantes hören. Wir hatten zwei wirklich ganz, ganz tolle Rednerinnen und Redner heute Morgen. Ich hoffe, dass Sie da auch ein bisschen was mitgenommen haben. Einmal das große Thema Rassismus in der Schule und auch das große Thema, wann entwickeln wir eigentlich unsere Sprachfähigkeit als Kind? Und auch da
da haben wir ja einiges gelernt, dass das früher losgeht, als die meisten glauben. Schon als Säugling werden da wirklich die Weichenstellungen gestellt. Und auch da muss man ein bisschen darauf achten, wie man dann den Kindern den richtigen Start ins Leben geben kann. Ja, jetzt sind wir nochmal bei unserer Podiumsdiskussion in der kommenden Stunde. Und danach ist dann wirklich auch Feierabend. Thema Bildung in außergewöhnlichen Zeiten. Und das hatte ich ja heute Morgen schon gesagt, dass es wirklich außergewöhnliche Zeiten sind. Das kann jeder auch hier bei uns in der Runde bestätigen. Ich glaube, die letzten 12 Monate, die haben wirklich von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles abverlangt, auch von den Schülerinnen und Schülern. Es war wirklich nicht einfach, aber nein, Corona hat da wirklich das Leben in ganz vielen Bereichen verändert und natürlich auch im Bildungssektor. Wir wollen uns heute nochmal unterhalten über die Herausforderungen, die hinter uns liegen, aber die logischerweise auch vor uns liegen. Wir wollen mal schauen, was man in Zukunft machen kann, um wirklich bessere, innovativere, vielleicht auch gerechtere Lösungen im Bildungsbereich anzubieten. Und wir wollen auch nochmal auf das Thema geschlechtergerechte Sprache und auch das Kongressthema Sprache auch nochmal kurz beleuchten. Wir machen das mit ganz unterschiedlichen Gästen. Die darf ich Ihnen jetzt erstmal vorstellen. Erstmal Professor Dr. Markus Hasselhorn. Er ist der Direktor der Abteilung Bildung und Entwicklung am Deutschen Institut für pädagogische Forschung, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Institut seit über 60 Jahren machen die wirklich tolle Forschung und wissenschaftliche Expertise, um die Bildung in Deutschland zu verbessern. Und was auch ganz interessant ist, vielleicht kommen wir dazu auch zu sprechen, Professor Hasselhorn war auch mit dabei bei der Ad-Hoc-Stellungnahme Coronavirus-Pandemie für ein krisenresistentes Bildungssystem der Leopoldina. Das ist vor einigen Monaten rausgekommen, die Akademie der Wissenschaften in Halle. Dann haben wir Martin Weber mit dabei von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, das regionale Office in Europe in Kopenhagen, Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird da ganz groß geschrieben. Herzlich willkommen. Er beschäftigt sich mit dem Dilemma zwischen den notwendigen Maßnahmen natürlich in der Corona-Pandemie, aber auch mit den wichtigen Fragen, wie können Kinder und Jugendliche über diese Pandemie wirklich auch gut getragen und gut begleitet werden, damit eben die Auswirkungen nicht so dramatisch sind, wie manchmal befürchtet wird. Dann ist Caroline Veit bei uns aus der Praxis. Herzlich willkommen. Leiterin einer Kindertagesstätte Haus für Kinder in der Plecherstraße. Das ist Obergiesing. Ganz genau. Richtig, gut. Heike Stark ist bei uns, Leiterin einer Brennpunktschule, wie Sie immer so selbst auch so schön sagen, Grundschule an der Guldenstraße. Und ich glaube, ja, auch bei Ihnen hat die Corona-Pandemie in den letzten Monaten alles abverlangt. Das kann man so sagen, ja. Allen. Und auch da, ja, das glaube ich auch allen, Schülern, Eltern und natürlich so den Lehrerinnen und Lehrern. Albara Chaya ist bei uns, Schüler, Mittelschule an der Toni-Pfülf-Straße im Vorstand der Stadtschülerinnenvertretung München. Und ja, bei dir Klasse 10 AM, das heißt, in 2 Wochen geht es los mit den Prüfungen. Genau. Guten Mutes oder ein bisschen unsicher nach den aufregenden Monaten? Ein bisschen unsicher, aber wir kommen, glaube ich, schon durch. Okay. Und wir haben Stadtschulrat Florian Kraus nochmal mit dabei, den Leiter Referat Schule und Sport. Jetzt im Büro zugeschaltet. Schön, dass Sie nochmal mit dabei sind. Herr Kraus, vielleicht können wir mit Ihnen gleich ganz kurz nochmal anfangen. Wir haben heute Vormittag auch mit Ihnen schon mal gesprochen. Nochmal ganz kurz so zusammenfassend, wie haben Sie, ich meine, Sie sind noch nicht so lange jetzt im neuen Amt, wie lange haben Sie die letzten 12 Monate mit der Pandemie und der Schulfamilie erlebt? Ja, in den ersten Monaten war es für mich noch nicht so belastend, weil ich relativ viel berufliche Auszeit nehme. Ah, jetzt hängen Sie gerade. Das heißt, jetzt haben wir gerade keine technische Verbindung, was schade ist. Aber so ist es oft mit den Verbindungen, dass dann die Verbindung in München, die eigentlich am wenigsten Weg überbrücken muss, die funktioniert dann nicht. Aber auch kein so großes Problem. Dann machen wir Albara mit dir ganz kurz nochmal weiter. Du stehst ja, wie ich schon gesagt habe, kurz vor dem Mittelschulabschluss. Also erzähl nochmal ganz kurz, wie hast du das erlebt so in den letzten Monaten? Wie war das für dich als Schüler mit der Corona-Pandemie? Also zuerst war es natürlich sehr schwierig mit Online-Unterricht, das zweite Lockdown halt, das in Deutschland kam, weil viele haben den Online-Unterricht einfach daran nicht teilgenommen, weil das war einfach keine Internetverbindung da oder hat halt einfach irgendwas gefehlt oder der Link hat nicht funktioniert, wo wir reingehen müssten.
Und ja, bei mir hat halt auch zum Beispiel die Motivation gefehlt, einfach in den Online-Unterricht reinzugehen, wo man wieder einfach reingeht und sehr viele Sachen nicht versteht. Ist das so ein Punkt, den man vielleicht auch für die Zukunft beachten muss, dass man schon merkt, Online-Unterricht ist was anderes als wirklich der persönliche Unterricht, dass es da ein bisschen schwerer ist, sich selbst zu motivieren, wirklich mit der nötigen Konzentration und Leidenschaft auch dabei zu sein? Natürlich, das ist einer der größten Unterschiede, die ich bemerkt habe. Herr Professor Hasselhorn, vielleicht kommen wir mal zu Ihnen. Ich bin gespannt, ob die Leitung gut steht, ob Sie uns gut hören, dass wir Sie auch gut hören. Was bei Ihnen ganz interessant ist, Sie leiten die Abteilung Bildung und Entwicklung beim Leibniz-Institut für Bildungsforschung. Wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen, dann wird ganz, ganz schnell von diesen Bildungsverlusten gesprochen, auch schon im Grundschulbereich. Wie sehen Sie das als Forscher? Kann man das so beobachten? Kann man das jetzt schon sagen, dass wir wirklich starke Bildungsverluste verzeichnen werden nach der Pandemie? Wir hoffen ja, dass diese Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Also das wird man wirklich so sagen müssen, leider. Und ich würde sogar noch hinzufügen, nicht sogar schon im Grundschulbereich, sondern der Grundschulbereich ist natürlich das Schüleralter oder Schülerinnenalter, in dem Kinder die Grundlagen von Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann hat das fatale Langfristfolgen für den weiteren Schulverlauf. Also wie Herr Schajar gerade sagte, für ihn war wichtig, dass man motivierter ist im individuellen Unterricht. Aber man kann auch selbstständige Lernphasen machen. Und das ist, je jünger die Schüler sind in der Grundschule, desto schwieriger. Wir haben mittlerweile Daten, vor allen Dingen aus Holland und aus der Schweiz, die nahelegen, dass der Anteil der Kinder, die die Mindeststandards lesen, schreiben und rechnen, in der Grundschule nicht erreichen, also die das verfehlen, gewachsen ist. Wie groß der jetzt wirklich ist, wissen wir nicht wirklich, aber der ist gewachsen durch die Schulschließung im Grundschulbereich und dort mehr übrigens und nachweisbarer als in den Sekundarstufenschulen. Ganz interessanter Punkt. Vielleicht besprechen wir den auch gleich mal mit unseren beiden Frauen aus der Praxis. Frau Veit, erstmal bei Ihnen bei der Kita. Wie war der Arbeitsalltag im letzten Jahr? Also bei Ihnen war es ein bisschen anders, weil die Kita erst neu aufgemacht hat. Genau, wir haben im November erst neu aufgemacht. Das heißt, unser Hauptthema war in dem Fall Eingewöhnung. Das bedeutete November, 4 Wochen Eingewöhnung, die liefen super, dann waren wir im Lockdown, dann mussten die wieder abgebrochen werden oder ein Teil der Kinder kam. Wie haben wir es geschafft? Mit ganz viel Motivation, denke ich, haben wir das geschafft. Und mit einer ganz hohen Akzeptanz der Eltern und ganz viel Freude einfach von den Kindern, die immens war, wenn sie wieder kommen durften oder dass sie da bleiben durften und im Kontakt miteinander sein konnten. Und der Arbeitsalltag natürlich hat auch eine Angst, den Arbeitsalltag eine ganze Zeit lang begleitet, gerade als noch nicht klar war, wie läuft es mit den Impfungen, wann kommen die, wie ansteckend ist tatsächlich auch die Situation mit den Kindern. Ja. Weil Sie das gerade gesagt haben, man kann natürlich in die Menschen immer nicht persönlich reinschauen, aber wie haben Sie das beobachtet, wie haben es die Kinder weggesteckt? Ich denke, beobachtbar war jetzt, dass sie es sehr gut weggesteckt haben. Ob das so ist, das wissen wir nicht. Und ich bin ganz gespannt auf die nächsten Jahre, ob das tatsächlich so ist, dass sie es so positiv weggesteckt haben, wie sie zumindest in den Einrichtungen wirken. Sie sind da, sie spielen, sie freuen sich, sie sind im guten Austausch, sie wirken unbefangen weitestgehend. Frau Stark, wir haben es gerade gehört beim Herrn Professor, Bildungsverluste, reguläre Beschulung war nicht möglich. Wie haben Sie das beobachtet? Also ich muss vielleicht dazu mal erklären, dass ich ganz auf der Linie bin von Professor Hasselhorn. Dieses Unterrichten in der Grundschule unterscheidet sich ja zum Unterrichten in den weiterführenden Schulen immens. Wir haben normalerweise einen sicheren Raum, in dem die Kinder lernen über Begreifen. Wir haben unterschiedliche Materialien, wir haben Anschauungsmaterial. Das ganze Unterrichten ist ja noch nicht ein monologisches oder noch nicht in einer starren Unterrichtsform, sondern da wird sich viel bewegt. Da wird ganz viel in kleinen sozialen Lerngruppen gemacht und all das können Sie nicht transferieren in einen Online-Unterricht, ganz egal, wie gut der funktioniert. Von daher werden da viele Defizite auftauchen, von denen wir jetzt nicht wissen, weil wir ja jetzt im Online-Unterricht auch nur bestimmte Sachen abfragen können.
Und das wird eine spannende Begegnung sein, wenn wir mal die Masken alle wieder abnehmen dürfen und auch dann nach einer weiteren Eingewöhnungszeit wieder sehen, was ist da eigentlich gelaufen in diesen anderthalb Jahren. Ja. Denn diese Beobachtung dafür ist auch schon schwierig. Ja. Herr Professor Hasselhorn, dann bleiben wir gleich mal nochmal bei Ihnen, weil Sie das ja auch mit jetzt in die Diskussion mit reingebracht haben. Kann man denn diese Defizite, die wir jetzt verzeichnen, Sie sagen, die sind auf jeden Fall da, kann man die wieder einholen, kann man das aufholen? Also wir hoffen das. Das wird die Zukunft zeigen. Es ist so, dass es sehr, sehr, sehr viele sehr engagierte Lehrkräfte in den Grundschulen gibt und gegeben hat in dieser Zeit, die dafür gesorgt haben, dass sie eben den Kontakt zu den einzelnen Kindern, und das ist eben das Besondere, das einzelne Kind steht viel mehr im Mittelpunkt des Grundschulunterrichts als bei den weiterführenden Schulen, diesen Kontakt gehalten haben. Wir bemühen uns zum Beispiel derzeit, dass wir Programme, Förderprogramme, die digital adaptiv und kindgerecht sind und von denen wir wissen, dass sie Wirksamkeiten erzielen, so aufzubereiten, dass sie in den Schulen genutzt werden können, flankierend als individuelle Förderinstrumente, weil ich glaube schon, dass eine lange Zeitstrecke auch nach den Schulöffnungen wieder vor uns steht, um kompensatorische Angebote für die Kinder in der Grundschule zu machen, die jetzt reingerutscht sind in besondere Lernschwierigkeiten, die sie beim normalen Unterricht gar nicht gehabt hätten. Vielleicht mal ein Beispiel, wie könnte so ein kompensatorisches Angebot aussehen? Es muss immer ausgehen von zunächst einem diagnostischen Schritt. Das weiß jede Grundschullehrerin. Ich muss sowas wissen wie den Lernstand. Jetzt bezogen auf Lesen, Schreiben, Rechnen muss man gucken, wie weit sind eigentlich die Basiskompetenzen, also nicht die curricularen Teile, die gerade in der Schule dran waren, sondern die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen verfügbar. Da haben wir übrigens auch in Zusammenarbeit mit Kollegen von der LMU München in einem Projekt in den letzten Jahren ein Screening-Verfahren entwickelt, das wir gerne so bald wie möglich den Schulen zur Verfügung stellen wollen, um festzustellen, bei welchen Schülern ist denn die Basis so weit zurückentwickelt, dass sie jetzt da eine besondere Hilfe brauchen. Und dann gibt es leider bisher nur kommerzielle, aber es gibt schon adaptive digitale Angebote, die man dann zum Einsatz bringen könnte. Das ist dann wahrscheinlich eine politische Entscheidung, welche man da nutzen will, weil das dann eben nicht wie bei unserem Screening, das wir entwickelt haben, kostenfrei in die Schulen gehen kann. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir zu Florian Kraus kommen, zum Stadtschulrat. Herr Kraus, ist es auch ein Punkt, wo wir natürlich in München besonders darauf achten müssen, weil wir ja auch eine diverse Stadtgesellschaft haben. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Eltern, ganz unterschiedliche Elternhäuser, die einen mit besserer, die andere mit vielleicht weniger guter Ausstattung. Und da müssen wir gucken, dass da die Bildungslandschaft nicht weiter auseinanderläuft? Nö. Schon interessant, dass die weiten Leitungen ohne Probleme laufen und ohne Probleme funktionieren, aber irgendwie hier in München kriegen wir im Moment zum Stadtschulrat keine optimale Leitung hin. Dann gehen wir doch mal auf die internationale Ebene, auf die WHO. Herr Weber, Sie beschäftigen sich ja eingehend mit den Auswirkungen der Pandemie auch auf die Gesundheit, die seelische und die körperliche von Kindern und Jugendlichen. Was kann man dazu noch mal sagen? Warum war das auch gerade für Kinder und Jugendliche so eine herausforderndere Zeit in den letzten 12 Monaten? Oder mehr als 12 Monaten? Es ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Wir haben auf der einen Seite die Infektionskontrolle und da sind meine Kollegen hauptsächlich damit beschäftigt, zu sagen, was ist nötig, um Infektionen oder das Übertragen von Infektionen zu vermeiden. Und auf der anderen Seite sind natürlich alle Maßnahmen einschneidend und hindern die Kinder daran, sich normal zu entwickeln. Und da zu sagen, was ist nötig, was ist unabdingbar nötig und was ist dann verzeihbar oder was kann man vermeiden. Ich höre ein Echo bei mir drin. Hören Sie mich gut? Wir hören Sie gut. Gut, wunderbar. Dann ist das nur mein Echo, was zurückkommt. Was ist unabdingbar nötig, ist natürlich schwierig. Und man merkt ja auch die politische Situation dabei, dass die Leute irgendwie eine Sicherheit haben wollen. Auf der anderen Seite können sie die Sicherheit nicht geben. Es gibt zwei Faktoren dabei, die von unserer Seite, von der Kinder- und Jugendgesundheitsseite her, eigentlich beruhigend sind. Das eine ist
wir immer noch sagen können, Schulen und Kindergärten sind keine Hauptübertragungsorte. Das war ja eines der Probleme, das man am Anfang hatte, wo man gedacht hat, das könnte so sein, so wie häufig halt auch mit Grippe, dass die Kindergärten so diese Hotspots sind, wo alles übertragen wird. Und das können wir mit Sicherheit sagen, dass es so nicht ist. Und das andere, was natürlich positiv ist, ist, dass die Kinder selber normalerweise nicht schwer krank werden von der Infektion, aber natürlich Maßnahmen leiden. Und deswegen kann man die Abwägung schon eindeutig in die Richtung treiben, dass man versucht, die Nebenwirkungen der Intervention zu vermeiden, dass man halt versucht, den Kontakt so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, dass man versucht, die Kinder sich so weit wie möglich normal entwickeln zu lassen. Und das merken Sie ja oder das haben Sie gemerkt über das letzte Jahr, das ist politisch häufig nicht so rübergekommen, dass häufig auch Maßnahmen angewendet wurden, die vielleicht unnötig stringent waren gegenüber den Kindern. Herr Weber, wenn Sie das ansprechen, weil Sie ja auch den Blick also auf die internationale Ebene haben, auch auf andere Länder, damit wir mal so ein bisschen Basiswissen auch bekommen, haben das eigentlich alle Länder relativ gleich gemacht? Also haben die zu Hochzeiten der Pandemie auch ihre Schulen geschlossen und haben versucht, mit ihren Schülerinnen und Schülern Online-Unterricht zu machen? Nein, es gibt sehr große Unterschiede. Es gibt natürlich ein großes Gefälle in Europa. Also wir sind in der europäischen Region, geht es bis Zentralasien rein, wo die Ressourcen einfach deutlich geringer sind, wo man nicht davon ausgehen kann, dass es weiterhin Online-Unterricht gibt. Wenn Kinder nach Hause geschickt werden, dann gibt es höchstens Verbindung noch über das Radio oder über das Fernsehen. Und ansonsten machen die Kinder sehr, sehr wenig. Oder andere Länder, so wie zeitweise Spanien, Frankreich, die dann halt auch Ausgangssperren massivst verhängt haben, die auch sehr einschneidend waren für die Kinder. Einfach Bewegungsverhalten war damit nicht mehr da. Ich denke, die skandinavischen Länder, obwohl es dabei auch sehr große Unterschiede gibt, es gibt ja das schwedische Modell. Die Schweden haben eigentlich sehr viel laufen lassen, haben die Schulen sehr weit offen gelassen, haben auch höhere Infektionsraten in Kauf genommen, weil sie einfach gesagt haben, wir können das nicht so machen. Wir bringen da die nächste Generation zu sehr in Gefahr. Dänemark, wo ich selber lebe im Augenblick, hat die Maßnahmen ein bisschen einschneidender gemacht, hat aber zum Beispiel die Grundschulen und Kindergärten die ganze Zeit immer offen gelassen. Um halt, was Sie gerade ja gehört haben, diese frühkindliche Entwicklung nicht so stark einzuschneiden. Vielleicht probieren wir jetzt noch mal Florian Kraus mit reinzunehmen. Ich hoffe, dass die Leitung jetzt steht. Sie hören uns. Sie hören uns nicht. Sie hören uns ein bisschen. Also ich versuche, die Frage noch mal zu stellen. Wir haben ja gerade vom Herrn Professor Hasselhorn auch gehört, dass natürlich die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auch bekämpft werden müssen. Was tut denn die Stadt München? Was können wir denn tun, damit wirklich dadurch nicht auch die Schere zwischen bildungsfernen in Anführungszeichen und bildungsnahen Haushalten größer wird und mit Kindern in diesen Haushalten? Hört nichts. Nee, also in dem Fall haben wir hier leider, das tut mir jetzt leid, keine Verbindung, was wirklich schade ist. Aber vielleicht nochmal zurück zu Ihnen, Frau Veit und Frau Stark. Nochmal zu den Auswirkungen. Was glauben Sie, jetzt fangen wir erstmal in der Grundschule an, was glauben Sie, wird es wirklich für Auswirkungen haben auf die Kinder, die jetzt in den letzten 12 Monaten nicht so beschult werden konnten, wie wir das eigentlich normalerweise gewohnt sind? Sie wollen von mir jetzt einen Zukunftsblick haben. Ja. Ich kann Ihnen nur sagen, was für Arbeiten wir alle geleistet haben jetzt in diesen Zeiten, um es möglichst gut zu bewältigen. Und ich hoffe, dass Bildung wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerutscht ist, den es verdient hat und dass jetzt die Wissenschaftler, die Regierung und die ganzen Politiker so beraten, dass sich daraus ergibt, dass Bildung auch wieder neue Chancen bekommt. Denn es ist ja schon vor der Corona-Zeit so gewesen, dass wir darunter gelitten haben, zum Beispiel, dass ein Personalmangel besteht. Die ganzen Aufgaben, die man in einer Grundschule leisten soll, gegenüber 25 Kindern mit all ihren unterschiedlichen Voraussetzungen, das war schon schwer möglich, allen Kindern da gerecht zu werden. Und das hat sich in der Corona-Zeit verstärkt. Von daher hoffe ich einfach, dass wir jetzt so weit sind, dass wir sehen, wir müssen da mehr Personal reinstecken. Und ich erwarte natürlich, dass die Kinder in den Leistungen nicht so sind,
wie Ihre Altersgenossen vor anderthalb Jahren und dass Sie auch in Ihrer Sozialentwicklung nicht so sind wie vor anderthalb Jahren. Aber inwieweit auch da wiederum die Bildungsferne oder Bildungsnähe oder der Hintergrund oder die ganzen Faktoren unterschiedlich auf die Kinder eingewirkt haben, um die Schere womöglich noch weiter auseinanderzubringen, oder ob jetzt die Situation für alle Kinder eigentlich ähnlicher war als zuvor und von daher die Schere nicht weiter auseinandergegangen ist. Das ist Spekulation. Das kann man heute hilft noch nicht uns sagen. Jetzt nicht weiter. Vielleicht genau. Mal ganz praktisch, wie haben Sie den Kontakt gehalten in der Pandemie, zum Beispiel zu den Eltern? Wir haben Telefonsprechstunden gehabt, wir haben, jeder Lehrer hat eine Mailadresse gehabt, wir haben Teams-Konferenzen angeboten, auch für die Eltern. Wir sind durchs Viertel geradelt und haben Materialpakete da vorbeigebracht, wo die nicht auf dem Schulhof abgeholt wurde. Wir hatten Stationen, wo Materialpakete vorhanden waren. Wir haben Briefe geschrieben. Also wir haben alles genutzt, was geht. Und so im Nachgang, funktioniert Online-Beschulung überhaupt im Grundschulbereich? Es ist besser als nichts. So, aber besser ist es auch nicht. Ja. Denn diese Unterrichtszeit, ein Kind kann nur einen sehr begrenzten Zeitraum überhaupt in einer Videoschaltung konzentriert dabei sein. Das hat Herr Chaya vorhin schon gesagt, es ist so schwierig, bereits in dem Alter sich zu konzentrieren. Und von daher ist es ein Kind, das den ganzen Schulvormittag in einer Videokonferenz hängt, auch in den älteren Jahrgängen, denke ich, da bleibt wenig hängen. Das ist wieder mal etwas, man sitzt, man guckt, aber was dabei rumkommt, ist sehr zweifelhaft. Ja. Bei Ihnen, wie haben Sie es aufgefangen, wenn Sie die Kita nicht öffnen konnten? Ganz ähnlich. Ja. Wir haben auch Sprechstunden gehabt. Wir haben aktiv die Familien jede Woche angerufen. Wir haben eine Poststelle gehabt, wo es Kreativmaterial gab, aber auch Fingerspiele, Übungen, so kleine Aufmerksamkeiten. Wir sind auch vorbeigefahren bei den Elternhäusern, gerade so vor Weihnachten, um mal Hallo zu sagen, um zu sagen, wir sind da, wir denken an euch. Wir haben eine Padlet, eine Online-Variante entwickelt, wo wir die Aktivitäten, die in der Einrichtung stattfanden, oder auch den Speiseplan online gestellt haben, sodass es eine Möglichkeit gibt, zu Hause ein Stück weit mit in die Aktivität zu gehen. Da ist man ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Eltern auch offen sind. Sind die immer offen oder erlebt man manchmal auch so Beispiele, dass sie sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, dass sich die Kita oder die Schule so weit in mein elterliches Umfeld begibt? Ja, wir haben beide Lager in den Extremen und dann wieder alles, was es dazwischen gibt. Natürlich gab es viele Eltern, die begeistert waren über alles, was von der Schule kam, alles, was ihnen ein Stück weit wieder Verantwortung abgenommen hat und auch die Kinder erreicht hat. Aber wir haben auch einige Elternhäuser gehabt, die nicht so glücklich waren mit unserem Hineinluren in ihre Wohnzimmer. Und auch wenn das eben nicht funktioniert hat, mit unserem Insistieren darauf, dass wir möchten, dass die Kinder zu diesen Videositzungen kommen. Und wir haben ja an die Eltern sehr hohe Erwartungen gestellt, alle. Wir wollten, dass es funktioniert und wir haben Aufgaben nach Hause gegeben, von denen wir wussten, dass die Kinder in dem Alter das nicht ganz alleine schaffen. Ja, welches Kind setzt sich denn mit 8 Jahren pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit an eine Videositzung und dann an die nächste eine Stunde später und 3 Stunden später nochmal an die nächste und macht dazwischen auch noch brav seine Stillarbeit? Da brauchten wir die Eltern. Und die Eltern waren ganz natürlich mit vielem anderen beschäftigt, wie zuvor auch. Und von daher war das für beide Seiten nicht ganz einfach. Und ich hoffe trotzdem, dass wir ein gutes Stück aufeinander zugegangen sind. Herr Kraus, jetzt probieren wir es nochmal. Wir haben ja auch darüber gesprochen am Anfang, wie wir diese Defizite, die es natürlich geben muss nach dieser Corona-Pandemie, wie wir die in den nächsten Monaten vielleicht auch wieder ausgleichen können. Was kann man denn von Seiten der Stadt München, von Ihrem Referat aus machen, damit man eben versucht, das möglichst schnell wieder aufzuholen? Ja, wir versuchen, Schulen natürlich zu unterstützen, hier tatkräftig durch mehr Stunden bzw. externe Kräfte die Schülerinnen und Schüler bei der Aufholung der Lücken zu unterstützen. Ganz konkret warten wir darauf, wie die Mittel von Bundes- und Landesebene verteilt werden und wie die entsprechenden Fördervoraussetzungen sind. Und haben Sie auch ein bisschen Angst? Wir sind ja in der Stadt München mit einer sehr unterschiedlichen Elternschaft, auch mit unterschiedlichen natürlich sozialen Strukturen und Hintergründen, dass diese Bildungsschere, von der ja auch oft gesprochen wird, dass die natürlich durch die Pandemie unter Umständen noch ein Stückchen weiter aufgehen könnte?
Ich glaube, die Angst ist ganz berechtigt, dass die Schere weiter aufgeht. Aber da hat die Stadt ja ein ganz gutes Instrument über die bedarfsorientierte Budgetierung, die letztendlich auch den wirtschaftlichen und sozialen Hintergrund der Elternschaft berücksichtigt bei der Ausstattung der Schulen mit Lehrerstunden und finanziellen Mitteln. Albera Chaya, vielleicht noch mal ganz kurz auch aus deiner Warte als Schüler, wenn du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern sprichst, wie haben die alle in der Pandemie das erlebt? Also kann man da auch schon so ein bisschen Unterschiede feststellen? Bei den einen ist es in Anführungszeichen besser gelaufen, bei den anderen schlechter? Also ich kenne von meinen Mitschülern bis jetzt eigentlich keinen, der so groß gesagt hat, ja, ich hatte Vorteile bei der Pandemie, außer halt, dass man da einfach nicht in die Schule gehen muss, einfach nicht sehr früh aufstehen muss und in die Schule geht, sondern einfach zu Hause sitzen kann, mit ruhig essen, trinken, seinen Kaffee genießen, sowas halt. Von der negativen Sicht ist sehr viel, hat man sehr viel gesehen, dass auch Leute nicht mitgekommen sind, dass Leute einfach gar nicht mehr wollten. Sehr viele drei Schüler von uns sind halt einfach rausgegangen von der Klasse, weil sie sind halt einfach wegen der Noten her nicht mitgekommen oder die haben halt auch einfach im Online-Unterricht nicht so viel bemerkt. Wie war es technisch bei dir und bei deinen Mitschülerinnen und Mitschülerinnen? War das einigermaßen gut? Weil es ist ja auch immer eine Frage, wie gut kann ich mit diesen technischen Devices umgehen? Wie gut kann ich mit dem Laptop oder was es auch immer ist oder Tablet? Wie war das bei euch? Also wir haben Tablets von der Schule bekommen. Die halt keine technischen Sachen zu Hause hatten, die keine Wege hatten, in den Online-Unterricht reinzugehen. Die haben halt Tablets bekommen, die auch ein Datenvolumen haben, also die könnten auch in den Internet rein. Alle Schüler waren eigentlich, soweit ich weiß, sehr gut in den Online-Unterricht mit drin. Technische Probleme gab es nur bei 2-3 Schülern, aber das ist auch nur manchmal. Wir hatten aber auch Lehrer, die können das, oder wir haben Lehrer, die können das noch nicht so gut mit dem mit Teams, mit Online-Stellen, halt Sachen, Aufgaben online stellen und dass wir halt alles auch machen. Sie kann auch das halt, oder die Lehrer können das auch nicht immer kontrollieren, was wir machen. Und jetzt hattest du natürlich auch relativ viel Präsenzunterricht in einer Abschlussklasse. Jetzt kommen dann die Abschlussarbeiten, es dauert nur noch 1-2 Wochen, dann geht es bei euch los. Fühlst du dich heute, Stand heute, genauso gut vorbereitet wie die Schulklassen vor dir, die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre? Ich glaube nicht. Ja, viel, viel weniger als ganz normal, weil wir hätten auch schon jetzt viel früher mit der Vorbereitungen von den Prüfungen. Wir haben halt bis jetzt nur die Sachen gelernt. Wir haben noch nicht alles umgesetzt. Aber das heißt, das ist ja auch dann so ein bisschen eine Gerechtigkeitsfrage. Hast du jetzt Angst, weil man schaut ja immer auf seinen Abschluss, man schaut ja auf den Notendurchschnitt, dass der unter Umständen schlechter sein könnte als in den Jahren zuvor? Ja, sehr, weil ich bin jetzt auch in der Abschlussklasse und die Zukunft hält halt von mir, ist davon, halt hängt davon ab, ob ich jetzt gute Noten schreibe, ob die Lehrer es gut erklären können im Online-Unterricht oder nicht. Zum Glück bin ich jetzt nicht im Online-Unterricht, aber wäre ich bis jetzt im Online-Unterricht drin, dann hätte ich, glaube ich, meinen Abschluss nicht gut bestanden oder halt einfach gar nicht bestanden sogar. Ja. Schauen wir doch mal auf das, was jetzt gemacht werden muss. Herr Professor Hasselhorn, Sie haben ja, das habe ich schon gesagt, in der Anmoderation mitgearbeitet bei dieser Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina. Coronavirus-Pandemie für ein krisenresistentes Bildungssystem. Da wurden ja auch Maßnahmen genannt, das bestehende Bildungssystem zu ertüchtigen, damit es in Krisen wirklich besser arbeiten kann. Können Sie uns mal so 2, 3 Maßnahmen exemplarisch nennen, die da erdacht wurden, die da ins Gespräch gebracht wurden? Entschuldigung, hat mich noch nicht laut gestellt. Die offenkundigste Maßnahme hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir auch schon vor Corona neben der Ungleichheit, die Sie ja jetzt schon ausführlich besprochen haben, auch die Digitalisierungsferne als Grundproblem haben im deutschen Bildungswesen.
Und viele Maßnahmen sind jetzt darauf ausgerichtet zu sagen, liebe Bildungspolitik, wenn ihr da nicht ganz schnell nachholt und wenn ihr da nicht die wissenschaftliche Expertise einbindet und ein wenig das als Chance seht, die Schwachstellen des Föderalismus zu überwinden und gemeinsam über die Länder hinweg Lernplattformen zu entwickeln, Kommunikationsplattformen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, dass Schulen nicht nur, wie Frau Stark gesagt hat, zukünftig mehr Lehrkräfte brauchen, sondern auch neues Personal, nämlich jemanden, der nachher die Digitalität unterstützt. Also sowas wie einen IT-Beauftragten an jeder Schule. Wenn ihr das nicht in Angriff nehmt, dann werden wir bei der nächsten unerwarteten Belastungssituation dieser Art wieder ins Hintertreffen geraten. Also insofern sind das eher politische Empfehlungen gewesen, als dass wir jetzt Praktika-Empfehlungen gemacht hätten. Aber Herr Professor Hasselhorn, wenn Sie das ansprechen, lassen Sie mich da mal einhaken. Das werden wir heute Abend sicher nicht lesen können. Aber Sie sehen schon auch, dass natürlich der Föderalismus jetzt in der Frage, in der Frage der Pandemie und der Pandemiebewältigung zum Teil auch ein Fluch war. Genau, das meinte ich. Also ich will jetzt keineswegs dafür sprechen, dass wir, wie das in vielen anderen Ländern ist, eigentlich den Föderalismus abschaffen sollen. Der hat ja wirklich auch seine Chancen und Möglichkeiten, wird ja auch immer wieder betont. Aber er zeigt eben, dass wenn 16 Bundesländer sich gegenseitig darin bestärkt haben, dass man bei der Digitalität erstmal vorsichtig ist und wie man sie in die Schule und in die Bildung einbindet, mal abwartet, wie sich das in der Gesellschaft entwickelt, dann kommt man eben in so ein Hintertreffen. Und wir sind da tatsächlich, ich sage das immer gerne, weil wir ja seit 20 Jahren gewohnt sind, nach PISA zu schauen und nach Spitzenplätzen. Wir haben Spitzenplätze in Ungleichheit und in Digitalisierungsferne. Und da müssen wir ran. Ja. Herr Weber, der Blick der WHO, von Ihnen vielleicht mal die Expertise, ist wirklich die Digitalisierung der wichtigste Schritt, um diese Pandemie in Zukunft dann vielleicht besser zu bewältigen? Gehört sicherlich mit dazu. Und die skandinavischen Länder sind sicherlich auch weiter voran damit. Ich muss immer etwas lächeln, wenn ich die Föderalismuskritik höre, weil ja dann immer so unterschwellig mit rüberkommt, naja, wenn wir das nicht hätten, wäre das alles auf dem höchsten Niveau. Wir sehen ja sehr häufig, dass es nicht unbedingt dann auf das höchste Niveau hochgeht, wenn es zentralisiert wird, sondern eher auf das niedrigste Niveau, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und Länder, die halt die Schulen sehr stark empowered haben, mächtigt haben, Entscheidungen zu treffen, stehen häufig besser da als die sehr stark zentralisiert werden. Bildung, das ist nicht meine Expertise, da hat Professor Hasselhoff sicherlich schon mehr dazu gesagt, aber ich denke, es gibt auch in der Gesundheitserziehung große Bereiche, wo man von anderen Ländern lernen kann. Die letzten Sommerferien sind ja weitgehend vergeudet worden, um sich weiter zu bereiten. Und wir versuchen, darauf hinzuarbeiten. Wir haben ein Expertengremium dafür zusammengebracht, dass diese Sommerferien besser genutzt werden, dass die Schulen im Herbst besser dastehen. Zum Beispiel auch bei Hygiene, zum Beispiel bei Sanitäreinrichtungen, Handwascheinrichtungen, Belüftung in den Räumen. Das sind Bereiche, wo alte Schulgebäude natürlich vor allem weit zurückhängen, wo etliches gemacht werden kann. Das andere ist die Bewegung zur Schule. Sehr weit vorne. Kopenhagen geht fast jeder Schüler mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Und das ist einerseits für die Bewegung natürlich gut, auf der anderen Seite auch für die Infektionskontrolle. Sie müssen dann nicht in enge Schulbusse rein, wo sie möglicherweise von anderen abgesteckt werden. Und das sind auch Investitionen, die eigentlich schon im letzten Jahr gemacht werden sollen und auf jeden Fall diesen Sommer gemacht werden sollen. Wir hoffen ja, dass der nächste Winter nicht so schlimm wird wie der letzte, aber vorbereitet sein ist halt auch dabei wieder alles. Heißt es, Herr Weber, das war für Sie natürlich auch eine ganz, ganz unheilvolle Kombination, dass auf der einen Seite in vielen europäischen Ländern Schulen zu war und parallel auch noch die Sportvereine? Genau. Dass die Sportvereine zugemacht wurden, ist sicherlich eine dieser Maßnahmen, wie ich vorher schon gesagt habe, die vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen sind. Wir wissen ja mittlerweile, dass in der Freiluft zumindest kaum was übertragen wird. Also Freiluftsportarten hätten den ganzen Winter über gefördert werden müssen.
Schauen wir noch mal zum Stadtschulrat Florian Kraus. Herr Kraus, wir haben die Digitalisierung jetzt gerade schon angesprochen, springen also ein bisschen so zwischen den beiden Themen. Pandemiebewältigung auf der einen Seite, dann natürlich Digitalisierung auf der anderen Seite. Sind wir da, was jetzt Endgeräte angeht, was die Versorgung mit den nötigen, ja, mit den nötigen Utensilien in den Schulen, sind wir da auf dem richtigen Weg oder muss da jetzt nach der Pandemie auch nochmal nachgelegt werden? Also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch nicht ausreichend weit gekommen, um sagen zu können, dass wir das Ziel erreicht haben. Jedenfalls in der Stadt München haben wir 15.000 Schülerleihgeräte beschafft. Und von denen sind um die 8.500 bereits an den Schulen. Und wir warten jetzt eigentlich tagtäglich darauf, dass die letzte Tranche von nochmal circa 8.500 Geräten ankommt und die dann auch an die Schulen gebracht wird. Und diese Geräte können ja, wenn die Pandemie hoffentlich vorbei ist und der Distanzunterricht dann ein Ende hat, in den Schulen verwendet werden und da nochmal die Digitalisierung vorantreiben. Frau Veit, Frau Stark, was glauben Sie von den digitalen Lösungen, die wir ja erlebt haben in der Pandemie? Werden wir da einiges mit weiter übernehmen in die Arbeit in der Kita oder in der Schule? Oder sagen Sie, sobald dann die Pandemie hoffentlich ganz vorbei ist, werden wir uns wieder auf unsere alte Art zu arbeiten zurückziehen? Im Grundsatz glaube ich schon, dass wir in der Grundschule froh sind, wenn wir wieder auf einen materialorientierten Unterricht zurückkommen. Aber die Digitalisierung ist ja ein gesellschaftlicher Auftrag. Von daher nehmen wir den in den Schulen natürlich auch an. Und bereits vor der Pandemie sind ja in allen Schularten Medienkonzepte entwickelt worden. Von daher natürlich werden wir weiterhin sehen, dass die Kinder mehr Digitalisierung bewältigen können als vor der Pandemie. Und auch in der Lehrerfortbildung geht es ja weiter. Also ich möchte das nochmal betonen, die Lehrer haben ein unglaubliches Fortbildungsangebot bekommen innerhalb dieses letzten guten Jahres. Und da ist auch ganz viel passiert. Und wenn ich das von dem Herrn Chaya höre, dass er sagt, seine Lehrer waren teilweise nicht fähig, eine Teams-Konferenz ordentlich zu leiten, dann finde ich das wahnsinnig traurig. Aber ich hoffe, es waren Einzelfälle. Bei mir an der Schule gibt es das nicht. Und es gibt auch keinen Grund dafür, denn Lehrer sind ausgesprochen hochqualifizierte Leute. Natürlich können die eine Teams-Konferenz leiten und natürlich können die auch einen ordentlichen Unterricht über eine Teams-Konferenz machen. Das ist nicht das Problem. Und es bleibt uns was erhalten. Ja, wir haben vorhin schon diskutiert auch, ja. Natürlich bleibt uns sowas wie Teamsitzungen auch im Personal, innerhalb des Personals. Also wir haben ja oft Gespräche auch mit externen Partnern, mit Therapeuten, mit Kindergartenleitungen mit und so weiter. Das ist alles vereinfacht durch diese Möglichkeit der Teamskonferenz und das behalten wir bei. Ja. Sie beobachten es ähnlich? Genau, wir sind im Kita-Bereich, denke ich, was den Bereich Medienpädagogik anbelangt, schon seit ein paar Jahren eingestiegen. Gerade so die medienpädagogische Arbeit mit den Kindern, da gibt es schon seit längerem entsprechende Fortbildungsprogramme und auch Module. Das ist jetzt erweitert worden. Die Endgeräteanzahl in den Einrichtungen hat sich ganz, ganz groß verändert. Wir haben ganz viele Geräte bekommen. Wir können jetzt tatsächlich auch ganz viel mit den Kindern in den Einrichtungen arbeiten. Wir haben auch die Möglichkeiten, jetzt tatsächlich unsere Teamsitzungen, die sonst mitunter im Kinderdienst stattfinden, online abends stattfinden zu lassen, haben da eine ganz, ganz hohe Teilnehmerquote, eine positive Resonanz und ich denke, wir werden das durchaus beibehalten. Darf ich noch was sagen? Ja, gerne. Wenn wir erstmal diese ganzen Tablets, die jetzt ausgegeben wurden und jetzt die Kinder zu Hause haben, bei uns in den Unterricht kommen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mit Unterrichtserweiterungen diese Tablets einzubeziehen. Und da gibt es ganz viele schöne Lernprogramme, die wir sehr gerne einbeziehen werden. Herr Professor Hasselhorn, vielleicht nochmal die Frage an Sie, wenn man jetzt, ich meine, die Pandemie ist noch nicht vorbei, wenn Sie jetzt so ein bisschen auf die Krisenresistenz des deutschen Bildungssystems schauen, wie würden Sie das bewerten? Ich muss da natürlich vorsichtig sein, weil wir gewohnt sind, in Schulnoten zu denken. Und Schulnoten ist eigentlich immer an so objektiven Standards gemessen. Ich glaube, wir können nur vergleichen. Und ich würde sagen, unser Sekundarstufensystem in der Schule war deutlich weniger als beispielsweise die skandinavischen Länder darauf vorbereitet. Und im Primarschulbereich, da finde ich das lobenswert, dass Frau Stark sagt, an ihrer Schule
hätten eigentlich die Lehrerin nicht nur die Möglichkeit gehabt, sondern auch genutzt, dass sie in der Lage waren, Kommunikation über Teamsessions oder Ähnliches zu machen. Das ist tatsächlich bundesweit häufig nicht der Fall gewesen. Also es gibt bis heute noch eine größere Gruppe von geschätzt etwa ein Viertel aller Grundschullehrkräfte, die sich damit maßlos überfordert fühlen und auch nicht so richtig sich an die Hand genommen fühlen. Also Schulen werden in vielen Grundschulen sind in vielen Bundesländern eher in den letzten Monaten allein gelassen worden. Da ist vielleicht das zumindest in München etwas besser gelaufen als in vielen anderen Bereichen. Und Herr Professor, würden Sie empfehlen, wir Menschen neigen ja dazu, wenn eine Krise vorbei ist, relativ schnell wieder zum Business as usual überzugehen. Würden Sie empfehlen, dass man einige Teile zum Beispiel der Online-Beschulung weiter mit übernimmt in die Zeit nach der Pandemie, um sie praktisch am Laufen zu halten und weiterzuentwickeln? Also ich bin davon überzeugt, dass man an dieser Stelle die Krise als Chance sehen muss. Als Chance sehen muss. Und wiederum, da beziehe ich mich jetzt vorrangig auf den Sekundarstufenbereich, es sollte in den nächsten Jahren zur Selbstverständlichkeit werden, dass in den meisten Fächern digitale Elemente eine Rolle spielen. Das war sozusagen der dänische Vorteil in der Sekundarstufe, dass die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe den Unterschied längst nicht so drastisch gemerkt haben, weil sie schon viele Elemente von digitalen Unterrichtseinheiten kannten aus der Zeit vor der Pandemie. Frau Stark, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass man noch mehr digitale Elemente auch im Grundschulbereich mit einziehen wird in den nächsten Jahren? Ganz sicher. Ganz sicher. Also meine Schule ist jetzt zum Beispiel ausgestattet worden innerhalb des letzten Jahres vollständig mit Whiteboards. Natürlich wird das ein anderes Unterrichten nach sich ziehen. Aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kurz zu sprechen kommen, denn das mit dem Personalmangel hatten wir ja schon mal. Also dass das an vielen Schulen, gerade an vielen Grundschulen, vielleicht nicht so gut funktioniert, hängt auch ganz stark mit dem Personalmangel zusammen. Wir haben einen unglaublichen Mangel an Funktionsstelleninhabern. Sie können nicht von einer Schule, die keinen Schulleiter hat oder keine Sekretärin hat oder wo ein Drittel des Personals, weil sie schwanger sind, nicht in den Präsenzunterricht dürfen, das Gleiche erwarten wie von einer Schule wie zum Beispiel bei mir. Es hat bei uns gut funktioniert, aber es hat gut funktioniert, weil das Leitungsteam schon seit Jahren zusammengewachsen ist und weil alle Lehrer da waren und weil wir uns treffen konnten und weil wir jeden Tag innovativ arbeiten konnten, weil man auch arbeiten innerhalb des Jahrgangsteams aufteilen konnte. Wenn die Schule nicht gut ausgestattet ist mit Personal, dann funktioniert es auch nicht mit der Weiterbildung. Ja, weil die Kraft nicht da ist. Wenn Sie eine zweite Klasse parallel führen sollen, wo sollen Sie denn die Zeit hernehmen, nachmittags noch eine Fortbildung zu machen? Herr Kraus, das ist, glaube ich, auch wirklich ein dickes Brett, was noch gebohrt werden muss, nämlich das Personal. Da ist auch der Freistaat Bayern natürlich gefragt. Das heißt, da muss man wirklich weiterarbeiten, weil wir reden schon lange darüber, dass natürlich die Schülerschaft immer weniger homogen ist und natürlich unter Umständen auch einen besseren Personalschlüssel braucht. Aber das dauert natürlich ewig. Und die Verbesserung des Personalschlüssels ist natürlich immer ein Thema und auch etwas, was weiter verfolgt werden muss. Bei den staatlichen Schulen ist da in der Tat zunächst der Fleischstand in der Pflicht und wir konzentrieren uns darauf, die technischen Rahmenbedingungen und die Gebäude sicherzustellen. Und da ist ja neben den Geräten auch noch das WLAN immer ein großes Thema und da schreitet der Ausbau ja auch voran. Herr Professor Hasselhorn, wie sehen Sie das als Forscher? Ist das einer der Schlüsselbegriffe in Zukunft auch, was gute Bildung ausmacht, dass wir wirklich mehr Pädagoginnen und Pädagogen pro Kopf in Anführungszeichen brauchen? Ich meine, das ist ja schon fast eine zweite Diskussion, weil wir im Moment ja tatsächlich nicht genügend qualifizierte Grundschullehrkräfte haben, übrigens im Elementarbereich. Also Frau Veits Bereich ist das ganz genauso, sogar vielleicht noch drastischer. Und es ist natürlich ganz gut zu sagen, wir ändern politische Schlüssel und haben dadurch mehr Planstellen. Aber wir brauchen noch viel dringender
sozusagen ein größeres Verständnis in unserer Gesellschaft, dass Erzieher- und Lehrerberufe keine Nebenberufe sind, die man dann macht, wenn man einen Halbtagsjob haben will, sondern dass das hoch anerkannte Berufe sind. Da auch da sind uns die Skandinavier schon seit einigen Jahren voraus. Ah ja, Entschuldigung, jetzt dachte ich, da kommt noch was. Ich hatte gedacht, da kommt noch irgendwie eine zweite Geschichte von Ihnen noch. Aber vielleicht noch ganz kurz die Frage an die WHO. Beobachten Sie das auch so oder sind diese Probleme, die wir in Deutschland haben, auch wirklich eins zu eins umlegbar auf andere Länder, dass zum Beispiel der Personalschlüssel oft nicht stimmt in den Schulen, oder ist es ein spezifisch deutsches Problem? Ja, ich meine, es gibt ja natürlich das volle Spektrum mit 53 Ländern. Es gibt Länder, die 45 Schüler pro Klasse haben, wo alles ganz eng zugeht. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch einen besseren Standard. Und wir versuchen natürlich in Richtung des besseren Standards hinzukommen. Skandinavische Länder werden immer wieder lobend erwähnt in der Hinsicht. Und da gibt es halt auch die Einbettung der Schule in das Umfeld. Ich hatte ja schon gesagt, der aktive Transport zur Schule, gesunde Städtenetzwerk, wo die Stadt sich darum bemüht, dass Sachen besser werden. Der andere Bereich, wo Deutschland relativ ziemlich hinten dran hängt, die Gesundheitskompetenzen. Man kann jetzt natürlich sagen, im Bereich der Mängelverwaltung, wo man erstmal versuchen muss, aufzuholen, was alles verpasst wurde, ist kein Platz da, das Curriculum umzustellen, den Lehrplan umzustellen und neue Sachen reinzubringen. Gleichzeitig ist es sicherlich so, wenn die Schüler bessere Gesundheitskompetenzen hätten, würden sie auch mit so Krisensituationen besser umkommen. Zurechtkommen. Also wenn Sie dann zum Beispiel halt schon über Bewegung, Ernährung mehr wissen, Infektionskontrolle mehr wissen, altersentsprechend natürlich, kommen Sie mit solchen Situationen auch sehr viel besser zurecht. Und da ist Finnland sicherlich eines der Leitbeispiele, das man da voranbringt. Herr Kraus, ich glaube, Sie müssen unsere Diskussion jetzt verlassen, weil Sie nämlich Ihren Sohn abholen müssen. Deswegen herzlichen Dank schon mal, dass es jetzt noch geklappt hat. Wollen Sie uns noch etwas mitgeben zum Schluss? Gerne. Vielen Dank, dass ich noch dabei sein durfte. Entschuldigung, dass ich jetzt die Diskussion verlassen muss. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen Vorbereitenden, Durchführenden und Organisatorinnen des Bildungskongresses ganz herzlich bedanken und Ihnen fürs Mitdiskutieren. Dankeschön. Jo, danke Ihnen und bis bald. Herzlichen Dank. Und dann schauen wir vielleicht noch, meine Damen und Herren, auf einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben uns ja heute auch über das große Thema Bildung braucht Sprache unterhalten. Und natürlich gab es auch einige Workshops in Sachen geschlechtergerechte Sprache. Wie verändert sich unsere Sprache? Spielt das im Schulalltag überhaupt schon eine große Rolle? Kita und Schule, geschlechtergerechte Sprache, spielt es bei Ihnen beiden schon eine Rolle? Ich denke, bei den Kindern an sich noch gar nicht so wahnsinnig. Wo es jetzt tatsächlich eine Rolle spielt, ist beim Personal, beim Kontakt mit den Eltern. Das da auf jeden Fall, doch. Mhm. In der Grundschule? Ich stimme dem zu. Ja. Innerhalb der Erwachsenen wählt ja. Mit den Kindern geht es um andere Themen. Da geht es, glaube ich, eher darum, da geht es eher darum, dass wir uns natürlich unseres Vorbildes bewusst sind und dass wir schauen, dass wir zum Beispiel in einer Literaturauswahl für die Klasse sehen, dass nicht Rollenbilder gefestigt werden. Und wir sehen sehr gerne, dass in den Schulbüchern da auch immer mehr darauf Rücksicht genommen wird, dass nicht das klassische Familienrollenmodell transportiert wird, sondern eben auch mal eine Patchwork-Familie in den Mittelpunkt gestellt wird. Und all das zusammen mit den Erzählkreisen, die bei uns in der Grundschule morgens Usus sind, wo man dann auch von zu Hause etwas erzählt bekommt, da kann man dann auf die geschlechterspezifische Problematik eingehen, wenn da das Thema kommt, aber nicht von der Sprache her, sondern wirklich eher der kulturelle Zusammenhang. Ja, damit eben diese Stereotype einfach nicht so festgezimmert werden, gerade bei den kleinen Kindern. Aber Albara, trotzdem Sprache ganz konkret, also wie war es bei euch jetzt so die letzten Monate? Hat es schon unter Umständen eine Rolle gespielt? Hat vielleicht der Lehrer, die Lehrerin mal gesagt, pass auf, wenn du über einen Lehrer schreibst, was auch immer, denk immer an beide, also an Lehrer und Lehrerin? Also wir hatten jetzt ein großes Thema Geschlechterrollen. Da haben wir auch natürlich drüber geredet, dass man auf beide schauen muss, dass jetzt zum Beispiel eine Frau ein männliches Beruf tätigen kann und auch andersherum natürlich.
Ich finde es natürlich auch sehr wichtig, dass darauf Rücksicht genommen wird. Aber trotzdem wird es halt in unserer Gesellschaft nicht so ernst genommen. Herr Professor Hasselhorn, haben Sie da schon geforscht in der Richtung, also was die Schulen angeht und wie die mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache umgehen sollen? Das ist bei uns im Haus natürlich auch wiederum eher ein Thema von den Abteilungen, die sich mit der Sekundarstufenschule beschäftigen. Und das hat auch seinen Grund. Ich selber bin ja von Hause aus Entwicklungspsychologe und beschäftige mich vor allen Dingen mit dem ersten Lebensjahrzehnt. Und da kann ich die Aussagen von Frau Veit und Frau Stark völlig gut nachvollziehen. Für die Kinder in der Kita ist das Sprachbad, das regelmäßige Sprachbad auch mit anderen gleichaltrigen Kindern, die dann zum Teil eben in diesem Alter auch ganz unterschiedliche Arten von Aussprachen und so weiter haben, glaube ich, ganz wichtig, um auch die Ziele vorzubereiten, dass man versteht, dass es eben dort Unterschiede gibt und nicht nur Geschlechtsunterschiede, aber die Geschlechtsunterschiede selber fangen natürlich im Grundschulalter an, dass sie eine Rolle spielen, obwohl entwicklungspsychologisch das, was wir darunter als Erwachsene verstehen, nämlich die politisch korrekte Nutzung von Sprache, um Rollenbilder, Klischees abzubauen und Ähnliches, das entsteht eigentlich erst etwa im 10. Lebensjahr, dass Kinder diese Art von Abstraktion, die dafür notwendig ist, beherrschen. Ich selber finde das immer wieder auch ein schwieriges Thema. Wir hatten in Hessen eine Universität, die jetzt, wo ein Student, es war ein männlicher, deswegen darf ich Student sagen, wo ein Student geklagt hat, weil dort in seinem Fachbereich Richtlinien erlassen worden sind, dass bei nicht korrekter, gendergerechter Sprache einer abgegebenen Arbeit da auch eine volle Note Abzug gewährt leisten kann. Und natürlich hat er Recht bekommen, weil das ist zweierlei Dinge für die Frage, was war Ziel für diesen Schein, den er da machen musste und was war eine Empfehlung. Und auch da wird es darum gehen, einfach das zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, dass man darüber nachdenkt, warum sprechen jetzt zum Beispiel viele Menschen nicht mehr von Lehrern und Lehrerinnen, sondern von LehrerInnen mit einer kleinen Pause dazwischen, was sich eben bei uns im Institut jetzt eingebürgert hat. Das sind so alles Dinge, die brauchen eine Subtilität von Sprachverständnis und das spielt wiederum in den frühen Bildungsphasen für die Kinder weniger eine Rolle als für die, die mit den Kindern umgehen und die sich dessen bewusst sein sollten, um da schon Modellbild auch sein zu können. Herr Weber, von Ihnen vielleicht noch mal so ein bisschen der internationale Blick. Wird das in anderen europäischen Ländern auch so stark und oft auch kontrovers diskutiert wie bei uns? Ist wiederum nicht mein Fachgebiet. Ich komme ja mehr vom medizinischen Bereich dabei. Wenn ich es halt beobachte, hängt es natürlich sehr stark von der Sprache ab, ob es halt eben feminine Formen gibt, die sofort, offensichtlich rüberkommen oder nicht. Also das ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich. Also kann man keine Regel setzen. Aber wir haben natürlich auf jeden Fall, ja, aber natürlich ganz, ganz andere Länder und ganz, ganz andere Herangehensweise an die ganze Geschichte. Ja, vielleicht schauen wir nochmal, wir haben das zwar auch schon angesprochen, auf das Thema Digitalisierung und beziehungsweise auf das Thema, wie gehen wir in Zukunft nach der Pandemie wirklich mit dem Bildungssystem weiter. Sie haben ja das Personal schon angesprochen. Ist das der wichtigste Punkt, der Ihnen wirklich am allermeisten am Herzen liegt? Ja, und da geht es um das Lehrpersonal, aber wir bekommen von der Gesellschaft mittlerweile so viele Aufgaben in die Schulen hereingetragen. Die müssen nicht alle Lehrer sein, um diese erfüllen zu können. Also es würde uns auch ganz viel geholfen sein mit mehr Personal, was unsere IT-Ausstattung wartet. So eine Situation, dass wir zwar Tablets kriegen, aber die dann einrichten müssen und wir auch die Eltern darauf schulen müssen, dass die mit diesen Tablets umgehen können, das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt notwendig, dass das der Lehrer macht. Das könnte auch jemand anders machen. Und gerade die Wartung wäre ja viel effizienter, wenn wir uns das nicht erst alles anlernen müssten, um das dann weiterzuführen. Wir würden auch für viele Differenzierungsmöglichkeiten, die
die wir als Lehrer anbieten können. Ich meine, wir sind so gut ausgebildet, wir wissen, welches Kind Unterstützung in Mathematik braucht oder beim Schreiblernprozess oder in der motorischen Entwicklung. Und dann würde uns ein Personal reichen, die vielleicht einen Schwerpunkt haben. Das heißt, es muss nicht ein 5- bis 7-jähriger Ausbildung sein, um uns in der Schule wirklich zu unterstützen. Also wir brauchen einfach ein vielfältigeres Personal an der Schule. Ja, und auch in der Verwaltung, dass die ganze Verwaltung gestemmt wird vom Schulleiter, der dafür ein Drittel seiner Unterrichtszeit als Anrechnungszeit bekommt, einer Konrektorin, die noch 2 Anrechnungsstunden bekommt und einer Sekretärin, die an 4 Tagen noch nicht mal den halben Tag da ist. Das ist unglaublich. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele Zeit ich in Verwaltungsaufgaben gebe, die eigentlich eine Sekretärin noch zusätzlich, eine zusätzliche Sekretärin. Eigentlich sollte man die Pädagogen und Pädagoginnen freihalten von diesem Verwaltungsaufwand. Das meine ich damit. Ja. Ich fühle mich auch oft zu hochqualifiziert für diese Arbeiten, die ich dann irgendwann am Abend oder morgens vor 7:30 noch erledigen muss. Ja, das ist, ich denke oft, ich könnte meine Zeit qualifizierter einbringen. Ja. Und von daher, ja, wir brauchen an den Schulen mehr Personal in ganz vielen Richtungen. Ja. Frau Veit, um beim Personal zu bleiben, dieser pädagogische Nachwuchs, der ist ja auch ganz wichtig. Wir haben uns vorab unterhalten und sagen Sie, okay, ich habe eine neue Einrichtung, bei uns ist das momentan kein Problem. Wir haben genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber haben Sie nicht auch Angst, weil die werden ja auch irgendwann mal wechseln und dann weggehen, dass man dann an dem angespannten Markt, gerade hier in einer teuren Stadt wie München, eben niemanden findet oder nicht das Personal findet, was man möchte? Absolut. Zum einen auch, also das eine ist kein Personal zu finden oder eben auch Personal, das zum einen passt, in die Einrichtung passt, ins Kollegium passt, von der Qualifizierung passt, vielleicht auch Vollzeit arbeitet, weil ein großes Problem ist tatsächlich einfach die Teilzeitarbeit. Ganz, ganz viele neue Kolleginnen arbeiten in Teilzeit, was einen Tagesablauf von 7.30 Uhr bis 17 Uhr nicht abdeckt. Wir haben noch 2 spezielle Punkte, die ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte, weil sie wirklich ganz interessant sind. Der Professor Hasselhorn, bei Ihnen nochmal Sprache und Schrift. Sie haben auch zusammen mit der Mercator-Stiftung für Sprachförderung in Köln geforscht über Sprachförderung bei Kindergartenkindern ohne Deutsch als Muttersprache. Gibt es da schon Ergebnisse, die wir hier in der Runde vielleicht mal kurz ansprechen können? Ja, es ist gar nicht die Stiftung, es ist ein Institut an der Universität Köln, Mercator-Institut. Das Ganze basiert auf einer Bund-Länder-Initiative, die vor 7 Jahren begonnen hat, nämlich eine durchgängige über die verschiedenen Etappen von Elementarbereich, Grundschulbereich und Sekundarstufenbereich Sprach- und Schriftsprache zu fördern. Und da ist natürlich das Thema Deutsch ist nicht Muttersprache ein riesiges Thema, weil wir mittlerweile ist jedes 4. Kind in deutschen Kitas hat eine andere Muttersprache als, nicht jedes 4. Kind, sondern 40%, fast jedes 2. Kind in Deutschland hat eine andere Muttersprache als Deutsch. Und das führt zu einer Sprachvielfalt und wieder Chancen und gleichzeitig große Herausforderungen, die für diejenigen, die das täglich zusammenführen. Und gibt es da schon irgendwelche Anweisungen, Handlungsanweisungen, Konsequenzen, die aus diesem, das ist ja kein neues Phänomen, zu ziehen sind? Ja, die Empfehlung ist eben, und da entwickelt sich ja unser Kita-Bereich auch hin, dass man möglichst früh beginnt, also Kita nicht erst, was aus manchen Migrationskulturen üblich war, ein Jahr vor der Einschulung, sondern möglichst früh. Das Sprachbad, das ich vorhin schon mal erwähnte, in der Kita ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen kompetenten Spracherwerb und nicht den Kindern verbieten, in der Kita in ihrer Muttersprache zu reden. Aber dann muss man auch dafür sorgen, dass es möglicherweise eine gute Durchmischung, die repräsentativ für die Gegend ist, der Sprachen in der Kita wird. Wie machen Sie das, Frau Veit, bei sich? Also mit Frühförderung, also wie versuchen Sie das aufzufangen, wenn Sie Kinder haben, deren Muttersprache nicht Deutsch ist? Also zum einen gibt es sicherlich den Fokus Deutsch, der ist in Zusammenarbeit mit der Grundschule vor der Einschulung, in unserem Bereich 1,5 Jahre vor der Einschulung. Da ist eine gezielte Sprachförderung eben für Kinder, die noch Sprachbedarf vor der Schule haben. Ansonsten ganz klar über die Literacy-Bildung, über Singen, Fingerspiele, alles, was mit Sprache in Kontakt zu tun hat.
Okay. Herr Weber, eins noch, Sie möchte ich auch noch mal ganz kurz in die Diskussion mit reinnehmen, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, wie können wir diese negativen Effekte durch die Pandemie vielleicht in den nächsten Monaten auch wieder in Anführungszeichen ausgleichen, wie können wir da auch Verbesserungen wieder erreichen, wie machen wir das, was die Gesundheit und die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen angeht, kann man das aufholen, was da vielleicht in den letzten Monaten der Pandemie verloren wurde? Ja, das ist natürlich die große Frage und das haben Sie ja auch schon im Panel diskutiert. Jeder versucht es so gut wie irgend möglich. Also von meiner Seite her mit Sicherheit so viel wie möglich Normalität wiederherstellen, sodass Kinder jetzt auch nicht überfordert werden, indem sie unbedingt Deutsch, Mathe, Fremdsprache lernen müssen, sondern halt auch weiterhin freies Spielen möglich ist. Und wieder zurück zu den weichen Fächern, dass da auch mehr gemacht werden kann, dass halt vor allem auch Sport, Bewegung, Musik mit reinkommt, sodass die Kinder spielerisch möglichst viel, das hängt natürlich auch vom Alter ab, wieder aufholen können. Und dann die Vorbereitung für nächstes Jahr, dass man so wenig wie möglich einschränkend ist, wo es dazu gehört, wie kann eine Schule gut offen gehalten werden, wenn alle geimpft sind, wenn Teil der Risikogruppen geimpft sind, dann kann man mit Sicherheit in der Schule sehr, sehr viel mehr zulassen, als im letzten Jahr möglich war. Und das wird dann zur Prävention führen, dass es gar nicht erst kommt. Das heißt aber auch, Herr Weber, um das vielleicht abschließend nochmal von Ihnen zu hören, das heißt aber auch, wenn wir in die weite Zukunft schauen, dass unter Umständen nochmal so eine Art Pandemie auf uns zukommt, dass man sich heute schon Gedanken macht, was können wir jetzt alles schon vorbereiten, um möglichst lange Kita- und Schuleinrichtungen wirklich auch in Pandemiezeiten offen zu halten? Ganz genau. Das hat nicht ursprünglich zur Epidemieplanung dazugehört und das wurde ja in deutschen Talkshows auch schon angesprochen. Eigentlich haben ja alle Länder, alle Städte ihren Epidemieplan schon seit den 90er Jahren da und zum Teil waren viele Sachen dann halt auch nicht umgesetzt worden und das sollte man jetzt in Angriff nehmen, sodass die Schulen, die das insgesamt das ganze Leben besser vorbereitet ist. Eines wollte ich noch sagen, eines, was ich in der deutschen Diskussion wenig gehört habe, ist halt die Mitbeteiligung der Betroffenen, der Kinder und Jugendlichen. Ich finde es ja toll, dass Sie einen Jugendlichen hier dabei drin haben, aber man hört im Diskurs wenig, dass die Jugendlichen befragt wurden, was sie am meisten betrifft, was am schlimmsten für sie ist und dass man dann Maßnahmen ergreift, um das entsprechend abzumildern. Herzlichen Dank, Herr Professor Hasselhorn. Von Ihnen noch eine Einschätzung. Wir haben ja auch in der Runde vor unserer Diskussion uns unterhalten und haben natürlich dann auch gesagt, hoffentlich kommt aus dieser ganzen schlechten Zeit, weil es war ja nicht schön, diese 12 bis 13, 14 Monate Pandemie, hoffentlich kommt auch was Gutes raus. Glauben Sie, dass es unser Bildungssystem auf eine neue, bessere Stufe hebt? Die Chance besteht wirklich, weil es ist eine große Sensibilität dafür entstanden, dass wir an vielen Stellen Dinge nicht so schnell umgesetzt haben und so gut weiterentwickelt haben, wie das in der Vergangenheit schon in anderen Ländern gemacht worden ist. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist das, was Frau Stark eben über ihren Berufsalltag gesagt hat. Wir haben eine Tendenz gehabt, dass wir den Schulleitungen aus dem Verständnis heraus, dass die Schulen möglichst autonome Verantwortung entwickeln sollen, den Schulleitungen immer mehr Aufgaben zugeschoben und jetzt plötzlich sollen sie vielleicht auch noch selber IT-Beauftragte der ganzen Schule werden und gleichzeitig haben wir nicht drüber nachgedacht, was das dann bedeutet für die Kernkompetenzen und ob da eigentlich die Schulleitung dann die richtigen Personen noch sind und in manchen Bundesländern sind deswegen große, große Prozentsätze von Schulleitungsstellen gar nicht besetzt, weil das schlichtweg dann zu einer Überforderung der Einzelnen führt. Also ich glaube, dass da jetzt viel mehr Sensibilität drauf liegt. Ich hoffe, dass das nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird und dass wir nicht plötzlich 12 Monate nach einer Pandemie diese ganzen Punkte wieder vergessen haben. Sie beide aus der Praxis, auch ein positiver Blick in die Zukunft? Ja, ich würde immer sagen, wir haben so viel gelernt in dem letzten Jahr. So viel. Wir sind nicht schrittweise vorwärts gegangen, wir sind gehoppelt wie die Kängurus. Und von daher hoffe ich, dass wir diese ganzen Kompetenzen auch behalten und ich hoffe, dass die Digitalisierung so fortschreitet, dass wir diese Kompetenzen auch anwenden können. Und was ich vorher schon mal sagte, ich hoffe, dass Bildung wieder so in den Mittelpunkt gerückt ist, dass klar ist, wir müssen an dem Bildungssystem alle als Gesellschaft weiterarbeiten und das kostet.
Und dass man vielleicht auch, Frau Veit, nochmal gemerkt hat, wie wichtig natürlich auch die frühkindliche Förderung ist und wie wichtig natürlich auch der Kita-Bereich ist, gerade für die Eltern, aber auch für die Kinder. Genau, dass das einfach an Wertschätzung, an Gesehenwerden tatsächlich auch zunimmt, an dem, was tagtäglich geleistet wird. Und ich glaube, für uns, für die Zukunft ganz wichtig, wir arbeiten erst kurz zusammen als Team, aber wir haben in dieser kurzen Zeit ein ganz starkes Wir-Gefühl entwickelt, füreinander einstehen, füreinander da sein, mit den Sorgen, Ängsten, die es gibt. Und ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall noch eine gute Zeit mit. Ja. Und Albera, bei dir, bei Ihnen ist es dann so, Sie haben jetzt dann die Möglichkeit, einen hoffentlich guten Abschluss zu machen, dann der Wechsel auf die Vossen, haben Sie dann im nächsten Jahr hoffentlich ohne Pandemie die gute Möglichkeit zu vergleichen, ob dann, ja, ob es dann ein bisschen besser geworden ist, ob die Möglichkeiten zu lernen einfach besser geworden sind. Mhm. Also wenn ich jetzt in der Voss weiterhin im Online-Unterricht bin, in der 10. Klasse, ist es, soweit ich weiß, noch Online-Unterricht. Mhm. Hoffentlich ist es dann 2023 soweit, dass wir halt ohne Online-Unterricht, ohne Masken und ohne alles in den Unterricht gehen können. Halt auch Präsenz natürlich. Aber ich hoffe inständig, dass nächstes Jahr viel, viel besser wird. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen. Das hoffen wir alle, dass es besser wird und dass es wieder ein bisschen einfacher wird als in den letzten Monaten. Ja, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön auch unsere zugeschalteten Gäste. Schöne Grüße, Dankeschön für Ihre Expertise und bis bald mal. Und Dankeschön natürlich auch an alle, die hier mitdiskutiert haben. Und da sind wir auch fast schon am Ende angelangt. Es gibt aber noch ein Schlusswort von Matthias Marschall, dem Leiter des Pädagogischen Instituts Zentrum für kommunales Bildungsmanagement im Referat für Bildung und Sport. Der ist jetzt zugeschaltet und wie machen wir das? Ja, dann schauen wir doch gleich mal. Herr Marschall, Sie müssten uns eigentlich jetzt hören. Dann hoffe ich, dass wir Sie auch hören. Ja, Herr Tillmann, vielen Dank. Ich höre Sie gut und ich hoffe, die Verbindung ist stabil. Sehr geehrte ZuseherInnen, sehr geehrte ZuhörerInnen, geschätzte TeilnehmerInnen, ich möchte mich bei Ihnen allen, bei den ReferentInnen bedanken, vor allem auch bei den GebärdendolmetscherInnen und natürlich auch bei Ihnen, Herr Schieberl, für die tolle Moderation, ob der neuen Formen, die ja jetzt nicht ganz leicht für alle sind. Herzlichen Dank auch nochmal an das Organisationsteam und die KollegInnen von FARO. Der Bildungskongress hat ja als zentrale Zielsetzung den Austausch und die Vernetzung. Und ich denke, dass es trotz der Beschränkungen, die wir aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor erleben, hoffentlich gut gelungen ist und Sie viele fruchtbare Informationen erhalten haben, sich auch austauschen konnten und auch im Rahmen dieses digitalen Get-Together zusammenkamen und sich wirklich vernetzen konnten. Ich möchte noch kurz ein paar zentrale Punkte nennen, bevor ich schließe, die mir so in Erinnerung sind und auch aufgefallen sind und vielleicht die Ihnen auch dann nochmal abschließend als ein Merker oder als eine Inspiration dienen können. Herr Kraus hatte einführend gesagt, dass Sprache eine Voraussetzung für Teilhabe ist, dass sie aber auch für Ausgrenzung und die Einordnung von Machtverhältnissen sorgen kann, vor allem hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit. Und er hat sich stark für Vielfalt und Inklusion ausgesprochen. Frau Bürgermeisterin Dietl hat sogar Sprache als Schlüssel zur Welt begriffen und sah, wie jetzt gerade eben diskutiert, starke Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Sprach aber auch den Aspekt, der jetzt zuletzt auch genannt wurde, an der Kommunikation beispielsweise über Kunst. Die Chancengleichheit und das Empowerment über Sprache ist in den Vordergrund zu rücken und Mehrsprachigkeit ist kein Risikofaktor. Das hat sie betont. Beim Impulsvertrag von Frau Professor Dr. Gesa Schad wurde deutlich, dass Gene die Voraussetzungen beeinflussen, um Informationen aus einer wohlwollenden Umwelt verarbeiten und Sprache erwerben zu können. Also dass sich Umwelt und Genetik gegenseitig bedingen und für mich besonders beeindruckend war, dass es ab einem Alter von 18 bis 24 Monaten zum sogenannten Vokabelspurt kommt, an dem wir teilweise mehrere Worte pro Tag erlernen, bis sich das in einen sehr weiten Raum steigert. Das frühe Wortlernen setzt ab 3 Monaten ein und es gibt einen starken Zusammenhang zwischen der frühen Sprachverarbeitung und der Leistungen in der Schule.
Und dabei wurde schon klar, dass es sehr wichtig ist, aufklärend mit Familien, mit Eltern zusammenzuarbeiten, damit sie zu Hause ihre Kinder bestmöglich unterstützen können. Und wir müssen das Bewusstsein der Förderung der Sprache angepasst an den Input befördern, so früh wie möglich. Professor Dr. Karim Ferayduni hat darauf hingewiesen, sehr eindrücklich, dass Neutralität im Zusammenhang mit Alltagsrassismus nicht weiterhilft. Das heißt, es ist ein Auftrag an uns alle, dringend notwendig, sich zu positionieren und im Klassenzimmer beispielsweise die Erfahrung, als nicht deutsch kategorisiert zu werden, entsprechend entgegenzuwirken. Dabei müssen LehrerInnen auf ihre Wortwahl achten, da es sonst unter Umständen zur Abwertung von Sprachen kommen kann. Auch was Rassismus im LehrerInnenzimmer angeht, ist es wichtig, die Instrumentalisierung von Sprachen entgegenzuwirken und zum Beispiel eine Sprachpolitik wie Mundtotmachen nicht zuzulassen. Dabei ist es für uns wichtig, dass man sich lebenslang auseinandersetzt mit dem eigenen rassistischen Wissensbestand. Und er hat drei Fragen genannt, die wir uns immer wieder stellen sollten. Was hat Rassismus mir selbst beigebracht? Was passiert Rassismusrelevantes in meinem Klassenzimmer oder im Kita-Bereich im Hort? Und welchen Beitrag haben meine Unterrichtsmaterialien in Bezug auf Rassismus? Was kann ich also tun? Es war auch noch auffällig, dass der selbstkritische Umgang mit Vorurteilen zum einen durch das Betreiben von eigener Biografiearbeit, aber, und das kam jetzt auch bei dem Beitrag der Kollegin aus der Grundschule gerade heraus, in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen sehr wichtig ist. Also die Lehrkräfte untereinander müssen ins Gespräch kommen. Und er hat gefordert, dass Rassismuskritik als Professionskompetenz bereits in der Lehrererstausbildung hervorgehoben werden muss. Ich hatte das Glück, bei einer Vielzahl von Workshops mit vielen interessanten Themen, die ganz unterschiedlich angesetzt haben, den Workshop von Frau Hava Engin zu migrantischer Mehrsprachigkeit zu besuchen. Und dort hat sie auf eine DJI-Studie aus dem Jahr 2000 Bezug genommen, wo Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren, die Untersuchung fand in unserer schönen Stadt München, in Köln und in Frankfurt, statt, dass die Nutzung der Familiensprache, der Herkunftssprache bei den Kindern sehr stark verbreitet ist, dass es aber dann auch einen Sprachwechsel gibt, wenn sie eben mit anderen Menschen zusammensprechen und die Eltern sozusagen als BewahrerInnen der Familiensprache gesehen werden. Sie hat auch herausgestellt, dass es absolut wesentlich ist, die sogenannte Familien- oder Herkunftssprache zu stärken, weil diese lebenslang einen Einfluss auf den weiteren Spracherwerb hat und dass im Endeffekt Mehrsprachigkeit als Potenzial und äußerst Wertvolles hervorgehoben werden muss und auch auf staatlicher Ebene strukturell weiter gestützt werden muss. Zuletzt in der Podiumsdiskussion, die ich äußerst interessant fand, vielen Dank für die Beteiligung aller Personen, die heute dabei waren, dass bereits vor Corona Digitalisierungsferne festgestellt wurde, aber wir jetzt auch die Krise als Chance begreifen können und aus meiner Ansicht auch müssen, um digitale Elemente beispielsweise fest in den Unterricht zu integrieren. Und auch es wurde hier deutlich, dass Vielfalt als große Chance zu begreifen ist und dass, ich zitiere so ein bisschen, möglichst früh Kinder in Sprache baden sollten. Also wir sollen auf keinen Fall vermeiden, Mehrsprachigkeit zu unterdrücken, sondern sie professionell zu fördern und viele Angebote zu machen, die dies ermöglichen. Es wurden auch sehr interessante Beispiele dazu aufgezeigt. Schulleitungen werden im Augenblick auch sehr viele Aufgaben, es wurde gesagt, zugeschoben, ohne die Kernkompetenzen zu berücksichtigen. Wir hoffen sehr, dass dabei eine größere Sensibilität jetzt auch vorhanden ist und wir es auch schaffen, in Zukunft die Personen mit der jeweilig passenden Kompetenz an der richtigen Stelle einzusetzen. Das Empowerment von Schulen zeigt Bildungserfolge. Das wird im internationalen Vergleich deutlich. Also eine Zentralisierung hat nicht zwangsläufig den Mehrwert, dass Schulen besser arbeiten können. Aber ich denke, es muss dort an der richtigen Stelle gestärkt werden. Und da wurde ganz klar das Personal genannt, das auch eine wichtige politische Aufgabe sein muss,
wirklich für ausreichend qualifiziertes Personal an der richtigen Stelle zu suchen. Also es ist nicht nur eine Frage der Effizienz, wie gearbeitet wird, sondern auch der Effektivität. Mich hat besonders gefreut, dass Herr Weber die Stärkung der psychosozialen Gesundheit angesprochen hat und sich beispielsweise auf Fächer wie Sport, Musik oder auch Kunst bezogen hat, die aus seiner Sicht heraus genauso wichtig sind, jetzt im Aufholen oder im Ausgleichen der Folgen der Corona-Pandemie entsprechend einen guten Beitrag leisten zu können. Und was sehr wichtig ist, und ich bin auch dankbar dafür, dass ein Schüler der Stadtschülerinnenvertretung heute mit dabei ist, dass wir die Kinder und Jugendlichen und natürlich deren Eltern beteiligen, damit die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Die Kolleginnen im Kita-Bereich und im Grundschulbereich haben beide von einer hohen Motivation berichtet. Sie haben beide gesagt, die medienpädagogische Arbeit wurde schon länger aufgenommen und die Ausrüstung der Einrichtungen greift. Und sie hoffen doch sehr, dass auch entsprechend der Nachwuchs, der dann kommt, beziehungsweise die Fachkräfte, die kommen, auch sich in das Team gut integrieren können und den Rahmenbedingungen gerecht werden. Ein Satz, den habe ich mir extra ausgestrichen, den hat Frau Stark gesagt. Sie hat sinngemäß gesagt, Online-Beschulung ist besser als nichts, aber nicht besser. Und auch hier zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, das Richtige richtig zu tun. Und als Vertreter des Pädagogischen Instituts Zentrum für kommunales Bildungsmanagement sind wir unter anderem für Fort- und Weiterbildung aller Pädagoginnen in München verantwortlich. Und ich versichere Ihnen, wir werden alles tun, damit wir all diesen Anforderungen so gut wie möglich gerecht werden. Zuletzt möchte ich aber noch, und das ist mir besonders wichtig, die Worte von Herrn Chaya, wiedergeben. Er sagte, und das stelle ich auch bei mir mit meinen Kindern fest, im Alter von 12 und 14, er sieht keine wirklichen Vorteile, nicht in die Schule zu gehen. Ja, also das ist auch ganz wichtig zu betonen. Er hat gesagt, die Nachteile überwiegen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Schule zu besuchen. Und er hat auch ganz deutlich darauf hingewiesen, und ich würde sagen, das ist auch ein Appell an Arbeitgeberinnen und an Verbände, dass seine Zukunft jetzt in diesem Übergang stark von den Noten abhängt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dies jetzt bei Übergängen, bei Einstellungen, beim Arbeitsmarkteintreten der jungen Menschen wirklich zu berücksichtigen, dass die Pandemie, diese Krise, eine besondere Herausforderung eben an diese jungen Menschen stellt. Und ich hoffe doch sehr, dass wir seinem Wunsch auf Präsenzunterricht, wenn er in die FOS wechselt, wozu ich Ihnen viel Glück wünsche zum Übergang, dass sich das dann auch so ergibt. Zuletzt möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen auf den Markt der Möglichkeiten. Dort gab es ja Vorstellungen von AkteurInnen, Projekten, Praxisbeispielen. Und dies ist weiter auf der Veranstaltungsseite noch bis 21. März einsehbar. Also falls Sie im Nachgang noch verschiedene Dinge nachschlagen wollen. Und ich möchte noch hinweisen auf die Online-Evaluation des Bildungskongresses. Sie werden nach der Veranstaltung entsprechend einen Link erhalten, an dem Sie entsprechend sich zurückmelden können. Und ich bitte Sie, dass Sie uns Ihr Feedback zukommen lassen, weil nur so können wir sicherstellen, dass die zukünftigen Veranstaltungen auch dem genügen, was Sie brauchen, was für Sie wichtig ist in Ihrer täglichen Arbeit. Zuletzt wünsche ich Ihnen noch, dass Sie selbst reflektiert bleiben, dass Sie miteinander sprechen. Und ich wünsche Ihnen auch und bitte Sie, dass Sie weiter Ihre Sprachen und Ihre Dialekte pflegen. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe wirklich, dass wir uns bald wiedersehen und bleiben Sie gesund und auf bald. Machen Sie es gut. Für Gott. Vierter Herr Marschall, wirklich super zusammengefasst. Herzlichen Dank für die Arbeit. Großartig. Dankeschön. Daumen hoch dafür. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das sollte ich auch noch hinweisen darauf, dass das Gästebuch natürlich auch noch offen ist. Da können Sie sich auch noch mal eintragen. Oben rechts auf der Menüleiste, da finden Sie das Gästebuch. Da kann man sich ja auch noch einen Kommentar dalassen, wenn Sie wollen. Ja, dann herzlichen Dank. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals gesagt heute, dass viel Tolles geleistet wurde in den letzten herausfordernden Monaten. Und das wird auch so weitergehen.
gehen, weil ich glaube, dass da einfach gutes Personal zu Hause ist in der Bildungslandschaft hier in München und genauso wird es auch in den nächsten Jahren weitergehen. Dankeschön für das tolle Engagement und natürlich auch weiterhin viel Freude und viel Spaß bei der Arbeit, die noch kommt. Und wenn wir das alles ein bisschen verbessern können, auf eine neue Ebene heben können nach der Pandemie, dann wäre das auch nicht so schlecht. Ihnen herzlichen Dank und bis bald mal und weiterhin viel Erfolg. Und jetzt, ja, schönen Abend noch und heute ist zwar erst Donnerstag, schon heute ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Servus.